you get close to it. It's almost like a border. Down there. It's very fine. I'm going to step off the land now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ein recht herzliches Willkommen, Servus, Moin Moin und wie auch immer man grüßt in euren Landen. Heute ist eine neue Ausgabe der Achievement Show Powered by Yellow und ich habe mir wieder die Creme de la Creme an Gästen hier eingeladen. Da ist zum einen der Champion, der Unbesiegbare, der Koloss aller Kolosse, der Westenträger Leon Kress. Guten Tag, hallo, hallo, schön Sie kennenzulernen. Ja. Wie geht's euch, Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Auf mich? Ja. Weil ich Niklas besiegt habe? Ja. Und das ist richtig eindeutig, ne? Ja. Ich dachte, also er hatte ja nicht mal eine Chance gehabt. Ich dachte immer so, wenn ich gegen dich gespielt habe, meine Güte, bin ich schlecht oder so. Nee, aber du bist einfach unfassbar gut. Ja, danke. Ich glaube, das ist die Lösung. Ja. Aber nicht nur den unglaublichen Leon haben wir. Wir haben auch jemanden, der fast so breit ist wie ich, nämlich Matteo Ricciardi. Hi, hallo, hallo. Hi. Und Matteo, wie ist es als künftiger Europameister? Ich will jetzt noch nicht zu früh. Kannst du es auch mal jetzt langsam? Ich habe nicht mehr das Spiel gesehen. Sind die gut? Noch kein Ja, oder? Sind die besten. Sau gut. Deine Mannschaft. Meine Mannschaft. Ich kenne nicht einen Spieler. Ja, Mann. Okay, ja. Ich freue mich, dass ich hier bin. Hallo. Matteo ist der Typ, der im Strafraum umgefallen ist, dass das Tor gefallen ist, glaube ich. Das habe ich gesehen. Den Clip habe ich gesehen. Da steht einfach so auf. Schild, ja gut. Dann haben wir noch den Phönix aus der Asche. Ob er sich befreien kann aus seiner Niederlage in Age of Empires. Niklas Behrens. Ich will nur mal sagen, also nicht Leon hat gewonnen, ne? Und ich habe verloren. Also eigentlich, Leon, er braucht sich gar nicht zu schmücken. Also eigentlich würde die Weste gerade niemandem gehören. Ich habe ganz klar mich selbst besiegt. Also eigentlich müsste die Weste gerade niemand verdient. Also warte mal, ihr wisst schon, was gerade hier passiert. Ne? Maurice versucht, unser Team zu zerschmettern. Ich weiß, aber ich kann nicht leider nicht hören. Nüchtern. Die Weste ist zu dick, ich kann dich leider nicht hören. Erst habe ich ein bisschen gedacht, so nee, nicht gegen Leon. Aber dann habe ich nochmal das Spiel gesehen. Ich habe ganz ehrlich, also da hätte man die Viererkette ein bisschen weiter nach vorne schieben müssen und der kam einfach nicht über die Flanken. Ja, ja. Und dann hatten wir auch keinen richtigen Neuner in der Mitte. Richtig. Mit Miroslav Klose wäre das nicht passiert. Ja, ja. Ich sag ja immer, über die Flügel spielen, das ist es, ne? Ja. Sehr gut. Das ist eine schöne Weste. So, also wir haben uns heute wieder versammelt, um Videospiele zu spielen und um euch zu belohnen. Denn je besser unsere Athleten sind, desto mehr gibt es für euch. Von wem und was und überhaupt? Das Ganze ist ein Format, das wird gesponsert und zwar von Yellow, einem Ökostrom-Tarifanbieter. Und dafür können wir auch mal auf meinen PC gehen. Dort seht ihr Kaspar, David, Friedrich, Frau am Fenster. Aber darum sind wir nicht hier, sondern wir sind hier für euch. Darf ich mal kurz fragen, bevor du jetzt darauf gehst, warum hast du genau dieses Gemälde für deinen Hintergrund ausgesucht? Ich habe das letztens schon gesehen, habe mich so gefragt, warum, was ist jetzt? Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe Dark Souls 2 gespielt und da trifft man ja irgendwann diese Frau im Abgrund, wo man seine Estus-Flakons verstärken kann und die schaut auch so romantisch in die Ferne. Und dann hast du dich irgendein Bild einfach ausgesucht? Dann habe ich mich zurückerinnert an meinen Kunstunterricht. Okay. Und was ist das für Schule? Was ist das für ein Bild? Habe ich doch gesagt, das ist Frau am Fenster von Kaspar David Friedrich aus der Romantik und die guckt so in die Natur und möchte über ihren Horizont heraus und die Sehnsucht und so weiter und wie so fort. Wie viel du da rein interpretierst. Hä? Das ist die Standardinterpretation von dem Bild. Ja, ich weiß. Na gut. So, auf jeden Fall, genug von der Bildung. Wir gehen zurück in den Chat. Wenn ihr Chat, Ausrufezeichen Yellow. Das gehört. Oha, der hat euch gefrontet, Chat. Der hat euch richtig gefrontet. Alter, ich sag mal, Text ist ja auch eine Form von Kunst. Ne? Also ja, ich weiß, zurück, die lyrischen Ergüsse im Chat, die darf man natürlich nicht vernachlässigen. Aber wenn ihr Ausrufezeichen Yellow eingibt, dann macht ihr wirklich Eindruck auf mich. Denn dann kommen wunderbare Links, die euch Informationen geben, unter anderem über unseren Partner, nämlich unter bonja.de/yellow. Findet ihr heraus, was und wer Yellow ist, nämlich ein Ökostrom-Tarifanbieter, mit dem ihr euer Heim mit Ökostrom versorgen könnt. Ihr könnt euch hier über alles Mögliche informieren, welche Nachhaltigkeitsprojekte und so weiter Yellow verfolgt. Es gibt auch hier verschiedene Sachen über E-Autos. Es gibt eine App, mit der ihr euren Strom
euren Stromverbrauch messen könnt und über längere Zeit beurteilen könnt. Ich habe übrigens letztens meinen Jahresstromverbrauch abgelesen. Und? 770, weniger oder mehr? 770 Kilowattstunden. Ich glaube, das ist wenig. Das ist wenig, ja. Vor allem ich habe keine Ahnung. Aber du machst doch nicht viel, oder? Außer am Rechner sitzen. Ja, aber das rund um die Uhr. Ja. Dafür bin ich recht zufrieden. Aber ich glaube, das geht. Das ist echt, das geht voll. Aber hast du zum Beispiel einen Wäschetrockner? Nee, nur eine Waschmaschine. Spülmaschine? Hast du eine Spülmaschine? Nee. Okay, hast du... Ich habe nur einen kleinen Kühlschrank. Aber du hast einen E-Roller. Stimmt, du hast einen E-Roller. Genau, der E-Roller und der Staubsauger, die brauchen auch beide Strom. Lädst du den E-Roller über deinen Strom oder klaust du den irgendwo? Da, natürlich mache ich das über meinen Strom. Okay. Trotzdem wenig. Also da im Keller. Ich bin mir zuversichtlich, dass diese Steckdose im Keller meine ist. Aha. Okay, auf jeden Fall, da kriegt ihr alle Informationen zu Yello. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass es einen YouTube-Kanal gibt. Da sind in letzter Zeit verschiedenste Videos erschienen, insbesondere zur Reichweite von E-Autos. Das wird ja immer, ist ja immer ein Thema für viele Leute. Das wird dein E-Auto-Alltag revolutionieren. Was ist da los? Das hier, genau. Was jetzt genau? Ja, da sind verschiedene Tipps zur Reichweitenvergrößerung, also wie man fahren soll. Also und zum Beispiel, wenn man Bots kauft auf Instagram und so, ne? Ich fand das hier besonders interessant. Hey, was ist denn, Theo, was ist denn bei dir los gerade? Das ist ein geiler Joke, Mann. Ich möchte auf zwei Videos auf jeden Fall aufmerksam machen. Und zwar einmal dieses Video mit "Ist größer immer besser" mit Cedric. Ja. Okay. Nee, warte mal, nein. Genau, weil hier geht es darum, dass verschiedene Hersteller geben ja Angaben, wie viel Kapazität ihr Akku hat. Mhm. Und das wirkt sich nur bedingt auf die Reichweite aus. Weil es gibt Autos, die haben eine extrem große Reichweite mit einem kleinen Akku und andere, die nicht. Weil die Effizienz größer ist? Genau. Zum Beispiel Hyundai hat eine sehr effiziente Bauweise, aufgrund dessen, dass sie möglichst wenig Luftwiderstand bieten am Fahrzeug, während Mercedes-Benz zum Beispiel relativ schlecht abschneidet. Das wird hier alles erläutert und das wirkt sich dann entsprechend auf die Reichweite aus. Und dann gibt es hier ein Diagramm und das fand ich natürlich interessant, weil ich liebe Diagramme. Und hier sieht man, wie weit durchschnittlich Leute mit ihrem Auto fahren. Weil Leute haben immer Angst vor E-Auto und sagen, oh, dann komme ich nicht so weit mit meinem Auto. Und dann sieht man, 89% der Autonutzer fahren mit ihrem Auto sowieso nur unter 100 Kilometer. Das heißt, das ist vielleicht ein Argument, wovor man vielleicht irrationalerweise Angst hat, obwohl man sowieso kaum lange Strecken fährt. Das ist wie ein Videospielen, wenn du so Items einsammelst, die du irgendwie brauchst, aber du benutzt sie niemals. Niemals. Und dann spielst du das Spiel durch und am Ende hast du die noch alle, hast aber keinen einzigen benutzt. Genau dasselbe ist es. Aber wisst ihr, wo das nicht ist? Wo? Ich habe ja jetzt einen Fernseher seit langer Zeit. Ja. Und der ist 4K. Und größer ist besser. Also mit mehr Auflösung. Und ich habe immer gedacht, das ist voll die dumme Spielerei. Nein, das sieht geil aus. Aber jetzt, wo ich mal ein paar Sendungen mir in 4K angeguckt habe, das ist richtig krass. Dann denke ich immer, wenn ich runtergehe wieder auf 1080p, was ist das denn für ein Schmutz? Ja. Das ist aber echt so. Und wenn du dann noch Sachen guckst, die nicht mal 1080p sind, weil die irgendwie aus den 70ern sind oder so, dann denkst du, Das ist voll krass. Hast du mal ein 4K-YouTube-Video angemacht? Auf dem Fernseher? Ja, so hab ich. YouTube sieht voll gut aus. Ja, krass, oder? Du musst Twitch jetzt mal nachholen. Lass mal eine Petition anmachen. Musst auch mal gucken bei hier zum Beispiel bei Netflix und so. Da gibt es ja auch so geile Naturdokus und so in 4K. Das ist dann richtig nice. Alter. Boah, so geile Unterwasserdokus. Das ist viel besser als die Realität. Und so. So, dann ist noch ein anderes Video. Und zwar hier. Moin. Und das ist der Community Manager von Yello, der Thilo. Und der hat verschiedene Autos getestet und der stand dann auch vor der Entscheidung, kaufe ich mir jetzt ein E-Auto oder nicht und das ist so teuer und Leasing geht auch nicht, weil es auch teuer und Versicherung, weil er ist noch sein Zweitwagen oder sein Erstwagen sogar, alles so eine Sache. Und dann ist er darauf aufmerksam geworden, was gibt es noch so für Optionen? Und dabei ist er darauf aufmerksam geworden, dass es so etwas gibt wie Abos. Man kann Autos mieten. Und zwar für ein Jahr gegen einen monatlichen Betrag, ähnlich wie bei Leasing, aber da ist dann alles inklusive, also mit Versicherung und so weiter und so fort. Und vielleicht gerade für Leute, die sich nicht sicher sind, ob ein E-Auto das Richtige für ihn ist, weil wo sind denn die Ladestationen, kommt man überhaupt damit klar und so weiter und so fort, ist vielleicht so ein Auto-Abo mal für ein Jahr, um das auszuprobieren, das Richtige, bevor man sich für viel Geld ein Auto kauft und dann merkt, naja. Kann man das danach dann übernehmen? Ich glaube nicht, aber du kannst das Abo verlängern. Ah, okay. Ne? Das kannst du beim Leasing, wenn du ganz lange liest, dann kannst du
kannst du meistens noch irgendwie einen Deal machen, dass du weniger bezahlst am Ende, um das zu übernehmen. Hm. Yep, yep. Aber man kann bestimmt auch E-Autos leasen mittlerweile, oder? Yellow Day hat auch gerade geschrieben, dass er das ist. Mhm. Yellow Day ist Tilo. Das ist der Tilo. Ja, geil. Halten dich im Auge, Tilo. Die beiden Videos fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich kannte das noch nicht mit den Autos-Abos. War zumindest für mich neu. Ich habe heute was gelesen und nur eine Headline, dass irgendwie jetzt irgendein Auto wird das mit Methanol getankt für 3 Minuten und dann kommt das 800 Kilometer weit und das soll ein E-Auto sein. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist mir gerade nur eingefallen. Macht überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt darüber rede, weil ich nie weitere Infos habe. Sehr, sehr gut. Das freut mich. Gut. Mann, ja, aber wisst ihr was hier? Müller, ne? Dass ja. Er den nicht macht. Ey, ganz ehrlich. Vor 4 Jahren hätte er den im Schlafen gemacht. Und jetzt so ein Ding. War schon schwach. 100% alleine vom Tor und haut ihn daneben. Was ist denn mal Müller los? Ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ja. Ich hatte auch diesen Cringe-Moment. Ich bin an dem Tag, ich habe das Spiel ja nicht geguckt, dann bin ich an den Tag zum Dönermann gegangen und wollte mir einen Döner holen. Und dann spricht er mich auf Fußball an und dann so, ja, das war ganz schlecht. Und Hummels, boah. Nächstes Jahr machen wir das dann wieder. Und dann habe ich gesagt, und Türkei ist ja auch schlecht gelaufen. Okay. Smalltalk im Dönermann. Das war super. Okay. Genau, so, also, Videospiele. Es gibt heute Sachen zu gewinnen. Was? Ja. Gewinnen? Ja, das ist ja, ja neu. Ja, ja, es gibt Sachen zu gewinnen. Es gibt wie immer Subs zu gewinnen in der ersten Hälfte der Show. Ja. Ist, glaube ich, gar nicht neu. Ja. Und in der zweiten Hälfte der Show haben wir einen besonderen Preis für euch, wenn ihr mich besiegt. Oh. Also wie immer. Genau, und zwar gibt es heute zu gewinnen, solltet ihr mich schlagen, einen Monitor von MSI in 27 Zoll mit IPS-Panel, also in geilen Farben. Geil. Und 165 Hertz. Dann müsst ihr MSI haben. Ja, ja, und Farbe kann der auch. Warum verlosen wir nicht erstmal unsere alten Monitore und nehmen die neuen für uns? Aber 27 Zoll ist zum Game? Ich weiß nicht. Schon Oschi dann, ne? Ist schon größer als ich. Ich glaube, ich hatte mal hier einen 27 Zoller hängen. Kannst Konsole, kannst ja. Geil Game. Oder musst ein bisschen Abstand haben. Okay. Ist auf jeden Fall ein Klopper. Da könnt ihr die Pixel nur so durch den Cybernet schießen oder so. Hier sind nur 27 Zoll Zocker im Chat. Ich bin sehr irritiert. Alle schreiben, es geht voll klar, es ist perfekt. Leute. Für RTS nicht. RTS braucht man ein bisschen klein. Ja, perfekt. Ich habe ja, ey, ich weiß, ne, ich habe mir ein bisschen gegönnt in letzter Zeit. Ne? Ja. Ich habe auch einen 4K-Gaming-Monitor. Alter, was hast du alles gekauft? Wann denn? Wann hast du es gekauft? Habe ich alles auf einmal. Wann hab denn? Fuck it, ich gebe jetzt einfach mein Geld aus. Wann? Ja, vor letzten Wochen immer. Und dann habe ich mal Age of Empires gestartet in 4K. Und wie war das? Es funktioniert halt, aber es macht keinen Sinn, weil du kennst halt nichts. Du siehst halt die ganze Map auf einmal. Ja, du siehst halt, du musst deine Kamera nicht mehr bewegen, aber du kannst auch nichts mehr anklicken. Geht nicht. Ah, das ist geil. Also ältere Spiele, wo das schwierig ist. Ich habe aber auch jetzt echt langsam mein Erspartes auf den Kopf gehauen. Ja, aber warum? Weil ich mir, ich habe gedacht, ich könnte eine neue Wohnung, jetzt wird einmal neue Wohnung gegönnt. Ja, aber guck mal, jetzt ist das Set. Ja, jetzt ist er für 10 Jahre Leben wieder. Ja, okay. Machen, wie ich will. Okay. Jetzt noch ein E-Auto und dann geht das Leben los. Let's go, Alter. Ferrari. Gibt es einen E-Ferrari, den ich irgendwie leasen kann? Kannst du mieten bestimmt. Aber geil. Ja, perfekt. So, genug gepalabert, würde ich sagen. Wir wollen Videospiele spielen. Wir spielen? Ja. Wollen. Natürlich. So. Was? Ich kann eins doch schon mal sagen, heute werdet ihr sehr viel als Team spielen. Außer beim ersten Mal. Ja. Ja, ja, ja. Am Anfang dürft ihr einmal unter Beweis stellen, was ihr jeweils alleine könnt. Der wieder reinscheißen. Und das im folgenden Spiel. Alte 4! Let's go! Nee, Alter. Das habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, ja, voll geil, let's go! Und das habe ich seit 1000 Jahren nicht mehr gespielt. Wie? Ich soll das in 4 Versuchen durchspielen? Ich erkläre gleich genau, was ihr machen müsst. Bevor wir starten können, müssen wir auf Leons PC und die Reihenfolge ausspielen. Wir machen Strategie. Guck mal, da stand 4 Saves für Yellow müssen wir holen, ne? 4 Saves. Ja, mit wie viel Leben? Ihr müsst das aber jeweils einzeln schaffen. Jeder für sich, ne? Ja, ja, aber wir machen 4 Saves holen. Ja, ja, 4 Saves holen. Müssen wir die holen oder dürfen wir die holen? Ich kann euch schon mal erklären, was ihr machen müsst. Jeder von euch hat in-game 8 Minuten Spielzeit. Und in denen müssen wir?
in dem müsst ihr es schaffen, einen Run hinzulegen. Also ihr müsst das innerhalb eines Runs schaffen, innerhalb dieser 8 Minuten. Oh mein Gott, ich bin so 4 raus. 4 Safe Games einzusammeln. Okay, wir müssen sie also holen. Ja. Ihr müsst sie holen. Wenn die runterfallen oder so, gilt das nicht. Wow. Ihr müsst das innerhalb eines Runs schaffen. Dann habt ihr Yellow. Okay, warte. Ja. Stehen die Regeln jetzt fest? Die sind unumstößlich. Ja. Weil ich habe jetzt schon Exploit gefunden. Ja. Und zwar, der erste Safe, wenn der runterdroppt, wir sammeln den nie ein, bis sie sich viermal stapeln. Zählt nicht. Nee, dann nicht. Machen wir einen neuen Anfang. Nein, nein. Hast du nicht zugehört, oder was? Es müssen 4 verschiedene sein. Ich glaube, es wird auf innerhalb. Es sind 4 verschiedene. So an, auf ja, aber du musst den Run ja neu starten. Wirklich. Ja, und dann liegen die aber noch da. Nein. Ach, Restart komplett. Ja. Ja. Ach, scheiße. Mann, ey. Ingame 8 Minuten, nicht den gleichen. Erst recht nicht denselben. Sondern 4 verschiedene Orte mit 4 verschiedenen Safe Games. Mann. Innerhalb eines Runs ist Yellow. Will ich einmal schummeln, 3 weißt du? Gold, 2 einmal, Silber, Matteo, eine Bronze. Es gibt einen Emote, nur wie du schummelst. Ja, also. Das ist nämlich, weil ich am wenigsten schummel, ist es mein Gesicht. Weil das Warnung sein soll für... Für die Schummler. Für die Schummler, damit die... passt auf, wenn ihr schummelt, kommt Matteo, weil der schummelt nie. Genau. Ja. Junge, du redest dich ja heute um Kopf und Kragen. Was talkt der Special eigentlich? So, okay. Wie, so. 8 Minuten... Scheiße, genau. Mann. Aber die Reihenfolge wird ermurmelt, weil wir müssen ja wissen, in welcher Reihenfolge ihr euch beweisen dürft. Okay, alright. Okay. Also strategisch wäre es, glaube ich, ein Glücksfall, wenn Leon anfängt. Nee. Ich will als Letzter. Okay, es geht los. Hauptsache ich nicht als Erster, weil immer wenn ich als Erster muss, verkacke ich richtig hart. Ich habe kein gutes Gefühl für Alter 4. Okay, ich auch bin nicht. Der Einzige, ich habe es nur einmal hab ich durchgespielt, wirklich. Ne? Ja, aber davor den Bereich kannst du gut. Ja, aber weißt sollen du, wir mit Superjump probieren? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja 8 Minuten insgesamt. Ja, ich will am Anfang versuchen mit Superjump und dann irgendwann, also 4, welche sind denn das? Der bei den Guillotinen? Also zu Kanonenkugeln und Überjumpen. Auf also wenn ihr einen verpasst, dürft ihr auch weiterlaufen und versuchen, einen anderen einzuziehen. Es gibt ja noch einen nach dieser Jump-Passage mit diesen... Ja, wir müssen eigentlich bis zur Mauer kommen. Genau, Mauer ist einer auf der Mauer. Safe. Ja, aber guck mal, wenn wir diesen Superjump machen, dann skippen wir einen Safe. Ja, ja, aber wir kriegen ja genug danach und noch. Zwar, da gibt es doch diese Baumstämme, wo man so jumpen muss, ne? Danach kommt nämlich ein Safe. Ja, aber den triggerst du doch. Kannst du doch trotzdem nehmen. Bei den Kanonenkugeln. Nein, du meinst einen anderen als ich. Also, es gibt doch diese, wo du so einen Abgrund runterspringst auf so eine Hängematte. Ja. Achso, die da meinst du. Da ist ein Safe irgendwo. Und da ist ein Safe. Wenn du direkt oh mein Gott, Niklas ist raus. Was? Oh Niklas Moment ist raus. Niklas kann also nicht anfangen. Gibt es aber noch Reverse. Also, oder? Heißt es, wer anfängt oder wer aussucht, wer, an, oder was? Wer anfängt, oder? Reverse. Ist die Reihenfolge. Genau, ändert die Reihenfolge. Dann würde jetzt Niklas anfangen. Jetzt würde Niklas anfangen. Ja. Bei Reverse müsste Niklas anfangen. Ja, fängt Niklas bitte an. Bitte Kacke ab. Reverse er ist erst rausgeflogen. Bitte Kacke ab. Oh, Reverse ist noch weiter dabei. Schere, Stein, Papier direkt hinten dran. Oh, Schere, Stein, Papier kürzt ab und fällt ist raus. Okay. Chat ist down. Oh. Schere, Stein, Papier ist tot. Reverse immer noch vorne. Ich hole langsam auf. Matteo ist ganz abgeschlagen. Sehr gut. Mach weiter so. Sehr gut. Ja, aber wenn Reverse gewinnt, dann bist du als Erster dran. Nein, Niklas. Niklas. Jetzt bin ich schon mal Zweiter. Oh, was ist mit nochmal Mobbel los? Nee, will ich nicht. Nochmal Mobbel cheatet sich hier durch. Ich will nicht. Und es wird nochmal murmeln. Och, Mann. Es wird nochmal gemurmelt, liebe Leute. Was, wenn es den ganzen Abend so geht? Warum haben wir eigentlich nochmal murmeln? Ja, ich weiß es nicht. Hä, hey, das ist der Beste. Es wird nochmal gemurmelt, okay, nochmal murmeln. Nochmal murmeln. Neue Map. Ich kann das sogar abbrechen, wir gehen jetzt einmal raus. Ja, und Map wechseln. Boah, ich bin richtig aufgeregt wegen Alter 4. Scheiße, fuck. Ich mache sogar Musik an für die Runde, Moment. Es muss ja hier abgehen. Okay. Moment. Kann ich mich schon warm spielen? Meinst du, sie merken das? Ja, wir merken das. Scheiße. Okay. So, wir gehen auf Race, wir klicken auf eine random Map und wir machen Go. Okay. Ein da. Ja, Mann, Musikballer. Also, haben wir hier die Boxen leise gemacht? Ja, ich hab die leise gemacht. Mal okay, auf. Wir machen direkt Go. So, die murmeln, sie rollen. Sie fallen runter. Matteo aktuell in Führung. Wo geht Matteo hin? Matteo hat keine Lust mehr. Matteo, was macht Matteo denn jetzt? Matteo, Matteo geht raus. Softbox mal zu uns drehen. Ach so. Ja, aber bei uns ist doch genug Licht. Nein, hier ist auf alle, weißt du, auf beide. So, Matteo in Führung aktuell. Boostet sich durch. Das, wofür er bekannt ist. Muss als nächstes hier durch die Röhre. Schauen wir uns das an. Matteo, guckt euch an, wie ihr hier durchpurzelt. Niklas, holt aber auf! Niklas, hier auf die Erde! Niklas und Matteo, holt dich! Niklas. Die Dreierspitze, Niklas, Matteo und Leon. Nein, Leon, da ist alles offen. Weit abgeschlagen. Hier kommt ein Superjump gleich. Wir gucken uns das an. Nee. Oder kann Matteo, man nimmt den Jump! Warum nehme ich den denn? Ah, ich bin geblockt. Wo sind denn die anderen? Ich wollte fragen, was ist mit uns eigentlich los? Nochmal murmeln! Nochmal murmeln! Ach nee!
ich will Nick, nicht das kommt durch. Nick, das ich muss jetzt auch schon bei diesem Lancelot-Scheiß anfangen. Das war... nee, ich will das nicht. Du bist doch Profi. Du bist doch Profi in Alter 4. Nee, gar nicht. Könnte doch mal aufgehalten werden. Wir achten auf diese Passage hier unten. Jetzt geht's erstmal hier in die Spirale. Du bist doch unser stärkster Spieler in dem Spiel. Nee. Leon hatte bessere Zeit als ich am Ende. Theo jetzt Leon hat einen Speedrun gemacht. Chat ist wieder rausgeflogen. Matteo immer noch in Führung. Wir sehen Niklas und meine Wenigkeit dicht gefolgt. Das heißt, es kommt hier vorne drauf an. Auf die Blockade. Ja, die Blockade Matteo verkacke einfach ich. Durch. Die verkacke ich, die verkacke ich. Ja. Matteo! Oh. Mann, der sieht raus! Oh. Ja, ich bin raus! Ich bin raus! Oh mein Gott, okay. Er ist rausgeflogen. Raus. Wie hab ich wer kommt hier durch? Wer kommt hier? Wie? Nicht nochmal! Ey, Leute! Nehmt die Scheiße! Wollen wir jetzt die ganze Zeit murmeln oder was? Nehmt die jetzt mal raus! Wieso ist diese scheiß Murmel da? Nehmt die jetzt mal raus! Aber mal, Reverse über. Reverse überholen! Reverse überholen! Nein! Nein, warum denn Reverse? Reverse kommt durch! Matteo startet! Ja, Matteo startet! Oh Mann, ey, das ist. Noch ein Und dann? Und da, wer dann? Ja, ich war letzter. Und dann, und dann, und dann? Ich bin auf jeden Fall der Letzte, der startet. Niklas wird dann der Zweite sein. Wahrscheinlich ja. Ja, Matteo und Niklas. Aber was, wenn ich rausfliege noch? Ja, aber ist ja. Ist egal. Macht ganz ne? egal. Ja, macht okay. Das Ding ist durch. Matteo, Niklas und ich ist ja, die Reihenfolge. Okay, okay. Perfekt. Alter, ich bin 10-mal getiltet schon während ich des auch. Murmeln. Murmeln ist halt einfach geil, Leute. Es war einfach spannender als die EM. Das wir brauchen mehr Murmeln im Leben. Besser als Ukraine gegen England, ey. Ja, vielleicht sollten sie auch nochmal die EM. Nicht schwer. Die EM im Murmeln einfach. Ja. Besser als England gegen Wales. Ist aber auch nicht schwer. Da sind doch die Ergebnisse nachvollziehbarer. So, ich starte jetzt schon mal, ja? Also, ab Startpunkt habe ich 8 Minuten, oder genau, was? Genau, die Uhr läuft oben rechts. Ja, okay. Ich starte mal, ich resette, ja? Ja. Genau, restarten, dann geht's los. Ja. Ja. Okay, ja. Gib mir mal Tipps. Na, du musst springen. Du musst es halt schaffen jetzt. Ach so, okay, dann mache ich das. Ja, okay. Verpack halt nicht. Matteos Zeit läuft. Muss halt nicht super schnell sein, ne? Aber ja, schon, aber schon schnell. Ja, nimm ich einen risky Jump. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, ey. Kann hier abkürzen, sehr gut. Jede Sekunde zählt, Matteo. Oh, nee, gar nicht. Voll. Bleib ganz aber ruhig. Noch sind die Mechanics drin. Oh, ich warte. Okay, sieh dein Ding durch. Ist ja gar nicht die erste kritische Stelle. Einmal warten und jetzt durch. Perfekt. Er macht das clean. Wartet nochmal. Ja, kostet okay, schon viel Zeit. So. Ja, Zeit ist scheißegal, Leon. Du hast 8 Minuten. So, ich muss ihn einsammeln, ne? Nimm ihn mit. Ja. So, alright. Eins haben wir. Das ist Bronze, glaube ich schon. Bin schon so getriggert, ich fluch die ganze Zeit nur noch. Ich merke das. Hey, was ist denn hier? Klebt mir fest? So, so Matteo, alright. Komm. Nehmen wir die Abkürzung. Ja, komm. Ah, komm, den nehmen wir. Auf geht's. Ich meine, du hast ja ein Safe eingesammelt. Das heißt, der steht hier. Einen hat er schon. Er hat schon jetzt Bronze. Genau. Oh, Alter. Guck mal, der nach unten. Oh, ist er knapp. Oh, das schaffst du nicht. Ja. Achso, ich kann nicht mehr. Mach weiter. Ich muss weitermachen wegen der Zeit, ne? Genau, du musst weitermachen wegen der Zeit. Aber zählt jetzt nicht mehr das Safe. Doch, oder? Er hat jetzt schon Bronze. Ja, der Safe zählt. Ach so, und das ist ein Run. Also wenn ich den jetzt weitermache. Das ist noch ein Run, ja. Ach so. Wie viele Runs hat nur einmal komplett Code? Ja, soll ich dann vielleicht nicht den machen? Ja, vielleicht doch den. Ja, Mach ihn nicht. Der wird nichts. Geht nach links. Wir gehen rüber. Ja, ja. Oh. Warte mal, was ist, wenn wir hier und dann hole ich den anderen? Geh doch. Das schaffst du doch gar nicht. Das oh mein Gott, cool. Matteo, warum? Wow. Ja, aber es hat sich gar nicht gelohnt. So. Und deswegen bist du. So, deswegen kommt, sitzt du hier. Hier kommt. Ja, der kommt da gleich. Hier kommt auch so ein Safe, oder? Ich glaub, beim einen der letzten Jumps kommt der. Wann? Man muss weiter jumpen. Ich hab den noch nie gesehen, tatsächlich. Ja, ich wusste nicht. Jetzt kommt der. Beim nächsten, glaube ich. Oder habe ich das wegen diesem komischen Skip? Nee. Ich glaube, du hast ihn verpasst. Ich hab den verkackt wegen diesem verpasst. Skip. Hat sich also gar nicht gelohnt. Jetzt hab ich unnötig Zeit verloren. Sind schon 2 Minuten rum, Matteo, ne? Ja. Leon, hey Leon, jetzt soll ich feuer machen? Doch mal deinen Jungen an. Ja, ich gebe dir die Zeit. Matteo, bleib ganz ruhig, zieh dein Ding durch. Ruhig, ja, ist dein erstes Spiel jetzt? Nein, das schaffst du nicht, du wirst runterfallen. Aber tu einfach so, als wäre das einfach wie ein Spiel in der Ich spiele jeder für okay, sich. Okay. Ja? Scheiße, Mann. Ja. Ist im Prinzip ein Casual Playthrough. Das stimmt. Ja. So, wir haben erst einen, ne? Wir haben einen, ja. Aber es kommt noch genug, Matteo, es kommt noch genug. Es kommt noch genug, sagst du. Es kommt noch genug. Ja, genug. Ja, mehr als genug. Du musst nicht mehr den alles der easy Part. Du musst nicht da bin ich noch nie lang gegangen, glaube ich. Okay, so, wir laufen ganz gechillt. Machst du den Cannonball-Skip?
Nein, ich brauche den Safe, Leon. Es kommen noch 5, 6 Saves danach. Ja, aber dann bist du komplett besoffen. Er muss doch nur die Mauer dann noch schaffen. Okay, du kannst es machen, Leon. Du machst es, okay? Ich frage Leon macht das, aber du machst hier ganz... Ich mache hier super Safe, super Safe. So, theoretisch liegt da gleich ein Safe. Den holst dir. Den holen wir easy. Sehr gut. Ich will noch fragen. Leon sabotiert richtig heute. Zweiter Safe. Also es kommen noch 7 Saves hier nach, Matteo. Aber erst, wenn er eingesammelt ist. Eingesammelt ist jetzt eingesammelt. So. Jetzt. Weißt du, wie das geht? Ich mach den normalen Jump. Mach so, wie du kannst. Vergessen, wie ich ihn kann. Oh, ja. Oh, zu cool. Oh. Macht euch mal keine Sorgen. Ich bin Pro-Gamer. Clean, Matteo. Sehr clean. So, wir haben 2 jetzt, ja? 2, ja. Von 4. Du hast schon die Hälfte. Stell dir einfach vor, dass keine tausenden Leute zusehen. Ja, ja. An der Mauer ist ja auch der Safe, ne? Ja, aber da ist ja dieses Shit-Ding, was da vorkommt. Ja, das schaffst du, Matteo. Mach hier dein Ding. Du hast es hunderte Male gemacht. Mach hier dein Ding. Ja, yeah, right, alright. Sehr gut. Die Schweine, die Schweine. Ja. Oh. Ah, ja. Okay. Sehr stark. Gut, so, sehr gut. So. Und nächster Safe kommt, wenn du runterspringst. Ja, ne? Oh mein Gott. Ich hasse dieses Rad. Den kannst du im Sprung. Ja, das zerstört mich jedes Mal. Ich muss Risky, glaube ich, spielen. Dann die Hälfte schon rum. Einfach machen, nicht denken. Ja, alles gut. Hast du. Und bam. Ja. Oh, der ist weg. Nur Silber bisher. Warte mal, soll ich vielleicht... Resetten? Nein, das lohnt sich ja nicht von der Zeit. Ja, aber lohnt sich das hier, diesen... Resetten lohnt sich meiner Meinung nach. Ja, so, glaube ich nämlich auch. Nur 4 Minuten. Das dauert viel zu lange, das hier zu machen. Ich resette. Sterben. Weil das bringt nichts. Warum? Ich mach lieber... Nein, weil das dauert viel zu lange, die Mauer hochzugehen. Aber du musst die Mauer hochgehen. Du musst sowieso so hochgehen. Aber chill, er schafft beides. Ach so! Hä? Du musst dich sowieso hochgehen. Chill doch mal, er schafft alles beides. Alles gut. Ich mach das jetzt nochmal. Er schafft beides. Ich hol den. Er macht das. Chill. Keine Panik. Ich bin nicht durch, Jungs. Das hatte ich nicht auf. Gar keine Sorge. Nicht nach dem, was unsere Jungs abgeliefert haben schon. Also. So. Einzige, auf den man noch sie verlassen kann, ist halt einmal neuer. Ja, aber der Rest kannst du in die Tonne treten. So, komm mal. Gar keinen Sinn ergeben. So. Hat er nicht voll wenig Torschüsse gehalten? Also statistisch gesehen? Ist Maurice. Okay. Groß jetzt auch noch weg, also das kann nichts mehr werden. So. Hat aufgehört, Groß. Oh. Ich bin einfach 2 Minuten jetzt weg. So, dann die Mauer hoch und oh Mann. Ich muss den da oben halt kriegen. Also diesen hier an der Mauer. Ja, wenn du den kriegst, hast du Gold. Ja, das ist eigentlich. Aber musst du das Spiel nicht fertig spielen? Nö. Ach so, ich dachte, man muss das Spiel durchspielen. Hä, was? Leon, was faselst du? Hä, was ist das denn für eine Easy-Challenge? Ich dachte, man soll das Spiel in 8 Minuten durchspielen. Leon ist arrogant geworden, seitdem er einmal Lucky Manager hat. Ja. So, wir haben's. War gut. Gute Entscheidung. Hey, ach so. Jetzt nur noch die Mauer. Ja. Nur noch die Mauer. Hä? Ich dachte, wir haben hier noch eine Challenge, aber ist ja super easy. Mann, Alter, Leon. Das ist so gut, wenn du gleich verkackst. Er die Weste hat, einfach komplett arrogant. Also ich dachte echt, wir haben hier noch Ambitionen bei Bonjour, aber... Alter, was ist mit ihm? Mittlerweile ist ja echt hier nur noch Casual Gameplay. Das ist unglaublich, ey. Erst gegen Edo gewinnen, jetzt gegen Niklas, der ist komplett abgehoben, der Junge. Also sagen wir mal ganz ehrlich, der Win von Leon, der war ungefähr... so wie der Win von Edo-P gegen ihn, einfach total lächerlich. Scheiße, Mann, jetzt schaff ich nicht mehr. Ich steh auf jetzt! Du schaffst es noch. Ja, okay. Glaub an dich. Lass mich. Ich muss in den Tunnel. Und du hast auch schon was erreicht, ne? Also es ist nicht so, als wäre das jetzt hier ohne Druck. Ist wie Elfmeterschießen, Matteo. Das Tor ist groß. Nein. Er hat noch mit dem scheiß Fußball hier. Das ist noch erste Halbzeit. Also du bist ganz entspannt. Nichts mit Elfmeterschießen zu tun. Ja. Ah, shit, hätte ich direkt machen können. Ah, das ist so eine Minute. Schaffst du locker. Ganz locker. Aber jetzt nicht mehr verkacken. Mann, ihr Penner. Muss hier warten, sonst verkacke ich den. Hast du noch eine ganze Minute. Noch eine Minute. Hast du nur einen Try, aber der muss sitzen jetzt. Er sitzt auch. Ne? Und das war's noch nicht. Du kannst doch immer schaffen. Es geht noch, glaube ich. Ja, easy. Der Bereich ist möglich. Aber jetzt muss es sitzen. Fuck my life. Oh, jetzt wird's langsam knapp. Matteo. Jetzt musst du durchziehen. Und das war's. Das war's. Mann! Aber schöne Leistung. Ah, scheiße. Der Druck war zu hoch. 3 Tore gemacht. Druck war zu hoch.
Aber man sieht wirklich, komplett resetten wird wahrscheinlich nicht klappen mit Yellow. Nee, es wird nichts. GG. Gut, na gut, drei GG. Geholt. Drei, immerhin. Ah, den hätte ich holen können. Easy. Das schafft ihr locker vier. Ich schaff locker vier. Ey, ich hab das einmal durchgespielt, wie gesagt. Ja, aber den Part, den wir gerade spielen, den hast du auch oft genug gespielt, dass du es erreichen kannst. Das Ende haben wir oft nicht gespielt. Shit. Woran hat's gelegen? Ja, der Druck. Der Druck war zu hoch. Vorbereitung war okay, aber dann im Spiel versagt. Ja, ja, ja. Okay. Aber für die Stimmung ist ja der Chat verantwortlich. So, stimmt. Dann würde ich auch jetzt losmachen. Ja, ja, let's go. Okay. Aber kannst du aufhören zu spielen? Jetzt ist es irritiert. Ja, ja, mich. Ich höre sofort auf, sobald ich höre jetzt auf. Okay. So, ich mache okay. alle vier. Okay, so. Ich mache jetzt go. Let's go. Ja, come jetzt on. Ist Niklas. Come on, ihr holt es heute easy. Ihr holt es alles okay. easy. Ei wird von der Schlange gegessen. Ich beschütze das Ei. Ei, ei, ei. Ei kommt was raus und es ist ein kleines Küken. Und das Küken wird zu einem Huhn. Oh, der Ladebildschirm ist anders, oder? Das ist so Hühner gewesen. Kann sein. Andere Musik. Andere Musik. Ja, andere Musik. Brauch mal einen Track. Okay. Fuck, ich weiß gar nicht mehr, was ich mache hier. Ist alles automatisch. Keine Ahnung, was hier passiert. Ja, aber sieht sehr, sehr gut aus. Ja, perfekt. Das ist der Speedrun. Alter, du holst ja easy. Warte, jetzt steh doch mal. Oh, nice. Zack. Skip. Shit. Zu hoch. Ja. Okay. Alles gut. Spiel mir dasselbe Lied nochmal. Dasselbe Lied nochmal? Okay. Ja, die Mechanics sind doch voll drin bei Niklas. Ja, ja. Dafür, dass Matteo das einfach zehnmal so lange gespielt hat. Maurice. Also an deiner Stelle wäre ich mal ganz, ganz ruhig. Hast du das mal durchgespielt, Maurice? Hast du schon mal Yellow gewonnen, Maurice? Leute, wie geht das hier? Ist das richtig? Nice. War mal, hab ich einfach so gemacht. Machst du alles super, Niklas. Mach ich jetzt absolut safe. Mhm. Ja, ja. Und? Sie treffen. Oh, ja. Nice. Das wird wahrscheinlich Silber. Ja, Silber drin. Perfekt. Sehr gut. Oh, der bleibt ja doch geil. Sehr gut. Perfekt. Alter, einfach, ich habe gar nicht nachgedacht. Einfach zwei gemacht. Minuten auf der Uhr hast noch mehr als genug Zeit. Ja, du hast unfassbar viel Zeit. Weiß nicht mehr, wie der geht. Du spielst sogar durch wahrscheinlich. Durch. Durch. Ja. Durch. Durch. Durch mit dem Lachs. Ich mach gleich einen dummen Fehler, Jungs, ich sag's euch. Ist okay, du hast Zeit für Fehler. Ja, ja. Okay. Du hast ja auch die Saves, du startest ja gar nicht weit hinten. Okay, okay, okay. Scheiße. Gehen wir das noch. Okay, jetzt kritische Situation. Easy. Easy. Oh, 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 oh. Nee. Wie bei mir, aber ist egal. Alles noch gut. Kannst sterben gehen. Ja, aber weiß nicht. Vielleicht. Beine oben sind easy. Ich muss nur hochkommen. Haben wir genug Zeit. Ja. Oh. Alles gut. Ah, egal, egal. Okay, okay, okay. Ich habe ein bisschen Panik gerade. Außen nicht haben. Mauer ist dein Ding. Panik, Panik, Panik. Stell dir einfach vor, hinter der Mauer ist ein Archer, die deine Woodline harassen. Ja. Was ist los bei Leon? Das ist so ein kleiner Hinter. Ich bin übermütig geworden, ne? Ja. Oh, Alter. Nice, sehr gut. Nice. Oh, was mache ich? Einfach durch da.
Jawohl. So, das ist dein Skip, Niklas, den hast du geprägt. Ja. Sehr Shit. Gut. Ich habe ihn verpasst. Egal. Schön. Sehr gut. Sogar direkt. Oh nein! Oh! Egal, du hast noch voll viel Zeit. Ja. 4 Minuten. Du stirbst jetzt, aber du kommst am Safe raus. Alles gut. Oh, jetzt stirb doch endlich! Kannst du nicht. Geh. Okay. What the fuck? Bin ich? Yeah. Ja. Aber du kriegst jetzt Safe an der Mauer nochmal, theoretisch. Stimmt, so, aber da hat er Gold. Ja. Lässt du weiter, oder? Ja! Er kann noch. Er kann noch. Du kommst. Er muss jetzt am Start wieder. Ja, okay. Das heißt, jetzt den Skip schaffen wir, glaube ich, gut. Das war's, Jungs. Nein. Schaffst du Leon, Niklas, du warst bei 2 Minuten an der Mauer. Ist möglich. Alles klar. Wenn's einer kann, dann du. Let's go. Oha. Voll das krasse Lob. Immer noch drin. Das ist noch vorbei. Drin. 3 Minuten, das ist noch 3 Minuten. Du bist dann noch bei 3 Minuten. Wenn du den Mega-Jump schaffst, bist du auf jeden Fall bei 6,30 an der Mauer. Sagen wir 7. Schaff ich. Nein. Sehr gut. Oh mein Gott. Egal. Ist okay. Bist nicht tot. Denk dran, ich muss einen sammeln. Oh, die Routine! Alter! Warum mach ich das denn? Okay. Ist noch drin. Ist noch drin. Sorry, meine Hände machen was anderes, als ich denke. Passiert manchmal, aber ist okay. Ja, über 2 Minuten, das ist noch möglich. Gold kannst du noch easy holen. Ja. Kann ich? Ja. Wenn du den Skip hinbekommst, easy, wirklich. Man kann doch einfach hier außen rum, dachte ich. Glaube ich, aber der letzte kann's auch Try. Mal, warum? Okay. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich warte. Den Safe. Braucht er ja nicht. Kann ich doch nicht. Doch, alles innerhalb eines Tries. Der hätte gezählt? Er muss den holen. Um Bronze, ja. Du musst innerhalb eines Tries 4 Safe Gains sammeln. Ja, willst du mich verarschen? Das war doch so gesagt. Das heißt, ich habe jetzt schon voll verkackt. Jetzt musst du runnen. Ach so, ist das gemein. Ja, innerhalb eines Runs, Leon. Jetzt schenke ich die Regeln. Naja, Matteo, also so viele haben es hier nicht verstanden. Ja, jetzt vorbei. Ich hab's ganz anders verstanden. Die Hälfte hat's verstanden. Ja. Nee, 30%. Ja, das war's. Silber, ne? Maurice ist auch verstanden. Haben wir beide Silber? Nee, ich hab Gold. Du hast Gold? Er hat Gold, ja. Er hat den an der Mauer bekommen. 3 Stück geholt. Hast du 3 geholt? An der Mauer, den hier. Den ersten, den an der Mauer und... Ach, den an der Mauer bekommen? Ja. Ja. Weil Respawn zählt ja trotzdem Holz einen Versuch. Genau, deswegen. So. Ja, der ist gut. Geh ich all in? Ja. Ja! 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 Sehr gut, Niklas. Wenn es eng wird. Ich muss. Ja. Sehr gut. Oh. Kriegst du den? Shit! Du hast den, oder? Nee. Doch! Oh! Er hat ihn! Let's go. Silber. Okay, Silber. Gold ist noch drin. Ja. Du musst dich nicht mal hetzen. Das doch, er muss sich schon ein bisschen hetzen. Ja, er muss normal durchrunnen. Oh mein Gott. 1 Sekunde. Oh, es wird echt knapp. Das ist ein Fotofinish. Das wird wirklich Fotofinish. Haltet die Clips bereit, Chat. Schaff ich nicht. Das schaffst du. Nee, ich glaube gerade so nicht, oder? Schaff ich nicht. Oh, das wird so knapp. Nee, 10 Sekunden. 10 Sekunden bis da vorne. Renn einfach durch und schieß einfach oder so. Ja, er muss ihn einsammeln. Ja, stimmt. Oh, ich schaff's ganz knapp nicht. Oh, wie ärgerlich. Alter. Also. Schade. GG. Warte, ich will noch einen. Ja, probieren wir es, was du hättest. Ja. Ja, hättest du geschafft. Ich wäre gestorben. Ja, hätte nein, du hast ihn aber geholt. Da, du hättest ihn geholt. Ja, komm, 11 Sekunden drüber. Einen halben Punkt, Jiri. Ja, einen halben Punkt. Kann ich überhaupt darstellen? Ein halber Schaff, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Okay.
GG. Ja. Aber Leon, du holst jetzt Easy Yellow, wirklich? Leon muss jetzt Yellow holen. Also ganz im Ernst, es ist schon echt eine harte Aufgabe, deswegen, wir gucken mal, wie weit ich komme. Wenn das nicht Yellow wäre, Leon, du dachtest, wir müssen das durchspielen. Ein Safe schaffe ich vielleicht. Also ich sag mal, wenn Matteo Gold holt, dann ist kein Yellow schon eine Schande. Maurice, wir beide 1 gegen 1, 4, komm her. Wie das Spiel, was du 5-mal mehr gespielt hast als jeder andere. Ja, aber große Klappe aufreißen. Nee. Schafft nicht mehr 5 Liegestütze hier. Wie alt ist der jetzt, der Junge? Weiß ich nicht. Nicht alt genug. Okay, ich bin ready. Okay. Ich drücke auf Neustart und dann geht's los. So, Leon, wir erwarten jetzt aber auch viel, ne? Ja, mal gucken. Also man muss ja auch die Erwartungen niedrig halten, ne? Er spielt jetzt einfach durch. Hast du das nicht sogar bei Gamer Challenge gehabt? Ja, aber das ist, glaube ich, echt lang gebraucht. Leon hat immer Probleme mit den Nerven. Weißt du, erste Halbzeit ist immer ganz okay. Mhm. Aber jetzt mit der gelben Karte, Hatte das bei der God Gamer Challenge. Das ist wie als wenn der. Das macht er im Schlaf. Ja, aber jetzt mit der gelben schon, da muss er halt ein bisschen aufpassen als Info. Ja, mal gucken. Immer dieses Pressing, das ist. Mal gucken, ja. Hey, Bronze. Muss es casual spielen. Er braucht nicht mal Saves. Oh mein Gott, er spielt. Alles klar. Man muss einfach mal auf sich ein bisschen zurücknehmen, ne? Darauf achten, wie es funktioniert. Oh mein Gott. Er ist einfach der Obelix. Was ist denn mit ihm? Es ist halt auch ein hartes Spiel, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Gibt's nicht. So, wir müssen den Safe hier nehmen, ne? Das ist wichtig. Oh, der war aber risky. Nee, doch nicht. Oh, okay. Ja, ein bisschen Sidesteppen. Hör dazu. War zu früh. Oh, nee, der war gut. Ja. Aber easy safe natürlich. Easy safe. Bin noch nie hier lang gegangen. Merkt man. Ich habe immer den Dings da benutzt. Okay. Bin eigentlich gegen Leon, aber wir sind ja ein Team hier, ne? Komm, Leon, ja. Ich bin hin und her gerissen. Also. Mhm. Aber spielt ja jeder für sich, ne? Nee, wir sind hier eigentlich ein Team. Denk einfach an Maurice, dann hast du noch ein krasseres Feindbild. Die Schweine sind sehr schwer, da muss man aufpassen. Seit wann sind die denn schwer? Muss man ein bisschen aufpassen. Da ist heute nicht einer gestorben, Leon. Ich habe noch nie gesehen, so dass einer von uns an einem Schwein gestorben ist. Ja, ich habe immer einen Huhn auf die geworfen, da haben sie sich verschoben. Da war eine Blockade. Ich habe nie einen Huhn auf die geworfen. Warum eigentlich nicht? Hier rechts ist, glaube ich, irgendwo das goldene Huhn übrigens, ne? Gold? Ach komm. Mhm. Jetzt erzähl hier keine Märchen. Goldes Huhn? Ich glaube, ich sterbe. Ach, ne. Wow. Alter, was war das für ein Power Skip? Okay, Gold. Ja, Gold. So, soll ich den letzten Skip vorm Finale holen? Ja, ne? Ich will jetzt, dass du durchspielst. Ist mir egal, was passiert. Jetzt wenn er durchspielt, bekommt er dann Super Yellow oder sowas? Er kann noch den anderen halben Punkt von dieser Zone auffüllen. Okay. Kann meinen Punkt auf. Leon, hast du gehört? Wenn du durchkommst, ja, kannst du meinen Punkt auf. Geht das? Ja. Okay. Okay, Leon, spiel einfach durch. Obwohl das jetzt schon knapp durch. Wird. Das wird doch nicht knapp. Ja, durchspielen? Ja, den langen Teil hat er doch durch jetzt. Okay. Nach der Mauer. Guck mal, noch nicht mal die Hälfte um. Der kommt jetzt First Try durch. Was meinst du mit nicht mal die Hälfte? Wie? 8 Minuten. Ach so, stimmt, der wirklich nicht mal die Hälfte. Das ist ja fast fehlerlos. Das ist ja. Oh, jetzt aber der erste Fehler. Hab ich jetzt auch nicht verstanden. Maurice, einfach eiskalt. Yellow reingekrätscht. Also, da muss er entweder selbst direkt machen oder abspielen. Das war nichts zu lange. Aber die Blutgrätsche von Maurice. Scheiße, Maurice, ey, das gibt's doch nicht. Scheiße, ey. Ich muss sagen, das ist eigentlich Foulspiel von Maurice, ne? Schon eigentlich, oder? Das ist kein fair. Okay, aber jetzt hat er hier. Komm. Soll ich den einsammeln? Leon, mach doch nicht Bronze jetzt. Ah, nee, komm. Du musst sammeln ihn ein. Sehr gut. Okay, Yellow ist drin. Sammeln noch einen halben Punkt vor uns. Ah, du machst nicht mal den Skip. Oh, klar. Du bist ja noch. Was? Den kenn ich nicht mal. Wen kennst du denn eigentlich? Keine Ahnung. 4 Minuten wird aber knackig fürs ganze Game. Klar. Jetzt. Ist doch gleich durch. Oh, die haben sich beide gegenseitig. Ja, die haben sich gedotzt, what the fuck. So, jetzt. Brücke bricht ein. Komm, links rüber. Ja, ich geh rüber. Nimm den Safe doch. Ja, so, brauchst du ja nicht, stimmt. Da kann man hin?
Ja, ja, das ist der. Oh, vielleicht sterbe ich? Ja. Der Dalus-Skip. Ich hätte das Ding standen müssen. Pass noch, Leon. Ah, ich glaube, 3 Minuten sind einfach zu lang. Du schaffst das. Ich glaube, ich schaff das nicht. Komm, denk an den einen halben Punkt. Leon, du schaffst das. Ich schaff das, glaube ich, nicht. Schaffst das, Leon. Denk an die Art hinter der Woodline. Ja, das ist schon juicy. Ein Villager getötet. Oh, noch ein Villager getötet. Komm. Schaffst du. Kein Holz mehr für mich. Komm, Boppa. 3 Minuten sind, glaube ich, zu kurz. Denk an Sinedine Zidane 1998, was der gemacht hat. Was hat er gemacht? Ich erinnere mich nur an den Kopfball von ihm. Komm in den Spieler rein. Kopfstoß, ja. Ja. Versuch nicht auf das untere Ding. Ja, ich muss auf das Rad hier drauf. Auf dem Rad, ja, ja. Auf dem Rad, genau. Stark. Dann nächstes Rad. Okay, so geht's auch. Ja. Stark. Ja, sehr gut. Oh, ich auch. Alles gut, alles gut. Alles gut. Irgendwie. Perfekt. Oh, sehr gut. Ja, den brauchen wir nicht. Gehst es einfach durch. Mach's first try. Gehst es einfach durch. Ja, ist drin, glaube ich. Cannonball Skip kann ich aber nicht hier vorne. Hier gibt's auch Skips, ne? Ja, genau. Man kann sich hier von der Kanonenkugel treffen lassen, dann fliegt man bis zum Ende einfach. Aber das Ding. War das zu risky, glaube ich. Ich kann den halt nicht, deswegen. Mach ganz normal dein Ding. Den. Egal. Ist noch mal drin. 2 Minuten sind noch ordentlich. Na, ich komme da nicht drauf. Ja, ja. Nee. Der war echt überflüssig, muss ich sagen. Jetzt musst du aber. Komm, ganz ruhig. Ganz ruhig. Auf deinen Trainer. Mann. Okay, aber jetzt ist raus. Ah, ja, jetzt. Ich war halt lange nicht mehr hier. Hoch. Ne? Das ist peinlich. Okay, Silber. Komm, Leon. Ja. Ja, komm, jetzt, ja. Warum denn dahin? Ja. Oder darüber will. Nee, nee, nee. Ja. Come on, let's go auf die Mauer. Ach, du willst ganz hoch. Alter, das war's. Mauer wäre safe gewesen. Ja, das war's, oder? Geht nicht mehr in anderthalb Minuten. Das schaffst du nicht. Das schaffst du noch. Nee, das geht nicht. Nein. Auch wenn er perfekt durchlaufen würde. Das ist unmöglich. Das geht nicht mehr. Ja. Ich will trotzdem gucken, wie weit ich kommen würde in 8 Minuten. Ja. Eine Minute geben wir ihm noch, komm. Boah, also nach der Leistung muss vielleicht Trainer doch gewechselt werden. Also irgendwie. Ja, ja. Siehst du das? Nee. Mich da runterklitscht? Der Löw, das war mal eine gute Zeit. Aber Löw. Hat uns zwar Weltmeister gebracht, aber sonst nichts. Sonst hat er nichts gemacht für Deutschland. Drauf. Runter. Burgentruppe, rüber. Ja, nicht sterben jetzt. So. Der hat mich hier tatsächlich relativ oft gekillt, der jetzt kommt. Ja, das ist mein Kryptonit. Nee, ich meine mit dem Balken. Ach so. Das hier ist ja einfach. Das wird nix. Oh mein Gott, war das knapp. Hier geht hier irgendwo, ne? Ja. Du gehst einfach durch? What the fuck? Oh, wie geht das hier nochmal? So beeindruckend. Ich glaube hier so. Das hier links. Hier oben irgendwo, hier so. Oh mein Gott. Alles rüber. Und Niklas ist mal direkt rübergegangen. Ja, ja, sonst geht das Cycle nicht so gut. Er macht's einfach. Komm, Trainer, hast du noch einen halben Punkt, oder? Trainer. Ich mit 10 Sekunden. Um 10 Sekunden schaffe ich es nicht. Wenn du es jetzt ins Ziel schaffst, sagen wir noch halber Punkt. Das ist schon krass. Okay. Oha. Aber musst du auch ins Ziel schaffen. Ja, wir hatten aber Bock. Schade, um 10 Sekunden. Alter, 10 Sekunden nur. 9. Okay. GG. Komm, Trainer, gib noch einen halben Punkt, oder? Ja, das gibt nice. Einen halben Punkt. Ah, let's go. Noch. Geil, Mann. Let's go, GG. Let's go. Wunderbar, wunderbar. Habt ihr gut gemacht. Dankeschön. Danke. Ja. Ich war sehr erstaunt, insbesondere von. Kommen wir zur Punktübersicht. Haben auf den Namen gewartet. Gerade nochmal gerettet. Also, wir haben von 3 Punkte von Matteo, 2,5 von Niklas und 4,5 von Leon. Das macht 6 plus 3, 9, 2 mal 10. Halbe, 10. 10 Punkte insgesamt. Mm-hmm. Perfekt. Ja. Nice, das ist eigentlich voll gut. Not bad. 10 von 12 maximal, ist doch gut. Ja. Ja, das ist durchaus beeindruckend. Ja. 10 Punkte, gut. Nice. Ich fand es cool, dass alte 4 drin war. Ja, ich dachte mal gucken, ob ihr das noch könnt, so nach ein paar Wochen oder ob. Ne?
Gut, nächstes Spiel war etwas, was ihr wahrscheinlich noch nie in eurem Leben gehört habt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Die Hälfte des Spiels habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar Frog Climbers. Okay. Das habe ich schon mal gehört. Echt? Gehört nur, nicht gespielt. Gehört. Hard Wheels, Burning Hands, One Arm. Was? Genau, also die Aufgaben sind relativ abstrakt, die es hier gibt. Ihr werdet insgesamt 20 Minuten Zeit haben. Okay. Und ihr müsst einfach eine Aufgabe nach der anderen schaffen. Ich sage euch das immer, was ihr auswählen müsst und so. Mhm. Das Ganze wird über Niklas PC gespielt. Und wir machen dann Remote Spiele? Ah, spielen gleichzeitig? Genau, genau. Ihr spielt alle über Niklas PC, über Remote. Okay. Okay. Dann starte ich den Controller dann? Genau. Macht den Controller vorher an. Mhm. Matteo auch, sonst erkennt er den, glaube ich, nicht. Habe ich. Startet. Ist an? Ja. Ja, Xbox-Taste läuft, ist gut. Genau, und Niklas kann jetzt das Spiel starten. Frog Climb, was heißt das? Wie Frog Climb, ihr habt gefunden. Genau. Startet. Und wenn es gestartet ist, kannst du in dieses Steam-Overlay da wechseln mit, ich glaube, Shift-Tab. Ich? Ja. Shift-Tab. Und dann? Und dann lädst du in der Freundesliste Matteo und Leon über Rechtsklick Remote Play ein. Remote Play Together. Genau. Dankeschön. Hä? Wo ist Matteo? Ich bin auf jeden Fall dran. Achso, ich heiße inzwischen Judgmental wegen der Montagslobby. Remote Play Together. Genau. Leon wurde auch erkannt, korrekt, mit Controller. Bist du drin? Wo kommt denn die Einladung? Hier. Genau. Hab sie. Oh Gott, wie krass die Frösche aussehen da. Alter, die sind richtig ripped. Ja. So, wenn du drin? Das war ja einfach. Ja, das ist alles. Ah, nee, das kenne ich doch nicht. Du musst einmal A drücken, Matteo, falls du noch nicht hast. Hab's gedrückt jetzt. Genau, sobald ihr dann in-game seid, läuft dann die Zeit. Mhm. So. Die Steuerung wird euch am Anfang erklärt. Das kriegt ihr schon hin, das ist nicht so kompliziert. Ihr braucht auf jeden Fall die Sticks und ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube die Schultertasten, ihr seht es dann. Hm? Ja, kannst jetzt auf Play gehen. Sieht ein bisschen so aus wie die aus den sehr schwierigen alten 2D-Spielen. Battletoads? Wer muss auf Play gehen? Nur Maurice? Genau. Nur Niklas? Oder? Ja, Niklas muss auf Play gehen. Du musst keine Frösche sein. Drück mal auf Play. Das ist Frösche bei Battletoads? Ja. Ja, Kröte. Play. Ja. Toad heißt Kröte. Play lokal, genau. Okay. Und jetzt einmal A ich jeder, bin drücken, der Erste. Damit der Endgame ist. Ist dumm. Wir hätten so machen sollen, wie wir. Lass noch mal zurück. Leon ist der Erste. Ich kann nicht. Also ich kann auch A. nicht drücken. A? Ja, ich drücke, aber es geht nicht. Drücke auch A, kommt auch nichts. Das ist schlecht. Trainer, was machen wir jetzt? Ich gehe mal raus, dann kannst du mich vielleicht nochmal einladen. Nochmal neu starten vielleicht? Ja, aber ich bin ja drin. Ich darf mal spielen neu. Ja, versuch nochmal Neustart. Wenn das nicht klappt, dann bei jemandem Rechner spielen. Genau, dann können wir die USB-Kabel. Wie lang sind die USB-Kabel? Turning it on and off again. Schon ein Stück. Off and on again. Vielleicht geht das sogar so, dass ihr dann da sitzen bleiben könnt. Oh, da kommt ein Timer reingeschoben. So, ich lade nochmal ein. Mhm. So. Müsste eigentlich klappen. Judgmental. Mhm. Yo, ups. Red Panda. Klicke drauf. Okay, ich drücke A. 1, 2, 3. Ist erkannt auf jeden Fall. Ja, ist auch erkannt. Wird auch gezeigt, Controller erkannt. Könnt ihr bewegen jetzt? Nein, nicht. Aber das kann sein, dass das nur der First Player kann. Play locally. Zurück-Taste gedrückt halten, um die Remote-Sitzung zu steuern. Aha. Und jetzt? Virtueller Controller, drücken Sie B zum Schließen. Ich mach mal. Hast du gedrückt oder hab ich gedrückt? Ich kann nichts machen. Kann ich noch nicht drücken. Okay. So, für Matteo ist. Nee, wir machen einfach so. Matteos Kabel passt auf jeden Fall in Niklas USB-Hub. Leons nicht? Wir gucken mal. Länger. Ist ja mega lang. Ja. Ansonsten hätten wir noch, glaube ich, ein anderes langes USB-C-Kabel. Ah, ich glaube, es wird zu knapp. Mhm. Setz dich mal auf den Platz. Ja, ja. Nee, ist nicht lang genug. Es reicht nicht. Ich habe, glaube ich, direkt hier vorne ein langes. Matteo. Ja. Hier. Upsala. Stick mal rein. Ich glaube, das hier ist länger. Ja, dann nehmen wir das. Stick. Meins ist super lang. Wir können vielleicht meins für Leon nehmen und ich nehme das für Leon. Ich glaube, das hier ist das längste, was wir haben. Okay. Haben wir überhaupt noch genügend Slots?
kannst ja notfalls die Tastatur so lange ausschließen, weil du kannst das Hast du ihn hier schon rein? Ist das der hier? Das ist der da, ja. So, ist drin. Drin, ne? Ja. Ja, hast du beide drin? Kann aber nicht drücken. Ich kann sein, dass du das Spiel jetzt nochmal neu starten musst. Genau, kann sein, dass du jetzt das Spiel nochmal neu starten musst. Alright. Ist ja strange. Warum erkennt er denn den Controller nicht? Ging's das im Test? Ja. Nochmal. Nockemale. Okay, ist wieder. Soll ich euch trotzdem nochmal einladen jetzt darüber? Ja, nee. Damit wir es sehen können auf unserem Monitor. Weil ja. Ihr könnt erstmal jetzt drücken, oder nicht? Das ist eine gute Idee. Ja, ja. Also. Achso, ihr drückt. Mach mal runter. Ich drück mal Play, ja? Guck erstmal, ob die Controller kann. So, mein Controller raus, geht, raus, ich kann. Raus, wieder raus. Okay, ich bin auch dran, ne? Okay. Jetzt geht's. Dann lade ich euch trotzdem nochmal ein. Ja, laden wir dann ein. Genau, dann können wir nämlich gucken. Genau. Richtig smart, Matteo. Voll schlau. Sehr schlau, ich weiß. Das war doch meine Idee. Ja. Sein. So, okay. Aber wir können jetzt trotzdem in der Reihenfolge joinen, wie wir da sind. Also Leon erst, dann ich. Genau, wobei das glaube ich, ist, glaube ich, nicht relevant, habe ich gerade gesagt. Nee, ist glaube ich, irrelevant, ja. Machen wir wollt. Ja, Leon ist jetzt da. Das war ich nicht. Ich bin der Erste. Ich bin der Letzte. Okay. Ich mach mich mal. Ich mach grün, okay? Ich hab nicht alle Charaktere freigeschaltet. Mein Frosch hat den Kopf unten. Der ist ja geil. Okay, krass. Also mit den Sticks schaltet man die Arme. Den habe ich freigeschaltet, die es einmal komplett durch hat. Wie? Matteo kriegt direkt einen, der besser ist? Der ist genauso gut. Der sieht nur komisch aus. Okay. Ich bin der Türkise. Das ist ja weird. Dass ich bin orange, ne? So. Okay, ready? Wie geht's jetzt einmal los? Sobald ihr Ingame seid, drückt mal weiter. So, und jetzt auf Hard, also eins nach rechts. Auf Hard? Ja, weil ihr fangt direkt auf Hard an. Ich hab's noch nie gespielt. Achso, das ist das Level dann rechts? Ja. Ah, und da unten sind wir. Oh, cool. Okay, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, erst auf Classic anfangen und geht dann auf eure Zeit. Ne? Aber was sind überhaupt die... Einer von euch, also Aufgabe ist immer, einer von euch muss es bis ganz nach oben schaffen. Okay. Okay. Was kann mit Leon alleine spielen? Was mit den Aufgaben jetzt? Wir helfen ihm, wir halten ihn hoch. Erstmal spielt ihr Hard einmal durch, also okay. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr es. Dann spielt ihr einmal das Wie. Ah, okay, Level. Wir spielen viermal. Genau, das ist dann rechts. Und dann danach würdet ihr entweder Hard oder Wie, das dürft ihr euch aussuchen, aber mit den Malus Burning Hands. Okay. Und dann nochmal aber mit One Arm. Also dann dürft ihr nur einen Arm spielen. Okay, dann let's go. Ja. Okay, ready? Ja. Ist jetzt erstmal Test, oder? Drei, nee, zwei, zwei schon eins, go. Genau, Play. Einfach so? Okay. Genau. Okay. So. Also die Sticks sind für die Arme. Genau. Und mit den Triggern könnt ihr greifen. Genau. Die Sticks sind für die Arme und für den Trigger könnt ihr greifen. Oder mit den Buttons. Ich hab gar nichts. Wie kann ich denn meine Beine machen? Leon ist ja schon oben. Nee, ich bin nur Hände. Ich bin oben. Du bist das? Ja, ich bin das. Aber warum geht die Kamera nicht weiter? Gemacht? Ja, weil ihr ein Team seid. Ah, man muss den Arm, den man sich festhält. Wir sind immer nur so schnell wie der Langsamste. Oh mein Gott. Was? Ich muss mit dem Stick, den Arm, mit dem ich festhält, nach unten. Dann, genau, dann ziehst du nicht nach oben. Kann ich meine Beine auch benutzen? Ich kann den letzten nicht, man kann ab dieser Wand hier nicht mehr weitermachen, bis der letzte kommt. Ja, ich gebe mir doch schon Mühe. Na, alles gut, alles ich kann gut, nicht so gut. Aber jeder muss den Checkpoint quasi erreichen. Nice. Und geht weiter. Ah, das ist ja richtig wie so ein Climber-Game. Ja. Ja. War gut. Wir sehen, Jungs. Alter, was machst du, wenn ich runterfalle? Ich glaube, du respawnst, aber ich weiß nicht, ob beliebig oft. Oh, die hilft mir. Ich hab mir Leon fest. Ich hab mir Leon fest. Warte. Lass mich los. Lass mich los. Ich bin alle. Du ziehst mich runter. Hä, was mit. Ich hab Easy Mode. Hä? Ich hab Easy Mode. Ich hab. Wohin? Ich hab mich an der fest. Hey. Wow. Jungs. Mach doch jetzt mal weg von mir jetzt. Oh Gott. Jungs. Ich falle. Jungs, das ist Teamwork. Jetzt lass mich doch erstmal erst da greifen. Wer ist denn hier? Hallo! Wie bist du gejumpt? Ich bin gestorben. Achso. Nimm mich mit. Nee, lass mich los! Nimm mich mit. Wenn ich zu lange mehr festhält, fällst du runter. Nimm mich mit. Jungs, was? Ihr fallt runter! Lass mich los! Jungs! Tschüss. Ah! Fuck. Nimm mich mit. Nein, lass mich los! Okay, jetzt kommt er, er kommt. Nein. Jetzt kommt er. Er kommt! Ah, nein, ich hab deine Hand. Scheiße.
Und Matteo, jetzt nimm ihn. Ich würde dir gern. Jetzt nimm ihn doch. Jetzt hilf mir doch mal. Ich bin tot. Aber wir kommen, wir kommen. Achtung! Ah, ihr kommt mit mir. Oh, ich bin ganz oben. Ah! Alter, ich bin ein Pro-Climber hier. Guck mal hier. Da bin ich! Sehr gut. Lass mich los! Nimm mich mit! Nein, ich will nicht! Es geht was kaputt, Digga! Nein, nimm mich mit! Wegen euch geht's kaputt! Mann, ich kann Leon, mich nicht hochziehen! Ich zieh jetzt dich an die hoch! Ich zieh an die hoch! Du bist. Also ich bin an deinem Rucksack! Jetzt bist du immer! Marienkäfer! Oh, ich hab ihn! Nur 9 Meter, Jungs! Wie soll man denn da hochkommen? Das auch nicht. Komm, Marini. Komm, Marini. Kann ich irgendwie schwingen? Ha! Ha! Okay. Kannst du uns dein Bein geben oder so? Nick, das gib mal dein Bein. Jungs, ich mach das. Nein, komm jetzt vor uns hoch einfach. Ja, aber das Problem ist, du kannst nicht weiter, wenn wir nicht dabei sind. Ja, aber ihr könnt euch sterben lassen und hochspringen. Ach, stimmt. Okay. Leon, wir machen es mal so. Lass dich fallen, Matteo. Häng dich mal an meine. Lass dich doch fallen. Nein, häng dich an meine Arme. Nein, lass dich doch fallen. Ich komm! Ich glaube nicht fallen. Das ist, glaube ich, die Taktik. Einer muss immer hoch, die anderen jumpen dann immer. Ja, Jungs, sind gleich oben! Easy. Jetzt lass mich jetzt. Ich bin noch. Es muss auch nur einer ziehen. Jetzt, ja, häng geh doch hoch. An. Was ist denn das? Nur einer muss es erreichen. Komm! Perfekt. Nice. Let's go. So. Das ist die Taktik. Einer geht hoch, die anderen sterben. So, Bronze habt ihr. Jetzt direkt das nächste Level starten. Und zwar Wheel. Mach Main-Menü wieder. Okay. Sehr gut. Und wieder Play. Alles wie gerade eben. So. Schnell join. Aber warte mal, ich habe eine andere Farbe. Ich will Farbe. Wieder Türkise sein. Immer bleibt immer eure Farbe. Grün. Ich bin grün. Bin Oranje. Dann bestätigen. Einer von euch. Ja, Leon, du machst doch die. Oder wer ist denn blau? Ja. Genau. So, und jetzt Wheel. Rechts. Wheels. Genau. Okay. Wenn ihr das schafft, habt ihr Silber. Okay. Auf geht's. Woo! Ich bin ein Kletterer. Ich bin wie ein richtiger Kletterer. Ein Kletterfrosch. Ich bin ein Bouldermann. Sorry, ich komm. Warum häng ich hier fest? Ach so, weil der letzte Mal nicht da ist. Ich komm. Alles gut. Jungs, ich komm. Ja. Ich komm. Nice. Ich bin runtergefallen, weil ich alles jetzt einfach losgelassen hab. Ein Boulderfrosch. Boah, jetzt muss ich bei euch lang. Jetzt geh doch mal hoch. Kannst du mich mal los? Jetzt lass aber ihr seid gut. Der Erste muss immer freie Hand haben, Leute. Sonst, wir sind doch ein Team. Ja, aber wer ist denn blau? Ich warte auf den Marini und dann geht's nach vorne. So, jetzt häng an dem Bein. Seht ihr die Besonderheit bei Wheels. What the fuck? Boah, habt ihr den Stunt gesehen? Sehr gut. Alter. Es kommt First Try. Wow. Ich bin dran. Kommt einfach hinterher. Einfach sterben lassen und dann... Ich komme nicht hinterher. Achso, sterben, stimmt. Eigentlich sollten wir sterben. Ja, nur wenn ihr zu weit rückt seid. Aber bitte nicht an mich jetzt. Okay. Oh. Leute, ich bin noch hier. Leute, wir sind noch ein Team. Oh, wo bin ich? Ich komme. Oh nein, keiner ist mehr da. Ich bin da. Wow, oh, ich hab mich gerade so festgehalten, Alter. Bin dran. Ich kann einfach. Geil. Oh Gott, bin ich hoch. Ich muss den am Frosch nehmen, bei dem der Kopf auch vorne ist, weil ich raff nie, wie rum ich bin. Ja. Wow, Alter. Leon, wir sind ja Maschinen. Oh Gott, ich falle. Ich falle auch. Ja, Marini. Der Marini, komm hoch. Wie soll man denn da hochkommen? Hör. Wir müssen an den äußeren, Leon. Ja, ich versuch's gerade, aber es dreht sich so schnell, ja, wird so schlecht. Schnell, ich raff gar nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, wo mein Arm ist. Wo ist mein Arm? Jum! Wow! Ich bin oben. Okay, ich bin runtergejumpt, damit ich wieder reinkomme. Komm ich? Jo. Ich bin oben. Yes. Ich sage, sterben ist OP. Ja, sterben ist richtig OP. Ja. Sterbe einfach, komm zu euch. Nein, ich hab mich losgelassen. Ah. 30 Meter. Okay, wohin? Vielleicht nach oben. Oh, fast hätte ich ihn gehabt, Mann. Ich bin betrunken. Schwingen, wir schwingen. Jo, ich bin hier. Ah, genau, schwingen. Okay. Nun. Nein! Böse.
Wir sind beide am selben. Ja, ja, wir können hoch. Ja, ja. Marini, komm, Marini, komm. Marini. Ja, Marini. Let's go. Oh, du hast einen Marienkäfer. Dann sterbe ich jetzt. Dann komme ich schneller hoch. Warte, ich sterbe einfach. So, Jungs, komm, let's go. Okay, ihr seid gut in der Zeit. Komm, komm, komm. Oh, nicht an mir, nicht an blau. Häng an blau. Warum denn? Ich hab dich losgelassen. Ich hab losgelassen. Alles gut. Let's go. Ich hab jetzt keine Leon. So, ihr habt noch über 12 Minuten. Aber wir spielen ja zusammen. So, genau. Ja, ja. Jetzt dürft ihr aussuchen, ob ihr hart oder wir spielt, aber ihr aktiviert Burning Hands. Burning Hands, okay. Burning Hands. Was heißt das? Ja, es ist erstmal Gold. Erstmal Gold. Nicht lange holen, oder? Uns festhalten. Genau, ihr könnt euch nicht lange festhalten. Erstmal Gold. Zeit läuft weiter, deswegen müssen wir schnell machen. Nicht direkt. Wir haben noch 12 Minuten. Lass erst Gold holen. Go. So, wir machen jetzt Hard oder Wheels und dann genau, Burning ist egal, Hands. Egal, genau. Lass uns Hard machen. Ja, und dann Burning Hands. Hands. So, und dann aktiviert ihr Burning Hands. Auf geht's. Okay. Oh Gott. Genau, jetzt könnt ihr euch nicht lange festhalten. Sonst, oh mein Gott, das ist tausendmal härter. Das schaffen wir niemals. Schaffen wir. Wir müssen nur das Ziel hier zuerst erreichen. Der Rest geht ja dann auch solo. Wir können ja trotzdem sterben und so. Ja, ja, genau. Mann, immer bin ich hier gehandicapt auf der Seite. Shit. Man kann ja trotzdem, man kann den, den Griff immer wieder wechseln. Der war sick, den ich hier gerade gemacht habe. Ja, du kannst immer wieder wechseln, nur nicht zu lange mit einem festhalten. Oh, ich habe mich ja noch niemand fest. Jetzt habe ich ein Problem. Wir sind zu viele hier. Ja, ja. Boah, Alter. Okay. Einer muss leben, einer muss leben. Ja, das ist schon eine Nummer härter dann. Wieso bin ich nur so tief? Höher. Höher! Gott, Alter, das ist, als würde ich hier um mein Leben kämpfen. Und du hast ja im Prinzip auch. Höher. Okay, okay. Höher! Marienkäfer, gib mir den, gib mir den. Ja, Marienkäfer hat mich geholt. Ah! Noch 58 Meter. Da bin ich. Oh, und wieder im Game. Greif da! Mann, Matthias, du hältst dich immer fest, ich kann nicht klemmen. Ich helf dir. Und wieder im Game. Ich muss schwingen. Ja. Bin weg. Ich komme hochgefeuert. Ja. Achtung. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Oh, oh. Also, Alter, halt dich kurz fest. Okay. Komm hoch. Ja, wir kommen. Jo, wir sind oben. Komm ich näher. Geh doch nicht oben. Ich war doch schon oben, Jungs. Ich war doch. Mathieu, warum ist meine Hand? Ich komme nochmal hochgefeuert. Jo, komm, mit oben, mit oben, mit oben. Nein! Lass mich fallen, ich lass mich fallen. Okay. Geronimo! Ja, ja, das ist, glaube ich, die Taktik. Ich lass mich fallen, ich lass mich fallen. Geronimo! Ja, solange einer von euch gut ist, ist sterben nicht schlimm, glaube ich. Ich sehe meine Hand nicht. Mann, ich komme nicht mehr hoch, ich sterbe jetzt. Feuert mich hoch, feuert mich hoch. Juhu! Jo, bin oben. Ja, ja. Lass mich los! Nee, ich häng los! Ja, bei dir, okay. Ja, jetzt bist du an mir! Ja, ja, und jetzt bin ich wieder an Leon. Jetzt bin ich wieder an Leon. Jetzt bin ich ab. Was soll denn das? Bin ab. Also, ihr da rüberkommen. Da rüberkommen ist richtig hart. Ich feuer mich einfach rüber, warte. Ich fliege aber da komplett rüber. Wuhu! Doch nicht? Shit. Jetzt sind wir wieder unten! Uiuiuiui. Ja. Ui, ui, ui. Oh nein, das ist doch nicht. Ist das die Stelle, die sie bricht? Okay, Orange. Ist Leon, ne? Ja. Nee. Doch. Hä? Bist du? Ja, am Rand. Das ist der Marienkäfer, den hätte ich gern. Ich lasse mich aber lieber sterben, glaube ich. Ich lasse mich sterben. Ich werde immer schlechter. Ja, wenn du da stehst, kann ich vielleicht hoch. Ich versuch's. Nee. Aber dahin! Ja! Nee, schaffe ich auch nicht. Bleib drauf, bleib drauf. Wie soll man denn da rüberkommen? Ja, ja, da wo Leon. Oder so. Leon, lass dich fallen. Wir benutzen Niklas. Nein, lass mich Ruhe. Sehr gut. Doch nicht an mich! Also, sehr gut. Einfach genauso weitermachen. Ich bin nicht hier oben, jetzt lasst euch fallen. Lasst euch einfach fallen. Jungs, ich sehe überall nur so Krabbschände. Ich weiß nicht mehr, wenn ich greife. Ich sehe überall nur so Krabbschände. Ich komme! Kann ich fallen lassen? Ich bin hier oben gleich. Oh, ich bin dran. Oh, Mann. Können wir schwingen? Nee, ne? Doch, können wir. Theoretisch schon. Okay, ich werde mich fallen. Genau, Niklas auch. Ich bin dran. Bin hier. So, come on. Carry uns, Leon. Carry uns. Ich bin runtergefallen. Leon carried richtig hart.
Ja, ja, Carries. Carries. Nice. Oh, ich bin wieder dumm! Nice. Oh, Jungs. Ich geh einfach runter. Nein! Oh nein! Ich hab mich gerade festgehalten. Jungs! Ich falle. Ich carry der uns. Käfer, der Marienkäfer. Ich hab ihn, oh, ihn. Ja, ja, ich nice. Geh hoch. Ja, ja, ja. Ja. Ich lass mich fallen. Oh! Soll ich ihn hier? Oh. Soll ich ihn hier? Nicht an mir! Warum hältst du dich an mir? Hinter mir fest! Du bleibst doch hinter mir! Okay, ich hab mich fallen, Leon, ich hab mich fallen, bitte überleb. Ah! Ich komm. Hey, wo komm ich hin? Ach, weil Niklas wird unten. Nee, Niklas hat sich fallen einfach. Lass komm, fallen. Carry, komm uns, carry uns, carry uns. Komm beide hoch. Ja, ja. Da ist das Ziel. Ja, Leon! Leon! Oh, das war knapp. Leon! Let's go! Sehr gut. Ja, so. Alter, geil. Oh. Okay, damit haben wir noch Gold. 7 Minuten. Ja, ja, let's go. Etwa 7 Minuten. Let's go. Okay, wir machen Hard Wheels, ist mir egal. Was ein krankes Ding. Und dann, genau das aus und ein Arm am. Wir haben einen Arm. One Arm? Wie soll das denn gehen? Okay, okay. Also, wie soll das gehen? Was? Ich weiß es nicht. Okay, es geht. Ihr habt so ein Bungee-Seil jetzt. Ja, okay. Ja, aber, hä? Ah, das geht doch. Was, wie? Das verschwindet doch gleich, das Seil, oder nicht? Nee, ich glaube, das bleibt die ganze Zeit. Ah, so. Oben. Was ist doof? Warte. Komm, Matteo. Oh. Komm, Matteo, komm. Komm. Wir müssen nur das nach hier oben kommen, Matteo. Ja. Genau, und greifen. Hoch und greifen. Er begabt. Guck mal, er macht's nicht. Komm, Matteo. Ich würde ja gerne. Zieh ich nach oben und greifen. Komm. Zieh ich nach oben. Warum geht die Hand nicht danach, hoch? Danach muss ich den Stick auch nach oben wieder drücken, ne? Ja, mach ich ja. Jetzt. Dann, genau. Und jetzt. Hoch, perfekt. Und nochmal. Warte. Warte. Hochziehen und hoch. Perfekt. Und hochziehen und hoch. Theo, hochziehen und hoch. Theo, hochziehen. Ja, ja fast. Ey, guck mal, sag mal, ein schwacher Arm. Die hat schon ruhig auf den Tisch. Ja, einen noch. Warte. Ja. Ja, oh. Geht's. Alter. Achso, muss ich mich an dem festhalten? Ah. Ja, ihr müsst den. Oh mein Gott, Alter, es ist schwer. Lass mich einfach fallen. Ach, wie soll ich jetzt hier hochkommen? Ja, jetzt so. Wird's spannend. Ja, mit Fallen, okay, alles klar. Machen wir es so. Ja, mit einer Hand ist ja, ich krieg Krämpfe in die Hand, ne? Ich fand das total schwer. Ey, Leon! Sorry! Ich will mich hier nicht festhalten, das ist... Lass mich einfach fallen, ist doch besser für uns. Was haben wir? Schwingen. Ey, Leon, schon wieder, warum? Jetzt lass uns doch nicht gegenseitig sabotieren. Jetzt mach ich das nicht mit Absicht. Glaub dir kein Wort. Okay, sorry. Shit, wo bin ich? Ich lass mich einfach fahren. Ich komm mit, Leon, ich komm mit. Links. Lass mal reingehen, Kevin. Oh, wenn wir den kriegen würden, ne? Nein, ich falle! Also ich arbeite mich eher runter als hoch. Oh, jetzt! Ich falle. Shit, wir sind ja noch am... Oh Gott. Alter, wie hart ist der mit einer Hand? Oh Gott. Oh, was ein Transfer. Kann man die Beine eigentlich noch steuern irgendwie? Nee, ne? Nicht Gott. Direkt, oder? Boah, der war gut. Mann, Mais. Ich hab mich immer fallen, weil ich bin der Letzte. Letzte sollte ich immer fallen lassen, eigentlich. Falle! Ja, okay. Kann man ja auch nicht schwingen. Ich hab mich fallen. Ich hab mich fallen. Genau, macht. Oh, ja, zieht euch schon hoch. Jetzt komm ich. Boom! Huh! Scheiße. Ich komm gleich nochmal und. Kraft das Schiff. Huh! Boah, ja, ich bin oben. Ist an mir. Tschüss. Ja, Leon. Und. Wuff! Ach, da kann man auch lang. Okay. Oh, ich bin weit oben. Alter. Jungs, ich bin weit oben. Matteo, du musst auf jeden Fall dich halten jetzt. Ich halte mich einfach fest. Lass euch fallen. Ich versuche, mir vorbeizuschießen. Ja, ja. Ich ziehe mich hoch, soweit ich kann, damit ihr... Ja, ja, schön. Fast. Wunderschön. Mach nochmal, mach nochmal. Niklas hat einen guten Point gerade. Ja, ich werde es aber versuchen. Ich versuche jetzt. Ja. Oh, Leon ist höher. Oh. Ich lasse mich gleich fallen. Oder warte mal. Lass uns mal alle fallen, bis auf Leon. Tschüss. Okay. Okay. Schlagt euch gar nicht schlecht, finde ich. Kannst du einfach nicht so hochbacken, immer so Schritt für Schritt? Ja, dachte ich auch. Guck mal, Niklas ganz oben, ich lass mich fallen. Leon, du sollst dich auch fallen lassen. Obwohl, es geht eigentlich. So, jetzt bin ich an denselben wie Niklas. Scheiße, das bringt aber nichts. Wir müssen nichts lang. Okay, ich bin jetzt ganz oben. Lasst euch mal fallen. Ich zieh mich hoch und ihr powert einfach rein. Let's go. Passt. Nein. Ah, ist derselbe. Nein. Oh, oh, Leon. Sehr gut, Niklas. Sehr gut. Halte ich jetzt mal ganz kurz an dem fest. Ich lasse mich auch kurz fallen. Und am selben jetzt. Boah, kannst du an mir hochklettern? Nee, ne? Ha! Oh, oh. Warte mal, was? Ey, wie hart ist denn das? Ja, das ist echt hart, die Stelle.
bin weg. Shit. Mann, ey. Das Ding ist, man kann nicht alle Stellen erreichen, weil... Oh, wieder schau. Gewisse Arme. Oh, endlich. Oh, nee. Ihr könnt euch fallen lassen. Lass dich fallen. Okay, wir lassen es fallen. Leon ist oben. Ich halte mich hier fest so lange. Ja. Ich versuche. Sehr gut. Bin oben. Dahin. Sehr gut. Niklas noch weiter oben, glaube ich. Ja. Bin noch weiter oben. Ihr könnt euch nochmal fallen lassen. Ja, ich habe mich wieder fallen. Sehr gut. Oh, eigentlich müsste, wenn das Rad gerade hochgeht. Oh, nee, ich krieg keinen. Hier ist ein Marienkäfer. Nein. Hab ihn. Ich komm. Oh, ja, Jungs. Ich habe mich fallen. Sehr gut. Ich habe mich komplett fallen. Ich komm. Ich bin oben am selben, leider. Wir müssen. Ich lasse mich jetzt fallen. Ja. Ihr habt noch knapp. Bin oben. Oh, Leon ist oben. Ich hab mich auch gleich fallen, warte. Noch knapp 2 Minuten. Ich hab mich fallen. Oh ja. Wer da? Let's go. Ich bin oben. Lasst euch fallen. Kommt zu mir. Okay, fallen lassen. Boah, ist nicht hoch genug. Shit. Nee, es geht nicht. Leon muss. Nein! Aber kommen wir trotzdem? Ja! Oh. Okay. Alter, saved. Das war knapp. Ich bin abgeschmiert. Ich komme jetzt von unten. Nice. Oh, ich hab den. Ja, Falle. Nice catch. Sehr gut. Ja. Jungs. Komm. Lass euch fallen. Oh. Nick, lass euch fallen. Oh, das Rad ist aber dankbar. Hol den. Oh. Lass mich nochmal fallen. Ich will weiter nach rechts. Ich kann mir den auf keinen Fall holen. So, Jungs, jetzt gehe ich hoch. Den kriege ich. Ich lass mich fallen, damit ich höher komme. Ich bin verkackt. Du musst halten auf jeden Fall. Jojojo. Ich komm da nicht dran. Ich hab einen. Sehr gut. Wir haben noch 1 Minute. Jungs, wir sind fast oben. Ja. 1 Minute noch. Ich lass mich fallen. Leon, ich hab mich auch fallen. Leon, mach einfach safe, solange wir noch nicht da sind. Mach gut da. Ich bin weit gegangen. Warte. Oh, nee, pass oben. Ja. 10 Meter. Ich komme hochgeschossen. Jetzt, Leon. Oh, ich schaff's nicht. Ein Foto-Finish. Ich schaff's nicht. Nee, ich schaff's ja nicht. 40 Sekunden. Shit, nicht an dich. Ich geh wieder runter. Komm, Leon! Leon! Lass uns beide fallen. Leon, Niklas, lass uns beide fallen. Ich glaube, hier kommt man nicht nach ganz oben. Noch 30 Sekunden. Ja! Er hat's! Let's go! Nice! Oh. Alter, was ein Teamwork aber auch, ne? Alter Schwede. Das ist ja das Teamwork-Game. Alter. Geil. Boah, ja, dass wir da nicht gestorben sind, als wir alle gefallen sind, dachte ich, oh was. Boah, ey. Sickes Game. Fertig mit der Welt. Ja. Stark, Leon, stark. Bin so durch. Krass. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Bin beeindruckt. Fuck, wenn mir die Hand wehtut, ey. Das war krampfig. Ja. Mein Daumen. Ja, danach tun die Hände richtig weh. Geil. Boah. Geiles Game. Das ist ein richtig geiles Game. Ja. Auf jeden Fall. Voll nice. Er hat mich an Mount Your Friends. Ja, genau, stimmt. Leider hat es nicht so viel Umfang. Also da gibt es jetzt nicht mehr noch viel mehr. Ja. Ne? Mhm. Man kann jetzt noch, glaube ich, ein Leben einstellen und so. Maurice, gibt es heute nochmal ein Game, wo wir an alle an einem Rechner spielen? Ja, sogar alle. Das trifft sich gut, dann lass ich den Controller einfach da dran. Du kannst einfach dran lassen. Perfekt. Gut, dann gehen wir mal in die Punkteübersicht. Eieiei. So, ihr habt Yellow geholt. Das bedeutet, ihr kriegt 12 Subs. Oh, voll und seid gut. Damit insgesamt auf 22 Subs. Also heute ist. Wir sagen von 24, 22 geholt. Heute ist Cash Day. Ja. Einfach sick. Sehr, sehr gute Leistung diesmal. Respekt. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt zum nächsten Spiel übergehen. Mhm. Und das können wir eine kleine Pause machen? Ja, ich muss ja eh erklären und so. Ihr holt schon die Kreditkarte raus. Eieiei. Und zwar werden wir spielen Tools Up. Was? Ist das so ein Rätselspiel wieder? Das ist ein Spiel, da würde ich erwarten, dass besonders Niklas extrem auftrumpfen wird. Ich? Ja. Denn bei diesem Spiel muss man umziehen bzw. renovieren. Ja. Da bin ich Profi drin, ja. Ja, es ähnelt vom Spielprinzip ein bisschen Overcooked, aber es geht ja nicht ums Kochen, sondern um Wohnung renovieren. Ach das habe ich schon mal gesehen. Ja. Ihr werdet... Ach, das wird der komplett danach... Boah. Ja, meine heutige Taktik war, euch mental komplett fertig zu machen und dann im Finale. Zermürbt einen ja komplett. Das kriegst du hin. Ihr werdet die Kampagne spielen, beziehungsweise ihr spielt einfach ein Level nach dem anderen. Also Kampagne ist
groß einer gesagt nach dafür. Genau. Also wir fangen mit Level 1 an, dann kommt Level 2, dann kommt Level 3, 4, 5, 6. Wenn ihr bis zu Level 6 schaffen würdet, hättet ihr Yellow. Ihr habt für diese Aufgabe insgesamt 30 Minuten Zeit. Boah, ist knackig. Genau. Also das ist wirklich 5 Minuten pro Level. Genau. Dabei müsst ihr aber das Level nicht nur einfach schaffen, sondern was? Inklusive aller Aufgaben. Also ähnlich wie bei Overcooked gibt es quasi Sterne, Wertung und so. Oh, alle Sterne. Genau, ihr müsst alle Aufgaben schaffen in der vorgegebenen Zeit und am Ende aufräumen. Das gehört zum Renovieren dazu. Da gibt es nämlich die Bonuspunkte. Ist nur wichtig. Dann gilt ein Level als geschafft. Aber noch immer viel Pappe bei mir zu Hause. Bin ich noch nicht losgeworden. Ja, ja, also aufräumen gehört dazu. Ich bin jetzt ganz nett zu euch, denn ich erkläre euch kurz die Steuerung, das haben wir extra vorbereitet, denn das ist ein bisschen, obwohl es eine einfache Steuerung ist, doch verwirrend. Okay. Also, ihr habt euren linken Stick, der ist ganz einfach, damit bewegt ihr euch, ne? Okay, okay. Dann mit den Schultertasten könnt ihr die Kamera drehen. Mhm. Aber nur dann, wenn ihr die Blaupause in der Hand haltet. Also in jeder Wohnung liegt irgendwo so eine Blaupause, also so ein Plan, was gemacht werden soll. Mhm. Da müsst ihr auch drauf gucken, weil da sind eure Quests drauf quasi. Ne? Und nur wenn ihr die Blaupause in Hand habt, könnt ihr die Kamera drehen. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Mhm. Dann mit B könnt ihr Sachen werfen. Habe ich ehrlich gesagt kaum benutzt, ist nicht so effizient. Mhm. Wichtig ist A und X. Ihr macht alles mit A und X eigentlich. A ist aufheben. Genau, mit A hebt ihr was auf. In jeder Hinsicht und mit X benutzt ihr es im Prinzip. Also zum Beispiel, ihr hebt mit A den Teppich auf, aber mit X verlegt ihr den Teppich. Versteht ihr? Okay. Das ist im Prinzip alles. Also relativ simpel. Mal gucken. Die Steuerung, aber... Wir müssen Teppich verlegen, Jungs. Und wie spielen wir, also jeder einzeln? Ihr spielt zu dritt. Wieder ihr renoviert zu dritt die Wohnung. Ach so, weil das gerade irgendwas... Wie geht die Arbeit? Die Level einzeln meinte er. Ach, die Level einzeln. Mhm. Ja, genau. Genau, ein Level nach dem anderen. Ach, Spiel, ja. Du Kacke. Okay, also machen wir es wieder wie gerade eben. Würde ich sagen, ja. Genau. Okay. Jetzt Teamplay. Du kannst Tools abstarten, Niklas. Versuch's grad. Ist wahrscheinlich schon gestartet, nur im Hintergrund, genau. Und die einladen, die Jungs. So, Leon eingeladen. Ach, sie? Judgmental fehlt. Wo ist denn Judgmental schon wieder? Also, ich bin online. Hä, da. Okay. Perfekt. Drin? Oh, es gibt jetzt ein DLC. Steht unten rechts. So weit werden wir heute wahrscheinlich nicht kommen. Schade. Also, ich habe auch nur so weit gespielt, wie Yellow hier ist. So. Genau. Kampagne, ja? Genau, kannst Kampagne auswählen. Was müssen wir denn schaffen, um Yellow zu kriegen? Sechs Level. Sechs! Mach zurück. Wird gedrückt von euch? Ich nicht. Ich weiß auch nicht. Theorie B ist auf keinen Fall gedrückt. B ist, glaube ich, zurück. Kampagne. Und dann neu? Und leeren Spielstand, genau. Okay. Standard oder Zeitlimit? Standard. Genau, und sobald ihr im ersten Level seid, wird Andi den 30-Minuten-Timer starten. Das ist eine Grafik. No. Ihr könnt hier einen Charakter auswählen, damit ihr auch euch... Ja, da bin ja ich schon. Ich bin Spieler 1. Ich bin nicht 1. Ich bin 2. Ich bin 2. Oh, was gibt's hier für coole Charaktere? Warte mal, lief nochmal, Matteo. Dann kann ich 2 sein. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, aber das sind die ich... Dann haben wir die. Sollte ich nicht 3, 1 sein? Nee, guck mal auf vorne. Leon ist als erstes. Ah ja, super. Ja. Dann... Ich bin der. Ich bin der. Skin wählen. Ah, du kannst die Farbe noch ändern. Oh ja. Bin ready. Okay, dann mach ich Y. Ja. Hallo Jungs! Aber sind die Level jetzt auf 4 Leute Spiel ausgelegt und wir spielen zu dritt? Sobald ihr da in diese Wohnung da eintretet... Ach, die 1 müssen wir rein. Genau, sobald ihr eintretet, startet das Level. Jo. Okay, wir brauchen 150 Punkte, Jungs, für 3 Sterne. Genau. Wert okay. Ihr müsst 3 Sterne holen am Ende. Also einfach nur A und X. Und A und X. Ja, und okay. Start. Okay, so, hier ist ich mach einen Teppich. Ich kann ihn nicht nehmen. Ich kann den Teppich auch nicht nehmen. Jetzt hab ich ihn. Und jetzt? Jetzt kann ich ihn nehmen. Okay, was soll ich mit Luft dem machen? Ist rein. Ah, das ist die Blaupause, damit kann ich drehen für uns alle. Genau. Und da steht auch, was du machen musst. Achso. Hey, komm mal ins Badezimmer. Steht oben links, glaube ich. Wir haben nur begrenzt Klo. Zeit, oben in der Mitte wie ist pro Level auch ein Timer. Es funktioniert nicht, Maurice. Ich drücke. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Doch, mal, ich euch extra die Steuerung gezeigt. Okay, wir haben im Badezimmer. Im Wohnzimmer müssen wir Teppich verlegen, einfach nur. Ja, wie geht das? Ja.
Mit X oder was dachte ja, ich? Ja, X. Geht nicht. Ich drücke X, er macht nichts. Leg den Teppich ab. Ich lege ihn ab. Und jetzt mit X nimmst du einen Teil des Teppichs. Ah. Und dann verlegst du ihn mit X wieder. Sollen wir hier den Teppich verlegen? Nehmt euch Teppich, und macht Teppich. Teppich nehmen, Teppich verlegen. Hat jemand den Teppich hier aufgehoben, der schon verlegt war? Teppich nehmen, Teppich verlegen, Teppich nehmen. Ich kann ihn nicht. Teppich. Teppich. Warum recyceln? Sie bei mir recyceln? Weil du den Teppich immer wieder aufnimmst, der schon da war, Matthias. Jungs, ich muss mal ein bisschen Klo einbauen. Okay. Wie kann ich recyceln wechseln? Du musst X drücken. Oh, hier ist das Klo, Jungs. Drück mal X. Recyceln heißt, dass du Müll hast. Und Müll musst du entsorgen. Ach so, ich habe Müll. Ich nehme Müll. Okay, fertig. Wie nehme ich den? So, habe ihn genommen, jetzt reiche ich ihn raus. Räumen wir auf. Was steht hier? Bring die Werkzeuge heraus. Mhm, okay. Aber wir gelten auch als Werkzeuge. Blaupause muss noch raus, dann haben wir alles. Okay. Ja, easy. So, Level 1 war quasi Tutorial. Jetzt wisst ihr, wie das Spiel geht. Okay. Okay, ich habe nichts gerafft. Ich habe einen Teppich, den Eva legt, kaputt gemacht und dann weggeworfen. Wir gehen mal mit hier. Let's go. 53 Punkte brauchen wir. Rein da. Okay. Ich putze erstmal hier im Wohnzimmer. Lass rein. Ja, wer trägt mich denn hier? Ich hätte nicht getragen. Okay. Oh, ich bin ausgerutscht. Hä, was ist denn das hier? Was, ab jetzt helfe ich euch nicht mehr. Ist das hier das Spiel geht. Ein Pornodreh oder was gewesen? Was haben die denn hier am Boden? Was steht auf der Blaupause? Wie müssen wir denn färben? Was? So, ich hab weggeworfen. Okay. Was muss ich denn mit dem Eimer machen jetzt? Okay, ich geh gucken. Ich mach hier im Bad sauber. Hä, was ist das hier? Okay, wir müssen das Wohnzimmer, den Boden verlegen und die Wände gelb färben. Wände gelb? Und die Küche, was auch immer die Küche ist, müssen wir orange färben. Das hier so, erstmal den ganzen Dreck hier raus. Okay, so sehen wir, was ist. Ausgerutscht. Okay, also hier müssen wir Teppich verlegen und gelb und oben muss orange. Wer hat denn hier Farbe an den Füßen? Oben muss orange gemacht werden. Oh Gott! Okay, kann man das irgendwie aufwischen? Bestimmt, ne? Oh nein. Wo muss denn gelb? Was ist das hier? Gelb muss rechts hier in den Raum. Oben muss orange. Da unten, wer ist das? Gelb muss rechts. Gelb muss rechts. Da fehlt ja noch Boden, oder nicht? Ja, da fehlt doch Boden. Der wurde gerade unten gebracht. Jemand muss den Boden nehmen. Mit? Ich hab hier Boden. Schauen wir mal. Ich putz. Und hier Boden. So. Gelber Boden, Leon, ja? Ja, oh, ja. Fuck. Ich mach hier mal sauber. Mach mal. Hab weggemacht, Da ist noch Müll in der Mitte, Matthias. Bring den noch weg. Bring noch alles weg. Alles. Okay. So. Right. Hier muss noch aufgewischt werden. Ich mache gerade alles sauber. Ja, gut. Nach und nach. Du hast hier einen Eimer umgekippt, Matteo. Ich habe gar nichts umgekippt. Doch, du bist dagegen gelaufen. Nix habe ich umgekippt. So. Ja, was ist denn jetzt? Hab weggeputzt. Das ist Müll. Dann muss Matteo noch wegmachen. Ja, ich hab weggeputzt. Ich putze weiter. Ich komm putzen. Komm putzen. So. Ist geputzt. So. Okay. Ich würde jetzt ganz gern gleich ein Bad nehmen. Könnt ihr rausgehen? Okay. Bin draußen. Ja, gut. Ah, ich hab Müll. So, die Wand muss noch gelb gefärbt werden, den Rest. Was mache ich jetzt mit dem Eimer? Matteo, wie lebt man den Müll ab? Wieso habe ich jetzt den... Das wie färbe ich die Wand? Du kriegst den Müll jetzt den Eimer nehmen, Matteo. Der Eimer. Der gelbe Eimer, okay. Und dann die Wand färben. Ich habe eine Tapete in der Hand. Was mache ich damit? Nee, du hast orange Farbe in der Hand. Was mache ich mit der orangen Farbe in der Hand? Ja, weiß ich nicht. Was fehlt denn jetzt noch? Die Wand muss noch gefärbt werden. Was mache ich damit? 83%. Mann, wenn ich. Also, das Spiel hat zwei Knöpfe und ich ramm nicht, welchen ich drücken muss. Ja, ich weiß. Ich muss die ganze Zeit nur X, du musst eigentlich nur X drücken die ganze Obwohl Zeit. Obwohl es so einfach ist, ist es schwierig. Habe ich was in der Hand oder wieso kann ich die Blaupause nicht aufnehmen? Wir müssen die Dings drehen. Blaupause mal drehen. Ja, heute ich doch. Sehr gut. Ist alles gestrichen und jetzt? Einfach alles raustragen jetzt noch. Aufräumen. Ja, alles raustragen, aufräumen. Ja, hier sind noch Sachen drin. Ich habe ja was in der Hand. Ich kann ja nicht mehr sagen als. Mann, hör auf zu drehen! So, weggeworfen, ich komm rein. Was ist das Mann, hier? Mann, wird schlecht. Wer hat auch die Steuerung wechselt jedes Mal? Mann, Alter, ich kotz gleich, ich schwöre. Ich kotz jetzt. Was ist mit dem Eimer hier? Man kann ich hier nicht wegwerfen. Mit A. Ja, ich drück tausendmal A. Bleib doch stehen. Ach so. Was ist mit dieser Farbe? Ich habe jetzt Farbe in der Hand. Was, gibt's noch irgendwelche Aufgaben? Keine Ahnung, kann es jemand machen? Da gibt's noch irgendwelche Aufgaben. Da ist eine Wand, Jungs. Da ist eine Wand. Ich hab Niklas in der Hand. Orange. Zwei Wände fehlen. Orange da unten. Stimmt! Ja, let's go, komm! Ich hab gelbe. Hast du fertig? A oder B? Aber irgendwas fehlt noch, irgendwas fehlt noch. Hä? Nur eine scheiß Blaupause! Nicht mich! Wieso nimmt er die denn nicht? Ich bin raus. Hä? Ich kann die nicht nehmen!
Bremen. Mann, ich nehme die ganze Zeit. Habt ihr sie vielleicht aus dem Level rausgetragen? Ah, nee. So, Dreh. Gelbe Wand Dreh. Fehlt noch, oder nicht? Wo? Oh. Ach, da! Nee, hä? Am Fenster? Hä? Vielleicht ist eine nicht komplett fertig gestrichen. Ja, wie sieht man das? Lass mal jeder gelbe Farbe nehmen dran. Los, jetzt go. Aber wieso denn gelb? Ja, weil gelb fehlt noch. Aber ich habe falsche Farbe. Wie kann ich okay, das... Okay, die Wand war nicht fertig. Perfekt. Räum auf. Alle raus hier. Oh, war knapp. Irgendwas fehlt noch. Was fehlt? Mach Tür zu. Räum auf. Tür zu oder was? Eins übrig. Irgendwas ist noch drin. Ah, weil, vielleicht weil du Farbe in der Hand hast. Nee, wer hat Farbe in der Hand? Nee. Wird die Tür zu? Irgendeine Pfütze ist noch irgendwo. Wo? Irgendeine Pfütze wurde nicht fertig aufgeräumt. Vielleicht weil du Farbe in der Hand hast. Nee, irgendeine Pfütze fehlt. Das steht doch oben. Ah, okay. Ja, aber hier da ist eine Pfütze links. Jemand hat einen Eimer umgetreten von euch. Wo denn? Da neben Niklas. Links neben Niklas. Ja. Draußen? Ja. So, Neustart B. War doch nicht meiner Wohnung. Mann, ey. Oh, Mann. Ich putz. Okay. Hab ich das Maul gelegt? Ich bring ja auch mal Müll mit raus. Ich hab die Tür auch untergekickt. Wie kommt das... Reparier die mal, die Tür, komm. Wie denn? Mit X nehmen oder so, keine Ahnung. Mit A nee. Nehmen? Ich hab die Tür jetzt kaputt gemacht. Alter Schwede. Müssen wir jetzt bezahlen? Ich kann die nicht aufheben. Hast du Haftpflicht? Nein, ist mir nicht passiert. Hä, der schüttelt den Kopf, wenn ich da rangehe. Ich aber auch. Mit A, Leon, einfach einmal kurz A drücken. Ich weiß nicht, ob ihr das fixen könnt. Nee, man kann er nicht. Doch, ich hab sie. Hey, ich hab's, wie hast du die jetzt genommen? Keine Ahnung, ich hab zu viel Kraft. Welche Taste? A. Hä? Häng sie ein. Oh ja. Mein Gott, ich sehr bin gut. Die Türbauer. Alter. Welche? Orange hier, Leon? Ja, orange da, orange da. Alter, ich bin so ein Türreparierer. Hier ist orange, ne? Ja. Ist die orange? Hier oben? Handwerker-Dokus haben sich gelohnt bei mir. Oder gelb? Einmal zum Putzen nehmen. War gelb, ne? Guck in die Blaupause, wenn du nicht sicher bist. So, ich mach hier. So, wir haben den Dreck gleich alles raus, dann helfe ich mit Streichen. Ihr habt's ja gleich, ne? So, letzte Dreck kommt weg. Okay, Wohnzimmer ist fertig. Wir müssen noch einen Teppich verlegen. Wo ist der Typ mit dem Teppich? Teppich. Teppich. Der Typ fehlt. Der ist weggegangen wieder. Da kommt er. Mit dem Teppich. Ja, nice. Machen wir hier draußen direkt. Wir müssen nicht wieder rausziehen. Aber auch Teppich, rein da rein. Oh, wir sind verkeilt. Oh mein Gott. Ich hätte hier meine Tasten funktionieren. Lach mal raus. Ja, lach mal raus. Meine Tasten gehen einfach nicht. A oder X drücken für Teppich verlegen. Hab's gemacht, wie so ein Pro. Warum nimmt ihr den nicht? Ja, lass ihn reinnehmen. Da müssen wir ihn wieder raustragen. Stimmt, das so machen. Wir haben ihn aus dem Bild gerollt. Das Bild so. Ich weiß nicht, ob immer hin und her laufen effizient ist. Ja, da müssen wir nicht mehr raus. Ich kann nichts mehr hochnehmen. Irgendwas ist kaputt, wirklich. Ja. Ich fäng fest. Moritz, was ist nochmal hochnehmen? Der A. A? A. Ich drück A. Hä? Hast ihn doch. Nach 10 Mal macht das. Was ist das denn für eine Kacksteuerung? Wer hat die Kamm gedreht? Geil, ich hätte mir den scheiß Teppich nehmen können. Hä, hey, können wir doch. Letzter Teppich mache ich. Let's go. Sitzt. Was haben wir? Haben wir es geschafft? Alles raus. Einmal da mitnehmen. Einmal mitnehmen. Ja, aber Gesamtfortschritt ist nur 3. Ja, weil noch nicht alles draußen ist. Einmal ist nee, raus. Nee. Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Jungs, was fehlt? Guck auf die Blaupause. Blaupause, wie geht das? Niklas muss das was machen. Was muss ich denn drücken? X. Fenster, das, die Küche ist nicht gestrichen. Orange fehlt. Irgendwas fehlt mit Streichen. Nehmt alle Orange. Das Gelb ist falsch gestrichen. Das eine ist gelb. Die ist falsch gestrichen. Das kann doch nicht sein. Da müsst ihr erst die Farbe abtragen. Einer muss reinkommen und die abmachen. Ich hol neue. Wer ist da oben? Nein, einer muss reinkommen und die abmachen. Keine neue. Ich mach neue. Ich hab doch schon. Du musst die abmachen. Ich mach neue. Niklas, komm doch mal rein mit dem Ball. Ich kann nicht mehr das scheiß Ding drücken. Er will sich... 10 Mal muss ich drücken. Mach die Farbe bitte ab. Ja, das muss ich mir selbst machen, der Scheiße. Bam, Doppelstreichen, easy. Job's done. Ja. Oh, Mann, also Chat, wer von euch würde uns als Renovierteam buchen? Sofort, oder? Fusch am Bau. So, wenn ihr das nächste Level schafft, habt ihr Bronze. Die Tasten gehen halt nicht. Mhm. Ich geh nicht nochmal an die Tür. Oh, schon nächste, ne? Let's go, komm. Und mit die Blaupause? Wie kommt man dann an die Blaupause? Mach die Tür nicht kaputt. Ja, ja. Ich putz. Ah, oder nicht? Ich hab einen Boden abgerissen. X. Ich hab einen fucking Boden abgerissen. Wenn du sie genommen X. hast. Müssen wir den abreißen? Du hast ihn nicht genommen. X. X. Einfach nehmen und X. Wieso kannst du dir nehmen und ich nicht? Keine Ahnung. Was bin ich irgendwie, weil ich mein Gehirn rausguckt oder so? Muss es gefixt werden? Was ist denn das? Die Küche muss gelb.
Können wir aus der Blaupause raus? Das Wohnzimmer raus? Muss der orange. Warum kann ich denn nichts nehmen? Fußboden muss raus bei mir im Wohnzimmer. Ja, Fußboden im Wohnzimmer. Fußboden im Wohnzimmer raus. Das mache ich, Leon, okay? Wohnzimmer? Ich mache das, mach was anderes. Ist das Wohnzimmer? Ich glaube, das ist die Küche, wo wir jetzt gerade drin stehen. Und aber oben Fußboden links ist... Ich mache den raus. Aber warte mal. Da also steht in der Blaupause, ne? Come on. Come on. Stimmt das? Ja, das stimmt. Perfekt. Die Scheiße weg, ey. Yo, let's go. Da kommt bestimmt gleich wieder ein Teppich, Mann. Ja, der bringt den gleich. Wahrscheinlich sobald der Boden raus ist. Kann das sein? Ne, der kommt da schon. Ich glaube, der kommt da. Ich nehme ihn an, ich nehme ihn an. Ja, sehr gut. Sehr gut. Willst du reinbringen in den Flur oder nicht? Er will ihn nicht nehmen. Mit A. Mit A. Du musst ihn auch angucken. Du musst ihn angucken. So. Ich hab ihn genommen. Was? Ich habe ihn genommen. Ey, immer ist kaputt. Also wirklich. Nein, du musst dich so drehen, dass der Gegenstand markiert ist und dann drückst du A. Maurice, wenn du dich jetzt nochmal einlässt, dann fliegen ja gleich. Fliegt ja gleich was. Drop den. Drop den. So. Psychologische Kriegsführung. Meinst du überhaupt richtig? Du machst richtig, glaube ich, ja. Einer ist aber falsch noch. Ich freue mich jetzt schon auf Finale gegen Maurice. Da kann ich meine ganze Aggression rauslassen. Muss mal raus, bitte? So ja. Ich habe gerade aus Versehen die falsche Wand. Wie kann ich rückgängig machen? Ja, ja, aber nur wenn du nichts in der Hand hast. Du hast Müll in der Hand gerade. Genau. Ja, ich habe die Wand, ich habe Farbe von der Wand genommen. Ja, muss wegschmeißen. Ah, da kommt unsere Farbe. Ah, ich habe mich gerade schon gewundert, wo Gelb bleibt. Ich bringe die rein. Wo muss die hin? Hinten? Einfach A beim Mülleimer, genau. Hier, ich mache einfach Müll hier weg. Perfekt. Habe das Maul gelegt, bin tot. Bin tot. Ich stehe Farbe hin, Jungs. Wo muss Orange? Ich kann nicht Mit dem Putzeimer kann man mehr rausbringen. Ich stell hier, stell ich Farbe hin. Guck mal, Leon, den Putzeimer. Ich stell hier Farbe, er will nicht. Drop die Scheißfarbe. Ich bring den Mülleimer raus. Alter, das ist ja voll OP. Der Mülleimer ist richtig OP. Das ist noch drin, hier ist noch Müll. Ja, hier ist noch Müll? Wir müssen die ganzen Wände abstreichen. Ich muss das mal leer machen, Leon. Nee, das ist nicht mal voll. Der war dreiviertel voll. Der war ein Millimeter voll. Ein Millimeter voll war der. Ich mach hier Teppich. Leg ab. Danke. So, Teppich. So, und Teppich wird gemaked. Warum denn? Ich musste den kurz aufheben. Leute, der Farbeimer. Der hat ihn umgekickt. So, wir haben's auch. Nein, Teppich, wir müssen doch hier nochmal. Lass den hier stehen! Ich lass den nochmal hier stehen. Wende jetzt mal. Müssen die Wände abmachen erstmal. Aber ich streich schon mal, während du abmachst. Doch voll schlau, oder nicht? Ja, das ist gut. Ja, also. Ja. Und streichst du den Teppich mal raus. Bam, Alter, ich bin so eine Maschine. Ich bin so eine Streichmaschine. What the fuck? Leg ich mal hier hin. Oh mein Gott, wie streiche. Oh, krass. So, was ist jetzt hier? Ich freue mich schon auf die schwierigen Level. Muss nur noch gelb hier gemacht werden, Jungs. Warte, hier dreh mal. Hier sind alle gelb. Nee, weil der Blaupause an ist, ist alles gelb. Mach mal weg. Genau. Ah, hey, macht aber nicht, weil es hier schon gelb ist. Nee, die muss noch gemacht werden. Also da ist doch nichts gelb da unten. Bist du blind dreh oder noch mal, was? Dreh nochmal. Nein. Du hast abgemacht? Ja, muss abgemacht werden. Ah, ja, logisch. Also, die beiden müssen auch noch abgemacht werden. Mach ab! Ich muss den Müll erstmal rausbringen. Mach ab. Boah, das ist auch noch alles. Mach mal ab, bitte, Niklas. Komm mal rein jetzt. Mach ab. Da sind noch drei freie. Streich sie doch schon mal. Stimmt. Konnte man noch nicht sehen, weil die Wand noch nicht gedreht war. So. Die war schon seit einer Minute gedreht. So, let's go. Wie viel Zeit haben wir noch? 38 Sekunden. Das ist ewig Zeit. Das Game ist einfach zu einfach. Wir müssen zwei Eimer noch rausbringen. Welche Eimer? Ich habe einen. Anderes noch drin, hol ich. Nur aufräumen. Komm, letzter Eimer. Let's go. Ich glaube, die Tür ist auch als Gegenstand gilt. Ja, damit haben wir Bronze. Alter Schwede. So, wir haben die Hälfte der Zeit. Drei Level haben wir noch. So, Aufzug, Jungs. Alle in Aufzug. Genau. Jetzt hochfahren. Geil, die laufen, ey. Bin mir nicht ganz sicher, wie das ging. Ja, genau. Nach oben. Ist raus. 10 Sterne für die Etage haben wir. So, let's go. Rein hier. Los, Rainer. Auf geht's. Ich mach erstmal. Lass mal den Putzeimer sauber machen. Oh, ich guck mal die Blaupause. Hier ist kein Dreck. Warum ist hier kein Dreck? Was ist hier drücken? Fuck. Okay, warum kann ich sie nicht nehmen? Die erste komplexe Aufgabe. Ich bin gespannt. Warum kannst du die immer. Du nimmst die Blaupause oder was? Okay, wir müssen nichts machen oder was? Hier muss Boden rein. Und da muss gelb. Einmal gedrückt. Und hier muss gelb, links muss orange. Ja, alright. Aber erst müsst ihr was machen. Aber wir haben noch keine Farbe. Leg's mal nochmal hin. Ich glaube, da ist Farbe drin oder so. Wie versucht euch das zu erklären? Wir müssen die Farbe in den Eimer kippen. Ja, easy. Komm, let's go. Stimmt aber nicht, oder? Doch, mach da. Wir müssen den Müll wegbringen, oder? So. Nee, das ich raff gar nichts. Leute, ich bring den Müll weg. Sag mir mal, was ich machen muss. Das ist kein Müll, das ist das Zeug zum Verlegen. Wir müssen Dings erst Boden ja. Nee, das ist Farbe oder so. Klau dem die Farbe. Aber das verputzen oder so. Das ist Grundierung, Leute. Hier, ich hab Farbe geklaut. Das ist Grundierung, wir müssen die Wände grundieren. Weil das Rohbau ist.
Ich guck mal kurz, wo es hin muss, das Orange. Let's go, Mann. Das Orange geht ja richtig ab, ey. Ich abgehe. Bam. Drauf. Aber es ist gleich leer. Schön verputzen. Aber ach, verputzen, doch, nicht grundieren. Verputzen ist es. Verputzen, verputzt, ist verputzt. Oh, sorry. Warum hast du genommen? Da kommt wieder einer, ich klau ihm das. Ja. War für uns. Let's go. Oh, warte mal. So. Das heißt, gelb und orange haben wir. Warte, ich muss hier noch verputzen. Let's go, ich bin so am Abverputzen. Oh, der ist umgefallen. Ich dreh. Ich bin auch ausgerutscht. Ich dreh zweimal hier. So. Sehr gut, aber ich lege den Daumen aufs Maul. Kann er wegputzen? Ich putz weg. Danke, Mann. Wenn er den Scheiß droppt hier. Okay. Gibt's noch was zu verputzen? Nee. Kannst du leer machen. Okay, dann mach ich weg. Ey. Oh. Wo ist denn der Mülleimer aus? Hier rechts. Rechts, okay. Hier. Oh, da kommt der Teppich. Teppich annehmen. Ja. Lass mich doch mal erst raus! Erst rein, dann raus! Der ist darin weg, Mann! Der ist weg! Der klingelt bei der falschen. Ich hab ihm gerade noch hier Dings geklaut. So Jungs, wo steht denn der Müll? Hier rechts. Wer ist so komisch gedreht? Ich komm rein. Wo müssen wir verlegen? Teppich? Da, wo hier grundiert wurde? Hier, okay. Ich leg da rein jetzt, ja? Genau, da kommt Teppich rein. Perfekt. Ich helf mit. Let's go. Ich bin Teppichschläger. Lass legen. Oh mein Gott, Alter. Speedrun jetzt. Wie schnell ich bin. Wir sind die Teppichverleger. Oh mein Gott. Schöner gelber Teppich. Boah, der Bild. Der wird mal richtig schön ranzig. Oh, wie geil, ey. Oh, wie geil. Nice. What yes? Welche Farbe? Die gelbe kommt bei euch. Sicher? Ja. Wände, ja. Gelb, okay. Gelb. Dann warte, ich nehme ihn mit. Nimm. Stell ihn in die Mitte. Ja, let's go. Nicht umkippen! Nicht umkippen! So, hab genommen. Okay, hab. Alter, wie schnell wir sind. Spring den Teppich mal raus, schnell. Ja. Wir werden immer besser. Umso schwerer die Level werden, wird immer einfacher. Teppich ist draußen. Das wird mir lernen. Hast du da unten gelb Kontrolle, ja? Ja, warum ist hier nicht zu Ende gestrichen? Weil ich den Teppich rausgebracht habe. Dann noch zwei Feier. Der Dialekt jetzt her. Fertig hier, der Wohnzimmer. Ja, ist fertig. Fertig. Raus. Komplett fertig. Raus. Eine Minute. Du musst noch leer schauen. Ich glaube, der muss noch geleert werden. Irgendwas ist da oben, ist noch ein gelber Eimer. Scheiße, Farbe. Der gelbe Eimer ist noch oben. Wer lässt dir den Farbeimer da stehen? Hör doch die Kamera zu drehen, während ich laufe. Irgendwas fehlt noch. Eins ist übrig. Hä? Was denn? Ich weiß es nicht. Warte, mach mal Blaupause. Das sind noch zwei Pfützen jetzt irgendwo. Hat da jemand eine Pfütze hingemacht? Draußen sind die Pfützen. Och. Putzt mal hier draußen. Weg damit jetzt. Hier ist noch eine. GG. Ich hab's perfekt. Alter Schwede. Ihr habt Silber. Ich hab, glaube ich, neu starten gedrückt. Oh. Das ist so anstrengend wie echtes Renovieren. Ohne Mist, ey. So. 5. Wir haben noch 11 Minuten, das schaffen wir. Dann haben wir Gold und dann. Haben wir Gold. Ja, easy. Okay, rein da. Come on, rein da. Erstmal das Ding auskippen. Welche Wand müssen wir? Was macht denn sein Badezimmer? Orange, pink. Wieso komme ich da nicht rein? Wieso nicht? Was soll das? Ich hab dir den Mörtel. Die hier ist weg oder was? Der Mörtel gemörtelt. Warte, links unten soll einfach orange gestrichen werden, oder? Links unten soll nur orange, ja. Hier muss nichts gedingst werden, oder was? Ich mache jetzt nur orange einfach. Orange schon da. So, ich streich hier. Lass mich in Ruhe streichen jetzt hier. Ich will auch mal meine Ruhe haben jetzt hier. Was muss ich machen? Du musst also die Wände freimachen, Matteo. Okay, mach ich. Warte. Also Müll weg. Muss gelb weg? Nee. Hatte Stress zu Hause, anstrengender Tag. Ich will jetzt hier einfach mal arbeiten. Wo ist der Mülleimer? Hier. Nein, der Portable. Ja, da ist der Mörtel drin. Warum hab ich den Mörtel reingemacht? Weiß ich nicht, ich mach ihn kurz raus. Ja, leer den mal aus. So, ist gelb. Orange, das andere gelb. Warte mal, mach ich hier gerade das kaputt, was du mit der Hand machst? Das ist richtig. Hier ist ein Sofa. Liegt nicht mitnehmen. Hab nur abgelegt, alles gut. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Guck mal, Dings. Guck mal, Blaupause. Wand und Teppich. Ich mach den Teppich weg. Und da? Was soll das? Das ist voll. Da soll Boden hin. Da kommt Boden, der soll nach oben. So, der Boden. Let's go.
Leon, bring ihn wieder hoch, ja, ja. Was mit dem, mit dem Sessel? Kann er mal weg? Ja. Der muss mal bring ihn mal bitte rein. Warum hast du da Mörtel reingemacht? Warum nicht? Wofür brauchen wir den? Weiß ich nicht. Nein, wir müssen ihn als Mülleimer benutzen. Soll der Sessel später irgendwo hin? Noch einmal Müll. Müssen wir Mörtel nehmen, ne? Weiß ich nicht. Bring doch mal den Müller mit rein. Warum steht hier ein Sessel mitten im Weg? Ja, weil der da oben, wir müssen den Boden verlegen. Wo muss der Boden rein? Hier? Ja. Bring jetzt ein Dings. Nee, das ist falsch. Das ist richtig. Wo muss dann eine X? Ich hol den. Da. Her jetzt. Hä? Wo muss denn der Rote rein? Der Rote muss nach oben. Okay, den mach ich jetzt rein. Niklas, du hast falsch. Der falsche Boden. Mann, Alter, was ein Scheiß hier weg. So, ich verlege jetzt Boden. Macht euch mal, geht mal gar nicht in diesen Raum hier rein, ich mach's alleine. Ja, wo soll denn die Couch nachher hin überhaupt? Nach oben, die soll oben bleiben. Sicher? Ja. Steht da doch gar nicht. Oh, ja, die ist egal da. Geh aus diesem Raum raus. Ich muss den Boden mitnehmen. Ach so, okay. Ich glaube, trag den schon mal rüber. Oh, ist das schwer. Da kommt was. Kommt Farbe für Matteo? Oh. Ja, mach ich auch. Ich bin nämlich Boden gleich fertig. Kannst gar nicht ablegen. Ich mach das schon, Jungs. Wir haben über zwei Türen. Der kickt den Boden hier weg. So, ich nehme den raus jetzt. Der wird rausgebracht. Oh, der kommt jetzt hier. Lass mich ja hier. Ach, der Boden hier muss grundiert werden, Matteo. Ach, grundiert? Mann, dann tipp ich. Grundiert. Ich hasse dich aus, ne? Was ist denn jetzt hier die Farbe rauf? Niklas, geh aus diesem Zimmer raus. Nein, ich streich jetzt hier mit. Warum ist das falsch? Ist das falsch? Was bedeutet das Symbol? Die Tür blockt. Nee, ich glaube, es ist so Untergrund. Achso, das musst du erstmal härten. Ah. Ja. Warte mal, ich muss mal einmal drehen. Ich muss mal einmal drehen, Jungs. Ist fertig der Raum. Sicher? 10%. Ist nicht fertig. Warum? Ich dreh einmal. Achtung, ja, jetzt. Dreh nochmal. Da fehlt einer. Da fehlt eine Wand. Ich mach die. Der zeigt die mir aber nicht an. Hä? Ist da noch Scheiß drauf? Mach mal. Dreh nochmal. Da ist noch was drauf. Da hinten ist noch drauf. Reiß mal weg. Dreh die Kamera rein. Ich kann nichts machen. Dreh die Kamera, bitte. Mann. Soll ich den nehmen? Den raus. Oh, schaffen wir nicht. 30 Sekunden. Ja, aber die Kamera gedreht ist. Mal, Alter. Jetzt schiebt nur weil du unfähig bist, schiebst du nicht auf die Kamera jetzt! Ich konnte den Boden nicht sehen! Was muss da gemacht werden? Der Boden hier! Ja, dann mach doch! Ja, dafür muss ich. Rein damit jetzt mit dem Scheißboden! Mach den Boden jetzt! Komm doch rein in den Scheißboden! Geh mal rein jetzt! Ist falsch! Na, leg dich doch hin! Der ist falsch! Nein, jetzt recht, der muss härten! Was? Der muss härten, deswegen ist es so. Der härte doch! Ich härte dich gleich! Noch 3 Sekunden. Hab's raus hier! Nein, wir haben's. Nein, nicht geschafft. Fehlt doch ein Boden. Hä? Was ist denn? Was muss denn mit dem Boden gemacht werden? Der muss hart werden. Ja, Alter, ich. Das ist das Symbol. Ich aus. Ich renoviere den ganzen Scheiß da. Ich gehe jetzt hier ins Badezimmer und mach das orange. Leon, wenn du so lange aushärten, muss man das vielleicht zuerst machen. Naja, erstmal muss man ja den Boden freimachen, bevor. Alright. Oranges Badezimmer. Ich sag's euch, wenn Bondra vorbei ist, ne, lass uns einfach so eine Umzugsfirma machen. Oh, das ist totales Chaos. Ich hab schon keinen Bock mehr da drauf. Oh. So, Boden raus. Es ist wie beim Studio, ich mach nichts beim Umbau. Also ich bin voll. Machst du den Eimer? Wieder gesoffen oder was? Mach den mal voll, ja, bring mal raus, sehr gut. So, ist orange jetzt hier, der so, kommt raus. Jetzt kommt der Typ mal oder was? Kommt der mal oder was? Der kommt jetzt hier hin. Ich camp den jetzt, wo kommt der? Haben wir alles hier, ist alles ja, runter alles. Hier? Was jetzt? Auch der hier? Ja. Ja? Okay. Wo bleibt denn der? Ich glaube, der kommt immer nach einer gewissen Zeit. Ach so, du grundierst jetzt erstmal so. Ich kann hier nicht weg. Warum denn nicht? Ja, weil es grundiert wird. Ah, und, da kommen dann die Dings drauf. Da kommt der Boden dann drauf. Ich bin gefangen. Ja, der muss grundiert werden. Das härtet. Wo bleibt denn der Typ? Was ist das hier überhaupt? Müssen wir noch Wände machen? Die Grundierung. Brauchen wir die noch? Nee, bin fertig. Müssen wir noch was anderes? Wo bleibt denn der? Jetzt. Ja, der braucht, der kommt nach einer gewissen Zeit. Wie langsam ist der denn? Wir sind zu schnell. Ja. Wo ist jetzt die Lieferung? Wir können schon mal den Sessel beiseite tun. Oh, den Sessel. Wofür denn? Der kann auch drin bleiben. Da kommt er. Oder muss ich den? Aber ich kann wirklich rausrollen. So, das sind erstmal die Boden für die Matte hier rein. Jetzt kann der Sessel den Weg so, liegen. Raus. Liegen. Natürlich auf. Boom. So, komm mit der Sessel. Boom. Kommt jetzt hier hin. So. Nice. So, ich warte auf den nächsten. Habt ihr nicht schon orange Farbe unten links? Das ist das Gelbe. Links unten ist schon richtig. Safe? Ja. Hat Nikos gemacht.
Und rechts, also Mitte. Der Raum ist oben. Nur der obere Raum ist noch. Nur oben fehlt noch, ja. Oben fehlt noch Boden und Farbe. Da kommt der Boden. Hab ihn. Ich komme rein. Lass mich durch, lass mich durch. Ach, der Boden. Ich warte auf die Farbe. Ja, ja, ja. So, Lieferant. Wir haben hier 20.50 Uhr gesagt. Ich schon 51. Wie schnell wir den Boden hier verlegen. Holy shit. Richtige Profis geworden. Ah, wird knapp für Yellow. Wir müssen gleich noch ein ganzes Level schaffen. Nur noch 4 Minuten. Easy. Wo bleibt die Farbe, Mann? Kommt nicht! Was soll das denn? Noch die Farbe ran, Mann. Können wir es nicht irgendwie triggern oder so? Da. Ja. Gib doch her jetzt! Jetzt hab ich Matteo in der Hand. Lass mich denn mal los. Junge. Wie denn? Ja, mit A. Mach ich doch. Stell mich ab. Ich stell mich ich kann irgendwie. Nicht. Mann, Alter. Niklas. Ich versuch's doch. Oh mein Gott. Streiche jetzt. Alter, wir sind so Pros, ne? Eine Wand fehlt noch! Ja, Mann. Der hat doch Niklas! Ja, weiß ich doch. Raus hier. Raus hier. Raus, 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 raus. GG. Okay, okay. Ihr habt noch 3:20. Oh, Jungs, das wird nichts. Fahrstuhl, Fahrstuhl. Fahrstuhl, ich bin drin schon. So, ein Level noch, ja? Nein, runter. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten. Geh doch raus! Was macht ihr denn da? Ey, was machst denn du? Wirklich, klick da! Niemand klickt! Doch, ich werde den Stick bewegen! Lass doch die scheiß Tür einfach aufgehen! Mann, ey, ihr seid solche Sabotage! Wie wir da einfach Knöpfe drücken! So, let's go, komm, rein da! Reiner, ja! Erstmal was wir machen müssen! Aufräumen! Okay. Geh weg! Auf die Blaupause. Da ist ein Eimer draußen, das Zeug schwimmt im Wasser draußen, seht ihr's? Wenn ihr das Level schafft, aber nicht innerhalb... Ich hab die Tür rausgekickt! Mann! Was sagt Maurice? Wenn ihr das Level schafft, aber nicht innerhalb der 2 Minuten 30, kriegt ihr trotzdem einen Bonus ab, würde ich sagen. Okay, geil. Ich hab... Matteo, kannst du die Tür wieder einsetzen? Ja, easy, komm, lass mich machen. Warum gehst du jetzt erstmal schwimmen? Weil das Zeug im Wasser schwimmt! Tür ist repariert. Leon geht erstmal schwimmen, dann macht der Faul jetzt rum. Ey, Mann, Leon, wir sind jetzt zum Arbeiten, nicht für Freizeit! Kann jemand drehen? Ich weiß nicht, wo ich bin. Drehen jetzt. Dreh bitte. Ja, nimm die Karte und dreh. Ja! Du bist da oben irgendwo. Wie komme ich denn hier raus? Kann mir denn eine abnehmen? Kann mir eine das abnehmen? Du musst einmal rum, glaube ich, und dann bist du Leiter. Matteo, hier. Nee, die Leiter kann man nicht benutzen. Vielleicht, weil du was trägst. Ja, ich muss es hier tragen. Das heißt, ihr müsst das jemand abnehmen und dann kannst du hochklettern. Ja, Niklas muss abnehmen. Ich warte hier, Jungs. Niklas, nimm es ihm ab, stell es ab, dann nimm meins ab. Hier, nimm. Nicht die Leiter! Nicht die Leiter, du bist gefangen, du bist tot. Kannst du werfen mit Dings. Ah, stimmt, mit B werfen. Werfen. Oh, so ein Video. Maurice meint, das benutzt man nicht. Ja, benutzt man nie. Alter, Maurice, der nur gespielt. Ich hab halt alleine gespielt. Ja, dann musst du es hier auch werfen. Ja, umso schlimmer, dass ich alleine schneller bin, als ihr zu dritt. Ja, aber wie hast du es denn hier rausbekommen? Ja, wollte gerade sagen, du weißt doch, wie es geht. Du hast uns einfach nur schikaniert. Er schummelt. Ich hab die Tür schon wieder. Der kann. Meiner kann keine Türen aufmachen! Ja, los, komm, lass mal klatschen jetzt. Mann. Wir machen es jetzt. Komm, let's go. Mach mal die Tür heile wieder. Hast du wieder kaputt gemacht? Ja, ich kann nur Türen. Meiner kann nur Türen kaputt machen. So, ist wieder ganz. Nicht kaputt machen, bitte. So, was müssen wir jetzt machen? Ja, erstmal den Boden hier raus. Meine falsche Taste. Boden? Ja, Boden. Ja, Boden ist raus. Wo ist denn der Mülleimer? Rechts im Bad. Brauchen wir die Grundierung hier, Jungs? Ich laufe jetzt zu dem, bring das da hin. Oh, die Grundierung. Oh, ich bin ja voll auf die Schnauze! Ist der voll? Nee, der ist nicht voll, ne? Der ist immer halb voll. So, Leon, ich stell ab. Steht. Lass mal die Kamera richtig drehen. Rein da mit dem Scheiß. Küche, orange. Wo ist denn die Küche? Okay, rechts, rechts, rechts. Rechts ist Zimmer. Hier den Boden. Das andere Zimmer blau. Da muss der erst grundiert werden. Ja, ihr macht hier. Einer macht den Boden, einer macht rechts die Küche. Ja, die Küche muss der hier erstmal rauf. Oh nein, ich hab Farbe genommen. Nein, du musst nur die Wand abmachen. Scheiße. Hä? Die Wand muss ab. In der Küche. Oh mein, die, schon wieder. Ich meine hier. Ach so. Ja, ja. Wie geht denn das hier? Du musst in den Eimer kippen von Matteo. In den Eimer von Matteo? Ja. Das ist ein Mülleimer. Da die Grundierung rein. Das ist ein Mülleimer. Oh, Jungs, das wird nicht nehmen. Nicht nehmen. Ist vorbei. Doch, er muss die Grundierung reinmachen, Junge. Doch. Ach so. Jung. Für die Grundierung. Wie soll ich denn hier die Grundierung sonst machen? Vorbei. Okay. Aber wenn ihr es trotzdem noch in den 2 Minuten 30 schafft, kriegt ihr noch einen Bonus ab. Okay. Rein damit jetzt. Geil, ist drin. Und jetzt? Die Wände grundieren? Ja! Ich mach mit. Let's go. Die machen mir die Schweden fertig. Zugespachtelt. Fertig. Fertig. Und die eine da, links von dir.
Die hier nicht? Nein, die, ja. Fertig. Sehr gut. So, Farbe. Orange. Was ist denn mit dem Ding? Jetzt kann raus. Ja, dreh mal, vielleicht ziehen wir in irgendeine Ecke. Haben wir Orange? Ja, muss man drehen. Die steht in irgendeine Ecke. Da. Oh, ist es gelb oder orange hier? Das ist die Farbe, die wir brauchen. Wir haben nur die. Ja, lass. Genau. Da muss die Orange. Genau, stell die rein. Ich mache mal den Mörtel weg, ja? Nehmen wir jetzt noch eine Wand, die gemacht werden muss, sehe ich gerade. Guck mal, hinter der Tür. Boah, Alter. Kann die jemand zumachen, die Tür? Du gefuscht, ey. Wie komme ich denn hinter die Tür? Mach die zu mit Tür auf, vielleicht. Mach's einfach. Hab's, alles gut, hab's. Okay. Let's go. Jetzt noch den ein. Wie komme ich da dran, Mann? Tür vielleicht. Mach die Tür zu. Hab's. Ja. Reiß die nicht raus. Kann jemand hier den Boden noch kaputt machen? Reiß die nicht raus. Niklas macht den Boden raus. Den hier? Ja, den Boden raus. Vielleicht erst den Teppich wegen. Ja. Let's go. Ich nehme den Mörtel ein, wir bringen ihn raus. Die Zeit ist doch schon vorbei auch. Nein. Alles gut noch. Los, komm. Wir klatschen noch. Die Karte fehlt noch. Was soll man machen? Die Karte. Aber da sind nur 7%. Irgendwas haben wir vergessen. Dreh mal. Irgendwo fehlt was. Dreh mal. Die Küche ist nicht fertig gestrichen, Jungs. Wo? Ey! Wo? Das Fenster. Nee, hä? Wo? Ist. Aber warte mal, hier! Die Wände sind nicht gestrichen! Was? Die Wände hier! Die Wände ist gemacht, Mann! Wer hat denn die gestrichen? Wer hat denn hier so rumgefuscht? Hier ist eine neue scheiß Farbe mit, hey, Junge! Warte mal, hä? Da oben ist. Hier liegt's oben ist frei! Hier! Was? Ach, da! Mann, hier doch auch! Lass los jetzt! Blaue Wand fehlt auch! Oh nee. Blaue Wand fehlt. Komm, einmal blau. Oh, einmal blau. Oh. Nicht den Eimer mitnehmen, nur einmal Farbe. Wo ist Farbe? Wo ist er? Du hast hier umgekippt. Du musst aufräumen. Räum mal auf, Matteo, da bei dir. Ich sehe halt nichts wegen der scheiß Kameradrehung. Ja, aber da ist direkt neben dir, unter dir. Komm, nur noch aufräumen. Ich so, sehe einmal. Aufräumen. Okay, jetzt. Aber auf das nochmal Farbe. Wir haben das Maul gelegt. Ja, wegen der Farbe. So draußen noch aufräumen. Wir haben wieder das Maul gelegt. Putzt. Haben wir das? Irgendwo ist noch doch, Farbe ist hier. Doch. Irgendwo ist down, noch was. Down. Solange da irgendwo Icons sind, müsst ihr noch was machen. Nein, ja, wir schaffen nichts! Ja. Was denn? Und laufen gegen Eimer! Was hat denn gefehlt? Diese Eimer sind verkippt worden. Na ja, Jungs, so kann ich nicht arbeiten. Oh Mann, Mann. So kann ich nicht arbeiten. Ich brauche ein Bier. Können wir auch so mit Teamgames? Ich hab keinen Bock mehr. Wirklich nicht. Ich brauche 10 Bier erstmal. Ey. Ich auch. Roman Karsten, komm. Okay, und wie sehr mögt ihr euch noch so? Ey, können wir einfach nur Solo-Games machen, bitte? Maurice, es wird alles an dir ausgelassen, das weißt du. Ja, natürlich. Okay, dann gucken wir mal, was das für die Punkte oder besonders die Subs bedeutet. Ey, wir haben Gold! Wir haben Bestes umzugehen. Genau, ja, Gold geholt, das bedeutet 9 Subs. Hä, ist schon voll gut. Sehr gut, nein, sehr gut. Schlecht. Ja, ja. Für die Gesamtpunktzahl heißt das, ihr seid bei 31 Subs. Wunderbar. Geil. Ich bin Gold zufrieden, krieg keine Weste. Können wir direkt die Firma gründen jetzt, oder? Ja. So, und weil ihr ja so gerne Teamspiele mögt, gibt es jetzt nochmal zum Schluss ein weiteres Teamspiel. Okay, bitte was Leichtes. Oh Mann, ist heiß. So, Lego? Wir spielen Lego Builders Journey. Oh, doch, das wollte ich eh anspielen. Ja. Geil. So, jetzt ist das aber so. Normalerweise ist das ein Singleplayer-Spiel. Ja. Also musste ich mir natürlich was besonders Raffiniertes überlegen, ja, dass wir das als Teamspiel spielen können. Ja. Und deshalb spielen wir das mit dem Adaptive Controller. Das heißt, wir teilen die Inputs auf euch auf und ihr müsst euch absprechen, wer wann welche Taste drückt. Das Ganze macht ihr 20 Minuten. Hä? Und wenn ihr Level 6 schafft, hättet ihr Yellow. Toll, oder? So, jetzt dürft ihr einmal entscheiden, wer links, rechts bekommt, wer oben, unten bekommt und wer AB bekommt. AB, links, rechts. Okay. Wir werden jetzt zu einer Maschine. Ja. Aber wie geht das? Wir werden jetzt zu einer Maschine, Leon. Ja, ja, komm, ja. Komm mich an, Leon. Komm mich an. Wir werden jetzt zu einer Maschine. Das wird überhaupt nichts. Drei Menschen werden fusionieren. Die konnten nicht mal mit ihren eigenen Controller spielen. Wie ist unser Name? Was heißt der Adaptive Controller? Leon Niklas. Spielen in einem oder was? Spielst, du warst AB, ne? Matteo? Wir sind Lehmannick. Ah, okay. Lehmannick. Matteo war AB. Leon, Matteo und Niklas. AB. Also hier AB. Du musst herausfinden, was AB ist. Lehmannick. Links, rechts war? Wegen Manic auch. War Niklas links, rechts oder? Ich bin nur noch Lehmannick. Okay. Leon ist links, rechts. Dankeschön. Ich bin links, rechts. Hallo. So. Hey, ja, gut, dann. Bitteschön. Oh Mann, ich hab. Ist also du Lego? Oben, unten? Hä?
Hey, links, rechts wollte ich sein. Bin ich jetzt oben ohne? Links, rechts, Entschuldigung. Sollte stimmen, ist auch egal, weil das in dem Spiel sowieso verwirrend ist. Sag so. Nicht, was ich zu tun habe. Du kannst jetzt, Niklas, auf Steam Lego Journey starten. Builders Journey Lego. Genau. In DX11 oder in normal? In normal, das obere. Was ist DX11? DirectX 11. Das Spiel ist extrem hardwarehungrig. Nur so als Hinweis. Falls ihr euch das kauft und spielen wollt, nicht wundern, wenn ihr das runterstellen müsst, denn das Spiel versucht so realistisch auszusehen, wie es nur geht. So. Lego. In Lego-Grafik, ja. Okay. Es hat Jungs. RTX und so ein Gedöns. Also jetzt, das wird die beste Teamleistung, die wir jemals haben. Ja, ich sag's auch. Haben. Wir schaffen das easy. Genau. So, du kannst mal gucken, ob Remote Play funktioniert. Falls nicht, machen wir es über Discord. Remote. Wie Discord? Man kann mit Discord Bildübertragung und so machen. Judgmental. Hab dich gefunden. Nice. Geht nicht. Geht nicht. Okay, dann machen wir es über Discord. Jeder kann mal in Discord Live 1 joinen. Bin drin. Ich nicht, oder? Live 1? Ich muss nicht, oder? Doch, du. Vor allem du musst. Vor allem auch. Ja. Du streamst das Game von uns. So, bist du gejoint, Niklas? Hey, da sind Leute bei uns in einem Voice-Channel. Ja. Ist vollkommen egal. Geh in Live 1. Wir wollen nur kurz gucken, wer der ist. Dann drück auch auf Live 1 mit dem Linksklick. Herr Matteo und Mendel sind jetzt in Live 1. Ja, krass. Ja, hab ich. Unten in der Mitte ist Screen Share. Share your screen. Genau. Live 1 Discord. Genau, und da machst du, also wählst du entweder den Bildschirm aus oder das Fenster, ist eigentlich egal. Go live. Go live, 1080p, 60 FPS, wunderbar. Und genau. Matteo, muss ich dir erklären, wo du hinklicken musst, so kriegst du das hin? Linksklick auf Live 1 und... Ich glaube, du streamst Discord, nicht das Game. Hm? Ja, du streamst... Okay, beende nochmal Screensharing. Hä, ich hab doch... Wir können das auch zeigen, ist nicht schlimm, Andi. Stopp, hä? Wieso? Hä? Du musst das Fenster genau. Aufnehmen, was du streamst. Screen, also Steam lieber. Ja. Nein, mach also nein, das, mach nicht. Das mach Game nicht. Selbst. Mach oben in der Mitte Screen. Mach das einfach, genau das einfache. Wunderbar. Jetzt? Jetzt geht's. Mhm, jetzt geht's, geil. Genau. Das maximieren bestimmt, oder? Ja, ihr könnt Vollbild machen, ihr könnt auch die Leiste rechts wegmachen, das geht auch. Das geht? Ja, in der Mitte. Da oben rechts. Ach, das hier? Nee. Und dann habt ihr Vollbild. Leon, wie geht Vollbild? Rechts unten in der Ecke. Und dann in der mittig rechts ist ein Pfeil in dem Bild, genau. Die obere. Und ganz oben kannst du auch wegklicken. Die Leiste kannst du auch weg. Das ist die Zukunft. Wie geht die weg? X. Bam. Das ist die Zukunft. Alter, das sieht ja aus, als wenn es auf meinem Rechner wäre. Genau. Matteo, du musst gleich A drücken, ne? Andi kann, sobald ihr auch... Wo ist A und B bei mir überhaupt? Warte mal, mach mal kurz. Mach mal zurück. Ah, nee, ist richtig. Okay, das ist das erste Level. Andi kann sofort den Timer starten, sobald ihr anfangt zu drücken. Matteo schon? Ich drücke jetzt A. Okay, los geht's. Du bist A. Okay, was müssen wir machen? Das müsst ihr selbst herausfinden. Da platzieren, oben. Siehst du den Pinüppel? Platzieren. So, jetzt gehen wir in Dreier. Fertig. Nimm's, Matteo. Ich mach's nach unten, Niklas muss drehen. So, Niklas drehen. Ich kann nicht drehen. Wie können wir drehen? Ich kann nur bewegen. Drehen ist A, Matteo. A. Ah. Okay, platzieren. Niklas einmal noch nach... Ja, perfekt. Ja. Alter, wir sind solche Maschinen. Wir sind Lehmer, Nick. So, jetzt rüber. Wir sind eine Maschine. Warte. Hä? Nee. Was ist denn da? Bist du besoffen oder was? Ja, zur Erklärung des Chats, die haben jetzt einzelne Knöpfe von mir bekommen. Die Controls sind quasi aufgeteilt. Und jetzt? Ja, was sollen wir jetzt machen? Ah, vielleicht drauf? Ah, drauf. Einmal drehen, Matteo? Ich kann nicht drehen. Du kannst drehen? Ich kann drehen, ja. Und jetzt nach oben? Warte, ich mach nach oben. So. Platzieren. Das andere nehmen. Aber muss ich jetzt immer rüber haben, ja. Nach rechts? Ja, perfekt. Perfekt. Alter. Guck mal. Alter. Insane. Wir sind ja völlig insane. Nehmen. Wir sind Lehmannick. Easy. Oh mein Gott, ich bin's aufgeregt. Easy. Ey, wie krass sind wir denn? Hä? Plötzlich. Hä? Nimm ihn mal wieder runter. Und dann du musst den anderen. Muss da rein, ja. Ja. Leg ihn runter. Ablegen A nochmal? Oder B? Mit B lege ich ab. Oben das nehmen. Ihr müsst das da drüber haben, oder? Ja. Jetzt. Ja. Ja. Let's go. Drauf, ja. Ich hab genommen. Das ist ja easy.
Let's go. Das ist ja völlig Alter, wie sind solche Maschinen? Du bist richtig hart. Ich muss mich voll konzentrieren. Hä, ist doch voll gechillt. Muss nur mal links und rechts machen. So, umschauen R. Was denn R? Wir haben kein R. Also ihr müsst das einmal mit normalen Controller kurz. Genau. Wir haben ihn doch. Ja, er braucht das nie, deswegen. Einfach drehen. Drehen, Mathieu? Ja. Drehen. Warum hat das nicht gedreht? Hier ist es gedreht. Hey, der hat das jetzt gedreht. Dreh nicht drehen, platziert! Ja, ich will ja nicht drehen! Stark. Alter, heftig, was ich hier leisten muss. Hä, Figuren? Figuren? What? Wir müssen. Okay. Hä? Jetzt? Alright, los, komm. Ich dreh. Komm, unten in die Ecke. Muss nochmal drehen. Okay, geht auch. So. Ja, aber liegen wir denn da links? Leute, der links! Matteo, der links! Matteo, links! Was? Der links. Du musst links auswählen, Niklas. Niklas, ich muss ihn auswählen. Jetzt hab ich ihn, danke. Drauf. Ist der falsch rum? Nee. Nein, alles geil. Ja. Let's go. Ja, und jetzt? Ihr seid gut. Rücken. Ja, ja. Die setzen uns einfach rauf. Komm, ja, die spielen mit uns. Ja. Einer ist ein unteren. Einer nach links. Er ist ein unteren. So. Easy game. Das ist ein Chill-Game. Zum Runterkommen da. Was ist das? Achso, da rechts oben drauf beim Vieren, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Oh. Oha, ja, geil. Ey, warum macht der das? Ich will das machen. Was jetzt? Die Kleine erst? Oder? Ja, auf die Zweier. Achso, die Kleine? Nee. Keine Ahnung. Lass uns mal die anderen nehmen. Die Dreiecke? Ja. Nimm erst mal die anderen, Matteo. Du musst ablegen, Matteo. Ja. Du musst wechseln jetzt. Nach unten. Da. Nee. Oh mein Gott. Warte doch kurz. Du musst nach links, Niklas. Nimm den außen. Ja. Ich denke mal, die müssen rechts auf die Dinger. Glaube ich auch, auf die zwei, oder? Auf die zwei, ja. Die, oder? Komm mal raus. Die auf den Dreier. Niklas? Nee. Niklas, ja, du musst bewegen. Wohin wollen wir? Ja, dahin. Was? Was macht ihr denn? Ja, was soll ich jetzt? Bist du besoffen oder was? Jetzt soll er wieder drauf, Mann! So, wie kommt man den jetzt raus? Nach oben jetzt? Hab ihn. Jetzt nach rechts? Soll ich einmal drehen? Nee. So. Mann, ey. So? Hab. Dreh einmal. Mann, ey. Ja, easy bisher. Ist die Frage, was machen wir mit den Vieren? Wo sollen die hin? Da unten, drauf? Nach unten. Nee, vermutlich rechts und links von den Dingen. Oh, warte mal. Oder Mitte. Nee, unten kann ich sein. Eins nach rechts noch, glaube ich. Was sind, glaube ich, Mitte, glaube ich, nicht. Komm, mach einen voll. Ja, mach einen voll. Es sind vier. Vier? Es sind vier, ja, dann alle bis auf die mittlere, oder genau, was? Genau, würde ich sagen. Links. Links. Da hin soll, oder? Ja. Ich dachte, wir gehen erstmal nach unten. Appen. Da. Ab. Boah, hab ich gerade schnell. Nice. Jetzt. An die, ja, an die Flagge. Ja. Nach rechts. Was? Höher. Gut. Ja. Nein. Ja. Ah. Jungs. Muss ich irgendwas machen oder mach jetzt, ich das? Jetzt. Mach. Jetzt. Nice. Boah. Sehr gut. Alter. Krass. Ich glaube jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon Level 2 oder 3 ist. Weil das ist jetzt erst Level 2? Ja, immer wenn der Screen so einmal durchscrollt. Wir sind voll gut, wir haben nur noch 14 Minuten. Wo ist das hin? Ja, aber wir brauchen Level 6. Ja, da, wo das auch erst ist. Ist drin? Der muss weitergehen. Ja, ein bisschen mitnehmen. Nimm. Wo ist der? Matteo, nimm! Ach, den hinteren? Ja, okay, ich verstehe. Drehen, rein. Ja, Mann. Nehmen, drehen, rein. Leon, bist du besoffen? Drin. Hä, du bewegst ihn komisch. Das nehmen, das lange Ding hier. Den hoch, drehen. Ja. Brücke. Drauf, let's go. Wir müssen die Dinger nehmen, glaube ich, ne? Nein, was macht ihr? Bitte nicht wechseln. Ja, du machst das doch. Nee, ihr habt gewechselt auf das Ding, aufs lange. Das war Niklas. Das hintere nehmen. Du bist der Einzige, der links. Nein, ihr müsst das hintere nehmen. Danke. Alter! Links! Danke. Ist doch die ganze Zeit. Nein, wir sollen nach rechts. Wohin sollen der? Aufs Erste. Der kann auch springen. Der kann über die eine Dinger springen, glaube ich, oder? So, jetzt nimm das, drehen. Ja. Wie weit kann der springen, ist die Frage. Ja, ist die Frage. Warum gehst du denn runter? Ey. Hör auf, nach rechts zu gehen! Der war doch da! Warum gehst du nach rechts?
richtige Chill-Game, oder? Hä? Ja, wo sind wir? Aber wir sind gar nicht drauf. Nee. Jetzt. Ja. Ja, easy. Ja, perfekt. So, Level geschafft. So, jetzt kommt Level 3. Ja. Wenn ihr es schafft, habt ihr Bronze. Nehmen. Nehm ihn. Drehen. Mach ihn rein. Let's go. Nehm ihn. Nein, nee. Falsche. Wir ist richtig. Okay, stimmt, du hast recht. Ist er? Der ist nicht, nee, der ist so nicht kurz, richtig. Oder? Der ist so kurz. Ja, wo soll, leg ihn weg hier. Dahin. Leg ihn weg. Dann ein Vierer. Da ist ein Vierer. Der. Nehm ihn. Das sind drei. Das sind alles drei. Leg ihn weg. Leg ihn weg. Wir müssen noch so ein Einer-Ding nehmen. Also das erste, das erste, das erste. Erste? Wo er drauf stand am Anfang. Das? Ja. Nein, weg. Weg! Weg! Den. Und jetzt? Jetzt da drauf. Ah, und dann? Ja. Ich verstehe. Jetzt ein Dreier? Jetzt Dreier. Dreier nehmen. Nicht draufspringen, der hätte nicht draufspringen dürfen, oder? Was? Doch. Ah, ja, genau. Ja. So, jetzt das hintere jetzt Ding. Links. Nein! Na, wer drückt denn da? Ich hab nichts gedrückt. Alles. Links. Links. Links, links. Der nimmt den noch nicht. Ja, links muss er. Der muss gedreht werden, Mann. Links! Einfach zweimal nach links! Drehen! Zweimal nach links! Was labert ihr? Was labert der? Der kann doch nicht da drüber, der muss da drauf! Der muss da drauf doch! Niklas, zweimal nach links! Drehen und dann drauf! Hey, sag ich doch die ganze Zeit! Ja, ich alter Schwede, ey! Ich hab doch gesagt, du die ganze Zeit einfach rauf! Nee, der muss runter, jetzt sind Dreier muss drunter, glaube ich, oder? Ja. Ja? Ja. Erstmal den hier weg, dann Dreier nehmen. Genau. Nehmen, so jetzt da hin. Hoch da. Ja, geil, Mann. Ja. Ja. Jetzt den. Jetzt den nehmen, ja, genau. So. Ich muss den drehen einmal, glaube ich, ne? Ja. Ja. So, dann den hinteren nehmen, einmal drehen. Ja, aber warte mal, können wir dann noch überhaupt weiter? Ja, das ist ein Dreier, der passt. Hm. Nächste so, Dreier passt Dreier. Jetzt auch. Dreier wird genommen. Wie wollt ihr den nehmen? Drehen. Hab ihn gedreht. Ah, dahin. Ja, geil. Dann hintere. Ja, nice. Ich drehe einmal. Let's go. Ist drauf. Nehmen. Ja, jetzt brauchen wir einen Dreier, oder? Warte, leg mal ab. Brauchen wir einen Dreier? Ja, den ersten Dreier brauchen wir. Ja, Dreier. Oder den da. Ist egal, irgendeinen. Einfach. Drehen? Ne, wir brauchen beide. Drehen, ja. Drehen. Da rein, ja. Hätte ich gelben? Drüber bauen können. Der gelbe. Der hätte doch drüber bauen können einfach. Nein, okay. Der gelbe. Was? Der gelbe, wir brauchen den gelben. Okay. Und jetzt nochmal gelb, dann haben wir's. Ach, stimmt, ja. Easy. Gut. Sehr gut, Bronze. Okay. Noch 10 Minuten, okay. Was geben wir denn? Was ist das denn? Der ist Vierer, der ist gleich mit Vierer nur. Ja, wir müssen eine Treppe bauen. Wir brauchen eine Treppe, oder? Okay, welchen wollen wir nehmen? Lass uns. Erstmal ein bisschen aufräumen. Ja, macht mal. Nimm mal zur Seite hier irgendwo. Hoch. Kann der hochjumpen? Ein bisschen hoch dahin. Mut, ich glaube, wir müssen eine Treppe machen. Nimm mal den hinteren einfach. Lass uns mal einfach einen Vierer nehmen. Lass uns mal einen Viererklotz nehmen. Und okay, dann nehmen wir den Viererklotz hier. Vorhin. Setz ihn vorhin. So, jetzt die Platte. Jetzt ist gelben drauf. Gelbe Platte, genau. Yo, jetzt, let's go. Genau. So, jetzt ein Pnüppel-Ding. Ja, der jump. Also wir bauen jetzt eine Brücke. Nimm. Ja, okay. Ja. Nach links. Nee, nach runter. Der ist schon nach links. Ja, passt auch, geht beides. Aber wir wollen jetzt mal weitermachen. Nee, der ist gelbe, brauchen wir. Oder? Nein. Wollen noch höher. Der muss hochjumpen, Leon, Ja, wir wollen noch hoch. Ja, komm bau den drauf jetzt. Ja. Sehr gut, jetzt ist gelb. Jetzt können wir den direkt. Der ist gelbe, oder? Wir müssen erst gelbe. Ah, wir können den. Wir müssen dann den Einstein nehmen, der unten ist. Okay, egal, wir machen es erstmal. Machen wir den? Ja, wir machen es erstmal. So. Sobald der nämlich gejumpt ist, müssen wir den nämlich nehmen, der da drunter ist. Jetzt gelb, genau. Dann draufsetzen. Nee, wir können auch den letzten oben nehmen. Ja, und pack den jetzt darauf. Den grünen oben. Oben ist noch ein grüner. Genau. Den kann man nicht nehmen. Okay. Nicht den. Ja, doch, der muss doch erstmal genommen werden. Der muss erstmal runter. Doch, den grünen kannst du nehmen, der hat gehaffert. Fuck. Nimm den grünen einfach. Ja, ich nehme den grünen, ja, stimmt, du hast recht. Das ist wie diese Türme zu Babylon. Jetzt geht er. Den haben wir neu. Müssen einfach nur den hoch, gelb, die gelben setzen und wieder draufsetzen, damit genau. Der jumpt dann. Alles gut. So, jetzt hoch. Ja. Muss den. Dann nehme ich den. Der passt nicht. Der passt. Passt der? Passt. Der lässt noch. Eins weiter. Eins noch hoch. Ja, aber was dann? Einfach eins weiter. Noch einfach hoch. Noch eins bin hoch. Bin ich hoch oder was? Ich bin links, rechts. Ich rede ja mit dem, der hoch sagt. Hoch. Achso, hier. Der Leon sagt die ganze Zeit. Ja, ein weiter. Ja, mach doch einen weiter. Hä? Was ist denn jetzt los? Wir haben es geschafft. Freuen sich nur. Ja, war easy. Ich dachte, wir müssen den unteren nehmen. Der wurde gekrönt. Geil. So, ihr habt Silber. Okay. Was jetzt? Ich nehme. Der jumpt da hoch, oder? Direkt. Ja. Let's go. Komm. Nach links. Da. Ja. Sitzt. Nehmen wir. Wir nehmen den hoch. Ja, genau. Ja. Sitzt.
Ja, wir nehmen den. Warte. Erst, da unten rechts liegt einer. Stimmt, den schafft er uns nicht. Ja. Er hat recht. Da, guck mal, da unten rechts liegt er. Lass es mal liegen. Ich hab liegen lassen. Den da. Nehmen den, geil. Ich dreh den einmal. Let's go. Ja. Komm rein mit ihm. Warum geht er nicht? Warum will er nicht? Runter? Wieso? Ja? Kann ich setzen? Weiß ich noch nicht. Jetzt. So, jetzt nimm den gelben. Den? Nice. Drauf. Ja. Yes. Jump. Nimm den gelben. Alter. Das war's? Boah, ist ein Pro-Gamer einfach. Das war ja easy. Gold. Schaffen das? Pro-Gamer. Jetzt schon Gold? Boah, wir können es schaffen. Der wird schwer. Ja. What? Oh mein Gott. Ist kaputt gegangen. Nein. Halbes Dark Souls Level. Aber wir müssen ihm den gelben erstmal geben. Der kleine gelbe. Was ist denn für ein Assi? Müssen wir den kleinen gelben nehmen? Ganz links. Ich nehme den. Achso, nee, müssen wir nicht, okay. Der hat den geklaut. Hä? Wir müssen erst bauen. Nimm ihn mal zurück. Leg mal wieder zurück. Hält er runter? Ist egal. Er kommt wieder zurück, okay. Schock, ja, aber wie müssen wir denn bauen? Nicht den einer. Nimm mal erst einen Zweier, oder? Den vielleicht? Okay. Ich drehe mal. Wie, wo? Jumpt er aber hoch. Genau. Baut ihn mal direkt vor ihn und dann lassen wir den hochjumpen erstmal. Dann hat er schon aber mal die Höhe. Kommen wir denn weiter dann? Nimm mal gelb erstmal. Wir gucken, wann wir jumpt. Ja, okay. So. Aber wie kommen denn jetzt weiter? Ja, und jetzt jumpen wir darüber mit zwei Zweiern. So. Wir müssen noch nicht voll bauen. Wir machen den und dann machen wir einen Einer drauf. Unten, genau, einen Einer nehmen. Und dann setzen wir mal vorne und neben dran. Damit wir den Zweier wieder draufsetzen können, den gelben, weißt du? Ich weiß nicht, was du willst. Setzen wir an das erste freie Feld, was direkt gegenüber von dem ist. Nein, das daneben. Ein bisschen hoch. Ja, ich kann nicht hoch. Doch, da. Den, genau, was? Genau den, ja. Und jetzt nehmen wir gelb. Wir setzen mal da drauf, genau. So meinte ich das. Und jetzt? Jetzt? Haben wir verkackt. Den hier vielleicht? Ja, warum? Also, ich verstehe nicht. Das ist ein Zweier. Dann leg den nochmal da rauf. Ja, leg den mal oben drauf. Geht das? Kannst du ihn drehen einmal? Ja. Da jetzt irgendwie ich komme nicht runter. So. Nein. Jetzt nach links. No. So. Dann nehmen wir den gelben. Dreh den einmal. Mach hier drauf. Springt er da drauf? Ja. Dann nehmen wir das hintere Ding weg. Scheiße, was machen wir aber jetzt? Legen wir können den ersten Zweier nehmen. Der erste Zweier können genommen werden. Ich leg den erstmal kurz ab. Genau. Den ersten Zweier, mach den da, wo der gelbe gerade war. Genau, dann machen wir so ein Hin und Her die ganze Zeit. Ja, das ist gut. Ja, perfekt. So, und dann nehmen wir den gelben. Ja, ja. Ich dreh. Let's go. Vielleicht klappt das vielleicht aber auch nicht. Das ist schlau. So, genau. Jetzt nehmen wir den gelben kurz weg. Ich lass ihn kurz fallen. So. Und jetzt bauen wir da drauf. Nein. Er gibt aber nur noch den. Gibt's nicht hinten den? Kann man nicht hinten das nehmen? Nee. Fuck. Müssen canceln, wir müssen zurück wieder. Ja. Platzieren nochmal. Leg den neu. Platzieren. Ja, warte mal, der lässt mich nicht. Jetzt. So, jetzt ist der runter. Nehmen hinten einfach alles weg. Ja. So, weg. So. Weg. Weg. Den einer auch rausnehmen. Nur den einer auch raus. Ja, der ist wieder. Okay. So. Wenn die runterfallen, dann kommen die neu. Ja, alles gut. Okay. Jetzt den einer vielleicht dahin? Können wir den Zweier drunter bauen? Nee. Nee. Scheiße, man, wir hätten ganz anders bauen müssen. Aber wir können den Zweier jetzt hinter uns stellen, oder? Ja, lass um die Ecke bauen. Bauen wir den Einer dahin, ja? Und jetzt den Zweier da drauf. Oh, ich weiß nicht, ob er so hochkommt, aber mach mal einfach. Den Zweier drauf, so. Und jetzt nehmen wir den gelben. Klappt nicht. Ich weiß nicht, ob er so hochkommt, mal gucken. Er kann. Aber wir kommen trotzdem nicht weiter, oder? Ja, wir nehmen den jetzt weg. Warte, kannst du das rechts anbauen, das Stück da drunter? Kann nichts machen. Ich nehme mal das. Ja, kannst du es rechts anbauen? Rechts an den Vierer, weißt du? Ja. Oh, hier? Ja, genau, da, ja. Das schafft ja, er das nicht. Geht. Das schafft ist er nicht. Gelb, links. Das schafft er nicht. Der Jump geht, ne? Das schafft er nicht. Nein. Oh, er schafft es. Dreh einmal. Achso, jetzt macht keinen Unterschied. Ist zu weit. Können wir so droppen? Ja, mach mal. Oh. Ja, er schafft es. Ah, zu weit. Wenn wir das drehen würden. Lass ihn nochmal runterjumpen und wir drehen das Teil. Scheiße, wir hängen fest, ne? Müssen wieder runter. Ja. Oh. Ein bisschen eins nach rechts. Der muss weg. Ich mach den weg. Ja. Ihr habt noch 4 Minuten für das Level. Ihr kriegt das hin. Soll ich nach unten? Den nehmen? Den nehmen und wieder unten hinbauen. Ach so, ja, okay. Damit er runterjumpt. Ja. Oh mein Gott. Komm da, so. So, sitzt jetzt gelb drauf, ne? Ja. Ich dreh den. Eins nach links, müssen wir? Kannst du nicht dahin? Mach mal da. Ach so, kann ich auch machen. Oh, wir kommen jetzt rüber. Probier. Ja. So hoch kommt er nicht, oder? Doch. Schafft er. Mach. Platzier. Ja. Wir müssen eins weiter. Hol den Zweier hinten. Nein, wir können aber auch. Achso, reicht schon. Ja. Müssen wir nicht hoch? Einmal drehen. Dreh einmal. Müssen wir nicht hoch? Dreh einmal. Ja, ich hab gedreht. Müssen wir nicht hoch? Wir müssen hoch, safe noch. Warum?
Ja, will ich doch, Leon. Das ist zu hoch. Ja, ja. Das geht auf keinen Fall. Doch. Das geht nicht, deswegen einfach direkt vor uns. Nochmal zurück, direkt vor uns. Einen vor uns nur. Einfach direkt vor uns. Genau, und dann setzen wir den Zweier hinten rum, von dem wir runterjumpen jetzt. Jetzt, genau. Ich nehme den, jetzt den hier oben. Ja. Oh. Alter, Gott-Gamer. Alter, wir sind der richtige Gott-Gamer. Das war 8 Milliarden IQ. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das Level auch noch versuchen. Ja, komm, aber ihr habt jetzt haben wir schon Yellow? Ja, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig, ey. Bin durch, ey. Boah. Das war mein letzten Körnchen Energie, habe ich jetzt hier investiert in diesen Run. Oh. Alter. Ich hab schon keinen Bock mehr auf. Sehr, sehr gut. Spielen wir das Finale wieder für sich? Nein. Game ist geil. Eine musste ich besiegen? Nein, zwei. Ach komm. Zwei von drei. Das wäre bestimmt noch richtig wonky, oder? Ja, das wird immer schwieriger. Also ab jetzt wird es halt so. Hast du noch weiter gespielt? Nur ein bisschen, nur zwei Level noch oder so. Aber ab jetzt sind das halt Rätsel. Ist das neu oder was? Ja, das ist genau, ein paar Tagen. Ich habe ja schon fast angespielt. Von einer Woche oder so. Ja, mach mal, es sieht geil aus. Ab jetzt ist es quasi Rätsel. Also vorher war es ja eher so, du hattest immer nur eine Möglichkeit überhaupt. Tutorial. Genau, und jetzt ist halt so, dass du überlegen musst, wie du die Steine platzierst, damit du die Figuren bewegen kannst. Wenn man es nur für sich spielt mit der Steuerung, geht das, glaube ich, auch noch deutlich. Ja, genau. Sag ich so, Lehmannik ist die beste, ist die perfekte Fusion. Nur Leon ist noch nicht ganz überzeugt. Ja. Aber ihr wart auf jeden Fall wesentlich besser, als ich erwartet habe. Ja, das freut uns. Das bei jedem Spiel heute. Ja, also ich bin sehr beeindruckt. Das heißt, wahrscheinlich kriegst du wieder richtig aufs Maul jetzt. Also, ihr habt die Yellow geholt, ihr habt die 6 Level geschafft und hattest aber noch irgendwie die 3 Minuten oder 2 Minuten über. Das heißt, ihr habt nochmal 12 Subs obendrauf. Das heißt, ihr seid insgesamt bei 43 von 48 Alter. Subs. Alter. Wir haben nur 5 nicht erspielt. Sau gut. Können wir alle Subs machen heute? Nee, also das sind jetzt damit sind die Subs jetzt durch. Also die erste Teil der Show ist vorbei. Und jetzt kommt der Endgegner. Wer ist es wohl? Wo denn? Was ist das? Und zwar spielen wir Mario Golf. Ja, let's go. Ja. Ihr werdet, also jeder spielt für sich dann gleich. Das heißt, wir werden mit 4 Playern spielen. Und damit ihr mich besiegt, müssen 2 von euch besser sein als ich. Okay. Sollte einer von euch genauso gut sein wie ich. Gibt's ein Stechen? Nein, da muss auch der dritte mindestens genauso gut sein wie ich. Okay. Scheiße. Okay. Also gesehen, ja, okay. Genau, aber wir müssen jetzt einmal an Leons PC die Reihenfolge erspielen in Murmeln. Das heißt, du musst mich auch hinzufügen, wie wir gleich spielen werden. Ey, bitte nicht ich zuerst. Ich muss immer anfangen bei jedem Scheiß. Ich bin meine Spiele auch Matteo zuerst. Komplett unerfahren. Ich habe nur einmal gestartet, um zu gucken, ob es startet. Echt? Okay. Das ist geil. Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist geil, dann gewinnen wir. Ja. Und habe mich darüber geärgert, dass der Mehrspieler. Warte mal, ist das auf der Switch, oder? Switch, ja. Genau, wir werden gleich rüber. Ja, wir gehen rüber. Wir werden gleich in den Westflügel wechseln, ja. Boah, dann mal wieder eine Konsole. Scheiße, müssen wir einen Helikopter erstmal bestellen, ne? Was umstellen? Den Helikopter erstmal bestellen, damit wir rüberkommen rechtzeitig, weil es so groß ist hier alles. War echt nicht witzig. Doch. Mann, Alter! War schon ziemlich lustig. Hast schon ein geiler Joke. Hast schon bessere gemacht. Noch besser, glaube ich nicht. Doch. Okay, ich bin drin. Hast du mich hinzugefügt? Ich hab dich hinzugefügt. Okay, ich habe auch nochmal Murmeln rausgenommen dafür. Ja, okay. Okay, auf geht's. So, haben wir Sound? Müsste eigentlich. Ich hab Sound an. Okay. Antiklimatisch. Ist ein ruhiger Sound. Oh, bitte nicht, ich yes. Niklas, aktuell in Führung. Mhm. Ja. Dich gefragt von Reverse. Aber spielt man das auch mit den Switch-Controllern? Wir werden mit Bewegungssteuerung spielen, selbstverständlich. Nein. Doch, damit wir uns alle zum Affen machen. Oh mein Gott, was ist das für eine Bar? Hier werden Kugeln aus Schneekanonen geschossen. Weil das viel lustiger ist. So. Wir schauen zu Reverse, aktuell in Führung. Dich gefragt von Niklas. Dahinter das ist gut, das ist gut, Theo, das ist gut. Dann Maurice, dann ich. Gut. Warum power ich? Ist doch Reverse. Matteo port absolut durch. Der Reverse wäre gut, dann komme ich nicht. Aber hier aber unten. Die Strecke ist noch lang. Wir sehen hier einiges kommt da noch. Reverse nimmt hier eine große Detour. Schere, Stein, Papier auch weit vorne mit dabei. Oh nein, Matteo geht direkt ins Kassel. Matteo findet das noch als allererster. Warum? Und
macht sich auf zum Ziel. Boah, ich will bei Gold. Schere, Stein, Papier, aber direkt dran und hier wird geblockt. Hier ist eine Blockade in der Runde. Geil. Und Matteo. Aber geschenkt. In Führung. Mann, ey. Schere, Stein, Papier, aber jetzt gerade so knappe Führung, aber hier wird geblockt. Ich hänge. Schere, Stein, Papier. Ey, ich will nicht vorbei. Anfangen. Wer Maurice, aber auch das ist voll unfair, wenn ich anfange. Das ist geil, wenn du anfängst. Du hast das schon geübt. Nee, hat er eben nicht. Chat. Niklas und meine Möglichkeit noch immer hier oben. Niklas findet das locker. Und ich komme als letzter da durch. Maurice und Schere, Stein, Papier, gerade die 1 und 2. Ja, gibt's noch irgendwas? Was ist denn hier los? Also. Okay. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, hier fallen einfach Kristalle vom Himmel. Wild. Was passiert hier? Die blocken, glaube ich, auch nochmal. Das heißt, Maurice als Erster ist nicht unbedingt Erster. Weil er jetzt gleich nochmal geblockt werden wird hier von den Ich bin ja Blöcken, voll abgeschlagen, geil. Matteo jetzt hier kann er vielleicht noch aufholen. Wir gucken. Ja, Maurice fährt jetzt hier rein und wird geblockt. Okay. Ja, kann Maurice. Aber ein bisschen skippen. Sehr gut. Schere-Stein-Papier komplett hardstuck hier. Okay, Schere-Stein-Papier ist wie Matteo in Valorant gerade. Hardstuck in der Elo. Ich mach dich fertig in Valorant. So, Maurice immer noch in Führung. Schere-Stein-Papier kriegt auch Momentum und Shadow Reverse. Hol hier auf. Was ist denn hier los? Das ist ein enges Rennen. Hä, wieso ist denn Chat da drin? Was macht denn Chat? Chat entscheidet dann da was? Und nicht Reverse gerade ist Führung. Maurice. Ja, ist aber gut, erst das ist gut, das nimmt ist gut. Jetzt hier den schmalen Gas. Das ist gut, das ist gut. Nee. Macht hier den Abschluss. Er schafft den Abschluss. Ich muss zurück. Die rollen aber zurück. Schere, Stein, Papier und Reverse hier. Hand in Hand beschleunigen das Ganze ein bisschen. Reverse. Chat und Maurice hier auch im Tech-Team. Die bremsen sich natürlich gegenseitig. Niklas und Matteo hier auch am Kuscheln. Das ist gut. Ich hier mit Abstand abgeschlagen. Reverse und Schere, Stein, Papier hier aktuell die schnellsten, wie es aussieht. Ach, das ändert doch nichts. Das ist doch nur. Das sind wie diese Holzdinger. Schere, Stein, Papier, fast raus! Der ist ja fast gestorben. Chat. Was ist das da für eine Physik? Guck mal, Schere, Stein, Papier und Reverse. Komm, Reverse. Aktuell bin ich, glaube ich, der Letzte. Das heißt, ich würde dann anfangen. Bei Reverse, ja. Warte mal, was kommt denn hier? Wo ist denn Reverse? Die haben gebremst! Maurice hat aufgeholt! Nein, ich will nicht aufholen! Geil, Maurice gebremst! Maurice ist aktuell Erster mit Abstand Erster! Geil. Maurice ist hier! Geil. Im Fahrstuhl! Maurice macht's! Und ich glaube, Maurice kann nicht mehr nicht Erster werden. Außer wenn er rausfällt. Ich glaube, Maurice kann nur noch Erster werden. Ich glaube, hier gibt es keine Möglichkeit, wie er hier noch hart genug abgebremst werden kann. Fällt er Maurice raus hier mit dem Ski-Absprung! Wir gucken! Maurice springt! Er verkackt den! Und er landet zum Ziel. Maurice ist Erster. Mann. Nice. Geil. Das ist als nächstes. Und dann? Easy win. Ja, wir gucken. Die sind alle. Oh, Reverse ist rausgeflogen. Und Schere, Stein, Papier auch. Die Möglichkeit besteht also. Matteo ist raus. Okay, ich bin also Matteo ist Letzter. Ich bin Letzter. Matteo ist Letzter. Ich bin auch raus. Okay, dann bist du Vorletzter. Ich bin Vorletzter. Okay. Niklas also, ist damit okay, Zweiter. Dann Niklas. Okay, dann. Okay, dann also ist die Reihenfolge. Maurice. Ich, Niklas. Niklas ist auch raus. Matteo. Okay. Okay. Gut. Dann wechseln wir jetzt in den Westflügel. Auf geht's. Schwalbe von Matteo, fand ich. Aber Matteo hat sich selber so einen Ast in die Speiche gesteckt. Klassischer Italiener. So, Chat, das dauert jetzt natürlich. Wir haben eine weite Strecke vor uns. Guck mal, wie das aussieht. Die Schränke sind jetzt da und so. Geil, schaut mal. Sieht abgefahren aus. La, 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 la. Oh, ja. Hallo. Hier schön aber frisch. Kommt hier rüber. Hier schön frisch. So. Oh, die Switches sind Standby gegangen. Mann, ich bin die Bewegungssteuerung bei Dings mein Kryptonit einfach. Ja, das wird super. Ah, die Switch ist gut, Matteo. Die kann das. Na, guck mal, siehst du, ich hab nicht mal einen Schlag Bewegungssteuerung. Gemacht. Oh, nimm mir das Switch. Geil. Haben wir einen Chat hier? Nee, ne? Nee, ihr könnt ihr euch rüber holen. Ich muss ja eh noch hier Settings machen. Ist ja viel besser ausgeleuchtet als früher. Oh, voll kalt hier, Alter. Ja, voll geil. Voll kühl, ja. Guck dir mal die Röhre an. Aber wir machen ja jetzt wird auch runtergekühlt Sport, oben. Also da. genau, also wenn jemand Chat holen will, können wir ruhig machen. Das hatte ich noch nie. Ich bleib hier sitzen. Ich bleib jetzt auch sitzen. Ich bin gerade wir spielen mit Bewegungssteuerung. Ich mach mal einen. Ich hätte da so richtig chillig Golf spielen. Geil, wobei, ich auch. Warte mal. Einfach so. Ja, so Luft. Aber wir müssen gewinnen, ne? Ja, ja. Gewinnen ist klar, aber machen wir chillig, ne? Nee. Ich glaube, wir können sogar. Jeder kriegt einen, glaube ich. Kann ich grün haben? Ja, warte, ich muss kurz noch. Ich nehme Pink. Pink ist meine Lieblingsfarbe. So. Gehen wir so, hält man den, oder was? Ich glaube schon. Das sind Sicherheitshinweise, die ignorieren wir. Oh mein Gott. Aber sieht geil aus irgendwie. Ja.
Haben wir auch Ton? Warte mal kurz. Vielleicht die Boxen hier aus? Nee. Ich habe überlegt, ob ich die Switch mal mitnehme und Zelda spiele. Niklas. Dann einmal doch, an Niklas Zelda mal spielen. Niklas, deine? Niklas, deine? Breath of the Wild. Ist doch ein gutes Spiel. Mhm. Ja. Hast du schon gespielt? Nein. Nee. Dritter Spieler. Bin ich. Und vierter bin ich. Vierter Spieler, so. Okay, wie spielt man so? Ich muss kurz gucken, so? So, mhm. Ob wir Ton haben. Chat. Habt ihr schon mal golfen? Ja. Nee. Ich öffne mal auf dem Handy den Chat. Minigolf habe ich einmal gemacht. Minigolf auch, aber auch richtiges Golf. Golf hat gar nichts. Mit Ton? Ich gucke gerade erstmal, ob. Okay. Chat hat Ton, okay. Chat hat Ton, wir noch nicht. Ich gucke eben kurz in der Regie, das geht schnell. Gegen Ton. Haben wir hier. Olaf Ton nämlich. Kennt ihr den? Olaf Ton? Nee. Noch nie gehört? Wirklich nicht? Nee. Was können wir was zu tun haben? Fußball. Ganz kurz, Andi. Er ist disconnected, weil er so weit weg. Warte. Ja, schade. Und wo spielt er? Schalke. Richtig. Yes. Hier ja. Muss an Adam den. Krass, ey. Schalke. Eine Legende. Sind wir vielleicht hier einfach unser gemütet? Schalke. Maurice. Jo, ist jetzt Ton da? Wir können einfach, einfach auf dem Stream Deck anmachen. Ja. Ganz leise mit Ton. Das auf dem Stream Deck war es gemutet. Aber können wir ja im Fernseher lauter machen oder nicht? Oder wo kommt der Ton rüber? Der kommt Boxen. Über die Boxen. Wir können es hier auch machen. Ja, geil. Nochmal Mucke. Perfekt. Alter, die Mucke ist jetzt ballert's. Okay, so. Okay. Was spielen wir? 18 noch? So, jetzt kann jeder sich einen Charakter aussuchen. Ach. Ich nehme Yoshi natürlich. Oh, ich nehme Wario. Welcher bin ich denn überhaupt? Du bist Zweite. Du bist Zweite, ja. Ich nehme Wario. Ich kann nur. Achso, warte, da sind wir. Okay. Warte mal. Wieso habe ich weniger als. Ah, warte mal. Oh. Haben die verschiedene Stats? Zufall, Toad. Glaube nicht. Ja, doch. Doch, ich glaube schon, Kraft, oder? Steht doch oben, 205 Meter. Bei Nintendo haben die immer verschiedene Stats. Ah, siehst du ja, tatsächlich. Aber nur geringfügig. Ich bin. Warum kann ich nur so. Aber Yoshi ist der niedlichste. Ich glaube, das ist wichtiger. Ah, da ist die Auswahl, okay. Ich bin König Bomb-Omb. Muss ich drücken hier? Okay, dann nehme ich. Okay. Der sieht geil aus. Wer ist das? Das ist der beste Charakter aus dem Universum, oder? Sind alle bestätigt? Kennt niemand. Wie drücke ich A? Auf A drücke ich A. Spieler 4 ist nicht bestätigt. Okay, so. Wunderbar. So, es gibt nur zwei Kurse aktuell. Nehmen wir Grünbuschel oder Rookie? Schon Grünbuschel. Okay. Keine Ahnung, was passiert, aber. So. Was? Ich würde sagen, wir spielen 9 Löcher. Ja, weiß ich eben auch nicht. Aber ich schätze 30 Minuten, 9 Löcher. Leon Mikro aussetze. Ja, gut. Kann man nicht so viel mehr machen. Okay, ich sag einfach nicht mehr. Ich glaube, das wird sowieso, wenn wir spielen, müssen wir uns ja eh hinstellen, schätze ich mal. So, wir machen mal 9 Loch, würde ich sagen. Standardabschlag, Wind normal. Warum habe ich ja gesagt, ihr sollt Chat holen? Ne? Chat, wisst ihr ungefähr, wie lange so ein Loch geht? So viel Potenzial für Jokes. Ey, ich habe nichts gesagt, ne? Ja, bei mir ist 3 Minuten, glaube ich, eine gute Schätzung. Okay, Maurice, okay. 2 bis 3 Minuten, ja, dann. Ja, dann machen wir 9 Loch, das ist, glaube ich, eine gute Dauer. Ja. So. Okay. Schlagsichtung drauf sich. SL oder was? Schläger wählen. Distanzmesser. SR. Ach du Scheiße, als ob ich mir das alles merken kann. Warte mal, gibt es für beide Controller vielleicht? Ja, es wird dann als Spiegel verkehrt sein. Also Probeschwung. Ist der hier? Aber wie ist denn das? Warum? Naja, weil man das so hält. Vermutlich. Also hält man den, dann schlägt man so. Und wer richtig ist, dann hier. Weiß es nicht. Okay, ich. Hä, what the face? Ja, ne? Ich raff's nicht, aber ich muss nicht anfangen, das ist gut. Wir können Maurice beobachten. Maurice, sag uns mal, wie wir schlagen müssen. Bitte. Genau, ich werde euch ganz doll helfen. So. Okay. Spielt man abwechselnd überhaupt oder gleichzeitig? Wir werden abwechselnd spielen, gehe ich sicher von aus. Ansonsten ist ja komplettes Chaos. Eigentlich spielt man es gleichzeitig, das Spiel. Ja, aber nicht in dem Modus, oder? Safe?
Nee. Yoshi fängt an. Yoshi fängt an. Okay, ja. Wo ist so. Yoshi? Also, wie drehst so du erstmal? Mit dem Stick oder was? Analogstick? Also ich würde das da hinlegen, was ich suche. Ja, das ist schon mal perfekt. Hä, was ist das? Boah, weiß er denn, wie man Sachen dreht? Weil ich gerade die Steuerung gelesen habe. Er hat doch geübt. Er kann lesen, das ist ein unfairer Vorteil. Du musst andersrum stehen, Maurice. Laut dem Ding links unten. Du musst gerade zum Fernseher stehen. Hä, ist doch richtig. Ich glaube, ich höre auch niemanden außer auf mich. Nee, also waagerecht zum Bildschirm stehen. Halte SR gedrückt, bis du Ball schlägst. Okay. Ah, und dann schwingen. Er kann's ja! Naja. Nee, voll in Sand. Voll schlecht. Alter, was eine... Das war der schlechteste Schlag, den ich jemals gesehen habe. Wirklich? Ja, guck mal, ja. Wo der hängt irgendwo in deinem Gemüse. Okay, du bist. Hey, ich hab gar nichts gerafft. Also achte mal auf den Wind, Niklas. Da kommt Wind von der Seite von rechts. Ja, warte doch mal. Ich muss erst mal gucken, was ich überhaupt machen soll. Hä? Ey, und, Leute, unten steht's doch alles. Wo steht's? Unten, ganz unten. Ich werd 33. Wo ist Wind? Wo seht ihr Wind? Ja, diese rote Pfeil, glaube ich, oder? Oder wie die Blätter fliegen, guck mal. Wo sind denn Blätter? Keine Ahnung. Hey, die Steuerung ist weg! Was hast du jetzt gedrückt, damit das funktioniert? Irgendwann wird. Denkt das Spiel, was ist das? Ich weiß aber nichts! Halte SL gedrückt. Das sind die Tasten an der Seite. Hier, die da. Wie rum hältst du den so rum, ne? So muss man, glaube ich, halten. Hä, wieso macht der den Schläger denn so rum? Unten, guck dir unten links aufs Bild, was da die Preview ist. Ach so. Maurice hat den gerade auch falsch gehalten. Mhm. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Nee, man soll parallel zum Bildschirm stehen. Ich soll so stehen? Ja! Ja, genau, und dann so schlagen. Habe ich gerade gesagt. Ich hab gar nichts. Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Ja, du musst ja mal gerne was machen. Wie soll das Schlägerblatt ausrichten, what the fuck? Wie sollen das? So ist doch richtig, oder nicht? Aber ich bin doch ganz... Hätten wir doch drei Löcher machen sollen. Hä? Ja, ich lag einfach drauf. Blick in Richtung Bildschirm und nimm den Stand an. Stimmt schon, was Leon sagt, ja. Ja, also warte, vielleicht, warte mal, hä? Hältst du den Controller richtig? Aber seiner kommt doch... Sein Stick kommt links raus. Ja, meiner kommt rechts raus. Ja, das ist einfach nur gespiegelt. Du musst den Stick präsenten, komm. Aber ich darf so halten. So. Was? Nee, der muss so andersrum. So rum? 180 Grad drehen. So? Jetzt senken. Runter. Also, die Taste hier muss unten sein. Die muss unten sein. So hältst du den. Geht's nach unten einfach. Ja, genau so. Guck. Du hast doch da jetzt wieder ein bisschen höher, bis du beim Ball bist. Ja, genau, so. Und jetzt drückst du SL. Das ist da, wo du deinen Daumen hast. Genau. Ja, und jetzt schwingst du. Halt schwingen. Aber welche Richtung? Nach links. Die? Nach links. Was ja, ist, genau mit dir. Aus. Du bist der Typ. Ich bin der! Oh, guck mal, wie gut der ist! Sehr gut. Flieg! Ein schöner Schlag. Ja. Schön. Guck mal, jetzt schon besser als Maurice. Alter. Auch nicht so schwer. Ja. Der war ja perfekt. So unfair. Okay. Das ist ganz einfach. Musste, ne? Okay, warte mal. So einfach und dann ziehen wir unfair. Oh, ich Hä? Er schlägt einfach? Ja, weil es ja auch nicht so kompliziert ist. Ja, so schwer ist es nicht, weil es ist Golf. Du schlägst drauf. Ja, aber wie richtet ihr euch denn aus mit dem... Nein, also ich schlag einfach. Das links-rechts, Mann. Ja, keine Ahnung, ich schlag einfach. Links-rechts machst du mit dem hier. Okay. Hier mit dem. Ja, mach ich gerade. Ja, okay, ja dann. Ich hoffe, das Spiel ist fair und lässt mich nicht immer anfangen, ne? Na klar. Wo ist der Film gerade gemurmelt? Ja. Ja, flieg! Aber nicht so stark. Nee, warum nicht? Siehst du rechts, die hat den Beschlag stark gespielt. War es halt ein bisschen unfähig. So, jetzt bin ich gespannt, ob Matteo jetzt weitermacht. Weil ich der Letzte bin? Weil ich am meisten genau. Bin. Ah, ja, okay. Ja, okay. Also erklär mir nochmal das... Spiel ist fair zum Glück. Also du hältst den so runter. Ja, ja. Genau. So, wenn du jetzt den Daumen echte drückst, Golf, dann gehst du in die Schlagposition. Mhm. Und wie viel Power mache ich denn? Also wie kann ich die Power bestimmen? Je nachdem, wie schnell du schwingst. Aber schlag mich nicht. warte mal. Wenn du schneller schwingst, dann... Kann ich irgendwie die Sicht wechseln? Ich glaube, oben mit der Taste hier. Ich glaube, mit der Taste, aber ich bin nicht sicher. Ah ja, ich gehe genau aufs Loch. Okay, ist Wind? Keine Ahnung. Ja,
da ist Wind. Wind ist links oben, 3 Meter nach links. Also ich gehe ein bisschen nach rechts. Ja. So. Genau. Ja, perfekt. Und das wäre Probeschlag. Ja, wenn du die Taste drückst. Die RB-Taste quasi, wenn du es mit Xbox vergleichen würdest. Nicht in den Trigger, sondern. Das Probe. Ja. Nee, hä? Fuck, ich hab. Du willst die Taste hier drücken, Matteo. Die da. Achso, für Probe. Für Probe, ja. Ich liebe Andi für seinen Humor, ne? Siehst du? Wäre das gut? Rechts hast du die Kraft gesehen? War perfekt. War richtig gut eigentlich. Der Hüfte genau hat so übrigens hat geknackt. Hat wirklich, ne? War das deine Hüfte? Ja. Also das war der Fuß oder so? Und das Knie. Der Fuß, Knie. Beweg dich nicht so oft. Warte mal. Jetzt schlag ich zu! Ja, ich will wissen, warum macht der nicht volle Power? Schlagzeit. Hatte doch. Streamer verletzt sich die Achillessehne beim Mario Golf spielen. Alter! Oh, ein bisschen ab. Nee, nee, der wird stark. Schütteln. Warum schütteln? Das ist wie bei Pokémon. Du musst A spammen. Ich bin. Ja. Ich hab vergessen, wie es geht, oder? Genau. SL. Okay. Vielleicht wegen dem Wind ein bisschen weiter nach rechts zielen noch. Ja, der Wind ist krass. Genau, noch weiter werde ich sagen. Ach, jetzt sehe ich die Blätter. Ja, mach so, die Blätter, genau. Ja. Okay, Jungs. Das ist ein guter Schlag, Niklas. Rocker! Schöner Schlag. Der geht. Guck mal, wie gut der kommt. Der geht. Wow. Nice, Niklas. Oh, der ist gut. Fast green. Wow. Gut. Fast green, okay. 3 Meter zu grün. So, jetzt komm. Ach du Scheiße, guck gleich den mal an. Das bist du, glaube ich. Das ist Maurice. Das wird nix. So, Maurice wird ein Schaf hitten. Das ist ein Schaf. Er wird ein Schaf hitten. Er wird ein Schaf hitten, safe. Ja, also da, machen wir mal auf den Bunker drauf, ne? Und dann hinten war ein Schaf. Kommst du aus dem Loch raus? Ne, kommt er nicht raus. Da kommst du niemals raus. Du stehst wieder falsch, Muggis. Bist du übrigens wieder falsch rum? Ja, oder? Das ist mir, wie macht man Probe mit denen, ne? Mit dem da oben, ja. Also, du willst mit absichtlich falsch stellen, ja? Okay. Ja, ich mach absichtlich falsch. Okay. Ja, der war gut. Ja, der war gut. Sehr gut. Alter, den Bunker hast du getroffen. Ich hab den Wind überschätzt. Ja, rein da. Oh, schade. Sehr gut. Überschätzt. Ich glaube, das ist egal, mit wie rum man steht, ehrlich gesagt. Ich glaube, der guckt nur nach relativen Bewegungen. Warte mal, wie weit ist das weg? 136 ich das Meter, programmiert, ne? Und wie kann man denn... Hast du den Schläger gewechselt gerade? Nee. Wir sollten den Schläger wechseln. Deine zaubert ja den Schläger. Die steht gar nicht. Das ist Cheating. Es ist halt wieder Leon. Der hat wieder Cheat-Modus an. Hä? Oder irgendwie so ein Schweif raus. Auf seinem... Hä? Kommt gar nicht raus. Ja. Was hast du denn da? Da jetzt. Kam Full Power. Okay. Wir haben seine Cheat-Taktiken, ne? Oh nee! Ja. Oh nee! Der ist tot! Warum haut denn bei Maurice kein Ist ja komplett und da kommst du nicht mehr raus! Da komm ich raus, ich lupf ihn raus so. Pfup. Du bist dran sogar, oder? Maurice. Nee, Maurice dran. Ja gut, aber Maurice kommt da auch nicht raus. Nee, Maurice kann gar nichts machen. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sich der. Lupfen, Maurice. Wie der Untergrund sich verhält. Ja, das will ich auch gerne wissen. Da unten steht. Ich glaub, der wechselt von selbst. Der wechselt von selbst. Der Easy Mode ist es. Ich schlag mir noch die Zähne raus. Sehe ich schon. Dreier-Eisen jetzt, ne? Das ist richtig, genau. Ja, genau. Ja. Oder je niedriger, desto Slow Wedge. Das ist ein Slow Wedge. Sandwich, oder? Sandwich. Slow Wedge. Das ist aber auch schwierig zu dosieren. Ja, weißt du, woran das liegt, weil du falsch rum zum Fernseher schlägst. Ja, ja. Er glaubt es immer noch nicht, aber okay. Du bist wirklich falsch rum. Ja, ich meine, da ist ein Bild unten, das zeigt an, dass du falsch rum spielst. Und er beschwert sich, wenn bei Bonjour nicht gelesen wird. Das ist, das ist unser Vorteil. Wir können Bilder identifizieren. Er kann lesen. Er kann nur lesen. Ja. Oh, nee. Ich zu Hause lese ich Bücher. Jetzt einfach zu Hause, das zählt nicht für ihn. Ja. Oh, der war aber ganz gut. Ja, scheiße. Nee, voll vorbei. Voll vorbei. Okay. Du hast schon gut angenähert. Wer ist dran? Du. War Luigi. Ja, doch. So, da muss man erstmal ein Gefühl für entwickeln. So, alright. Kann ich jetzt schon so. Oh, guck mal hier. Wie ist Wind? Sehe ich wie hast du die. Links oben ist Wind. Hast du die Kamera gemacht? Hier mit der Taste mit oben. Mit der hier oben. Mit der oben hier. In der Mitte. Also Y? Genau. Ja, weiß ich nicht. Machen wir so leicht. Nee, X ist bei Nintendo. Ist aber nicht so weit, ne? Machen wir so. An den äußersten Rand. So, okay. Aber ist der Wind gerade, spielt er so rein? Das frage ich überhaupt? Mich auch. Ja, das frage ich mich auch. Also kann du kannst ja eher putting, ne? Oder? Du willst ihn ja kullern lassen eigentlich. Geh doch bergab.
Oder? Du stehst falsch zum Fernseher, Matthias. Nee. Steht da nicht. Richtig. Ach so, da steht ja, wo das Loch ist. Ja. Ja. Ja, also theoretisch wirst du in der Nähe der Fahne landen von deiner Power. Ob jetzt ein bisschen davor oder danach. Das ist wahrscheinlich so viel, vom Gefälle so, ne? Und vom Wind und so ab. Der war gut. Der war gut. Ja. Das war zu wenig, ey. Aber oh, er kullert. Ja, aber scheiße. Das ist voll schwer einzuschätzen. Mhm. Okay. Oh mein Gott, Alter, wie willst du da rauskommen? Okay, warte mal. Bisschen zu viel? Warum darf ich eigentlich nicht mehr spielen? Immer der am weitesten weg ist, darf genau abschlagen. Du bist ja nah dran. Das ist ja unfair. Nee, das ist bei Golf genauso geregelt. Ja, ist doch gut. Der Anfang tut auch der am schlechtesten im Standing ist und so. Ja. So, Niklas, du könntest jetzt schon rein. Jetzt bin ich. Ja. Doch, oder der am besten ist? Ich bin mir gar nicht sicher, eins von beiden. Okay. Mach mal diese Obersicht, vielleicht siehst du schon besser. Nö, yes, ich mach den rein jetzt. Okay. Ein bisschen Wind, aber kann man vielleicht benachrichten. Ist doch gar nicht Wind, oder? Noch 3 Meter pro Sekunde, steht oben links. Wie mache ich Probe? Den hier? Der hier oben. Den hier, diese lange. Dieser lange schwarze, hier. Genau. Genau, der Schulter links. Ja. Ich raff's auch nicht, war mir genauso. Hä? Zieh mal weiter durch den Schlag. Keine Ahnung, warum das so macht. Du musst halt einmal unten anfangen, bevor du ausholst. Quasi. Genau. Ja. Ja, da dran. Okay. Ja, der wär's. Aber es ist nur die Kraft, ne? Es ist nicht die Richtung, ne? Ja, gut, aber. Junge! Jetzt nimm noch einen Sch. Das ist schwer. Okay, ich mach jetzt. Okay. Ja. So doll. Oh. Ja. Scheiße. Ja. Ich glaube, du bist am weitesten. Du bist wieder. Genau, du bist am weitesten Pferd. Du warst wieder. So, Gefälle siehst du anhand der Linien, wie die sich bewegen. Wie? Ist das Gefälle jetzt? Genau. Ja. Wenn die nach. Genau. Genau, die Frage ist halt, wie stark. Das müssen wir jetzt quasi durch Brummen probieren herausfinden. Ja, aber wieso sich keine Richtung mehr? Naja, du musst das jetzt abschätzen wahrscheinlich. Probier mal diese Oberansicht, vielleicht hilft das. Vielleicht wie genau die? Dieser da. Taste oben? Genau. Ja, mal irgendwie voll viel. Ah ja, das ist eine Linie. Ja, genau. Genau. Und da hast du sogar das Helle eingezeichnet, ne? Ja, wahrscheinlich ist blau. Nee. Blau ist schwach oder stark? Ich würde eher sagen, blau ist hoch und rot ist niedrig. Nee, oder du hast recht, die Geschwindigkeit könnte auch sein. Ich kann nicht mehr Probe. Doch, du musst erst unten anfangen. Du musst den Putter da hinsetzen, wo der Ball ist. Und dann kannst du Probe schlagen. Hey, was ist denn das für eine Scheiße? Wo ist denn. Echt weird. Warum macht denn so eine komische. Ja, das wär's gewesen. Nein, du musst wahrscheinlich beim Putten auch eine gerade Linienführung haben. Oder so. Hä? Ich kann nicht weniger doll. Macht immer so doll. Okay. Handgelenk. Oh! So nah. Aber nicht schlecht. Das Game eigentlich. Echt schwer. Test? Ich bin dran, Luigi. War Luigi. Also schaffen wir vielleicht ein Loch heute. Ja, ich habe auch 3 Minuten das Loch. Wir können auch sagen, dass wir vielleicht gar nicht die neuen Löcher zum Ende spielen, sondern dass wir bis. Nach 5 oder so. Bis, oder oh, nach Zeit, dass wir sagen, wir haben jetzt 10 vor, also dass wir bis 15 nachmachen. Okay. Ja. Okay, wir spielen bis 15 nach. Und also das Loch, was 15 nach ist, wird auch auf jeden Fall noch zu Ende gespielt. Ja. Und dann gucken wir. Matteo, das ist dein Ding. Ich weiß nicht mal die Richtung, ob die stimmt. Ich schlage einfach scheiße, aber macht keinen Unterschied, glaube ich. Oh, okay. Was? Okay. Alter, das kannst du ja vergessen. Yoshi. Okay, also ich jetzt. So. Heftig ist das denn? Ja, das ist ja nahezu gar kein Gefälle, glaube ich. Er macht den jetzt und dann gewinnt er auch noch. Er schlägt voll vorbei. Oh, der geht voll vorbei. Du musst ihn da richtig gerade ziehen jetzt.
Also langsam macht sich bemerkbar, dass du die ganze Zeit falsch schlägst, Maurice. Nee! Oh mein Gott! Obwohl er falsch zum Fernseher schlägt, macht er das Ding! Also fassbar, ne? Oh Mann, ey! Okay. Er hat nichts korrigiert, ne? Er hat einfach geschlagen. Ja. Ich glaube, man sollte einfach nicht korrigieren. Das Spiel gibt dir einfach vor, wie du reinschlägst. In die Richtung. Ja, einfach schlagen. Mann, nice. Ich hab schlagen. Ja. Schlagen. Ja, ihr seid ja gleich auf jetzt trotzdem, oder? Ja, ich höre gleich auf mit Maurice. Wer ist dran? Hup. Du. Wie sehe ich? Wie sieht man das? Du siehst da Luigi, war Luigi. Okay. Ich mach jetzt gar nichts, ich schlage jetzt an. Ja. Aber guck wegen der Stärke. Boah, zu doll. Zu doll, glaube ich. Ja. Ich hau jetzt einfach scheiß drauf. Ja. Ey, da willst du mich verarschen? Das ist, weil du falsch zum Fernseher das stehst. Das stimmt nicht, Maurice, weißt du? Mann, ey, das ist doch... Ey. Das ist doch für ein aufregender Sound. Klingt wie so ein Klingelton. Ja, aufwachen. Festnetz. Nice. Boogie. Bist du nur ein Schlag über? Oh, ein Meer? Boogie ist einer. Nur einer. Ja. Scheiße. Ich schlage, das ist eh scheißegal. Ich schlage es einfach. Pass wie vorher gesehen. Ja, nice. Das Double Boogie. Ja. Double Boogie ist doppelt so gut wie ein Boogie, ne? Ja, ja. Ja, ja, geil. Oh, aber jetzt, scheiße, jetzt Maurice vorne. Wir sind gleich auf. Okay. Oh Mann, ey. Obwohl der in Sand schlägt und die ganze Zeit falsch zum Fernseher schlägt. Ich bin jetzt Profi. Bin mir nicht sicher, wie es ist beim Golf. Auf der Beste also, was oder wir gelernt haben, nicht die Richtung ändern, einfach schlagen. Ja, sehr fairer, ne? Julia. Ja, okay, der Beste beginnt. Dankeschön. Oh. Höhenunterschied. Könntest du Hole in One? Das ist jetzt halt die Frage, wie krass sich Wind auswirkt, ne? Schon sehr krass. Wo ist denn das Loch? Da oben. Siehst du ganz rechts. Flagge. Bei der 4 von 143. Ach, da. Ah, ja. Ah, du kannst doch wechseln? Wind 3 Meter. Ich helfe euch doch nicht, bin ich bekloppt. Hast du jetzt einen Schläger gewechselt? Er hat gewechselt, ja. Wie? HB6. Das ist kein Problem, er steht immer noch falsch zum Fernseher, deswegen er sollte nicht ankommen. Nee, der wird voll vorbeischlagen. Er schlägt in die Kirche rein wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Alter, guck mal, falsche Richtung. Der sogar. Hat Reifen verloren. Scheiße, ist aber auf Green, das Scheiße, ist nicht gut. Alter, nee, er rollt runter. Er rollt runter. Geil. So doll, ja. Geil. Den schippe ich rein. Komm. Maurice hat irgendwie einen Schläger gewechselt. Ach, mit dem Stick könnt ihr es machen. Okay. Design. Aber bringt das? Wir kennen uns gar nicht aus. Ach, die Reichweite. Ah, ja, okay. Dann mach ich wollte mich was mit Maurice hinstellen. War ja falsch. Okay. Boah. Ja, das zu ist weit. Boah. Zu weit. Boah. Zu weit. Boah. Wie viel Meter willst du nur? Boah. Hä? Boah. Das Loch ist 143 Meter weg, ne? 145. Oder 145. Boah. Ja, willst du nicht einen Schläger nehmen, der dann weit drüber schlägt und dann... Jetzt lass doch mal den machen. Ja, sorry, ich helfe nur. Der ich glaube, man muss wirklich... Den muss ist immer irgendwie komisch mit dem Schläger. Also, der rafft das nicht mit der Ausrichtung. Langsam Zweifel leer dran. Nee, aber guck mal, man sieht hier vorne eine Preview von meinem Schläger. Ja. So müsste er sein. Boah! 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 Seht ihr? Das ist wichtig, ne? Boah! Das ist wie beim Tennis. Okay, ich mach einfach. Wie beim Tennis. Boah. Ganz ja, großes Tennis. Schön. Das Alter, Hole in One! Hole in One! Oh mein Gott. Fast. Der Sky. Oh ne, das ist voll im Sand. Tja, schade. Auf 4 Meter. Schade. Okay, komm, Niklas, du bist. Niklas? Ja, ich mach jetzt mal so, weil man mach muss gar nicht stehen einfach. Ja. So, guck mal hier, ich mach mal alles falsch. Ich wechsle mal einen Schläger auch. Ja. So. Ah, je niedriger, desto weiter. Ja, der ist geil. Ja, let's go. Nimm den weitesten oder so. Der ist geil. So. Bam. Ah. Hast keine Kraft gehabt? Ich würde fast sagen, du musst jetzt aufstehen langsam. Das Ding ist, wichtig ist ja, wo die Switch steht im Vergleich zu einem selbst, ne? Der Sensor ist wichtig. Ich glaube, der Sensor ist in dem Controller drin. Ach so, warte mal. Ich gucke die ganze Zeit da oben auf den Sensor. Genau. Das ist aber nicht das ist von der PlayStation der Sensor, ne? Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, in den Controllern sind Gyroskope oder so. Ja, let's go. Nimm das Kubik, Herz gerade ist. Nee. Der geht genau rein. Der rollt weiter. Voll vorbei. Hä? Okay. Du musst ein bisschen weniger, Matteo. Ja. Genau.
Sehr gute Idee. Sehr gut. Lern aus den Fehlern deiner Mitspieler. Ja, ich mach mal jetzt Zoro zum Fernseher. Das ist ja gar nichts. Hä? Härter, Matteo. Härter. Ja! Ja, härter, Matteo. Noch härter. Richtig hart rein da. Oh, Mala. Der geht voll vorbei. Der kommt perfekt, der kommt perfekt, der kommt perfekt. Der kommt perfekt. Let's. Oh. Ja, ich glaube, grundsätzlich war das eine gute Idee von. Ja, denke ich auch. Wie heißt er nochmal? Ja, ist da der. Also Maurice wird so vorbeischlagen, guck dich das mal an. Also, Maurice, das, den kannst du nicht machen. Ja. Du hast jetzt schon die Richtung gewechselt, das heißt, es ist schon vorbei. Mhm. So, schön. 90 Grad zur Schlagrichtung. Wie vorbei der geht. Wie viel Gefühle in den Schlag reinlegen. Guck mal, die Beinarbeit. Guck dir mal die Beinarbeit an. Oh, heftig. Uff. Oh, der wäre weit. Oder war der vielleicht einhändig? Nee. Ja. Oh, der wäre gut gewesen. Ja. Knackt alles. Da knackt's. Alles fängt an zu knacken. Er zerbricht. Okay. Ja. Oh, der ist aber sau. Der war schön, der war schön, der war schön. Oh mein Gott. Der liegt gut. God. Der liegt, der ist drin. Wir sind im Arsch. Shit. Ja, ja. Wir sind im Arsch. Okay. Lieber ein bisschen weniger, dann rollt er nämlich noch. Meter bis zum Loch. Nee. So, jetzt schreibe ich das. Hä? Ich kann nicht Putter. Ja, den kannst du nur, genau. Ich müsste den jetzt reinbekommen. Um Maurice zu schlagen. Außer Maurice haut daneben gleich. Der haut mich daneben. Haben. Rollt er noch, ne? Ja, sollte nicht zu doll. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der geht! Oh, schade. Oh. Überrollt, obwohl er so viel kürzer geschlagen hat. Man muss echt viel weniger schlagen. Ja. Okay, Scheiße. Ich bin. Okay, halte bei Balkontakt. Was? So? Ah. Der will das nicht. Was will er nicht? Ja, der registriert meinen Controller nicht so wirklich. Wie gesagt, den Schläger erst dahin bringen, wo der Ball ist. Ja, er registriert mich ja nicht mal. Er erkennt mich, jetzt gerade erkennt er mich nicht mehr, dass ich da bin. Zurück. So? Das ist nicht der Dings, oder? So, jetzt bin ich sichtbar. Okay. So? Soll ich so machen? Ja, du bist ein Zauberin, deswegen. Ja, du musst ja, zaubern. Ja. Du schlägst dann nicht den Schläger, sondern du schlägst den Zauberstab. Oh. Ey, gut. Alter. Also dafür, dass du... Ich glaube, wir müssen die Switch da unten rausmachen oder so. Ich weiß nicht. Könnten wir vielleicht oben draufstellen, ja. Ich bin, ne? Ja, aber der Sensor ist doch da unten am Fernseher, oder nicht? Nein, das ist von der Wii. Safe? Ja. 70 Meter, what the fuck? Switch hat sowas gar nicht. Ach so. Ich glaube, es gibt keinen Sensor bei der Switch. Was machst du da? Ich ging gerade nicht runter, deswegen bin ich hoch. Das ist das Niedrigste. Ja. Wie soll ich denn das machen? Einfach minimal. Wenig Kraft. Gefühl. Ja. 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 Der war schon gut. Ja. Ja, was macht er jetzt? Immer einmal absetzen zwischen einem Probeschwung. Nie zu doll. Wäre eine Theorie, warum der euch nicht erkennt, ne? Also. Warum? Weil ihr falsch rum vom Fernseher steht. Oh, so Matteo, so strong, ey. Ja, aber das bringt nichts. Maurice ist ja trotzdem dann weit vorne. Ich muss ihn jetzt reiben. Ich darf noch immer nicht putten! Willst du mich verarschen? Du bist gerade am Rand zum Green, ja. Das nicht. Willst du mich verarschen? Aber sehr knapp dann nicht. Okay, es geht nach rechts runter ein bisschen. Ich könnte versuchen... Was ist, wenn ich seinen Ball treffe?
Geht, glaube ich, nicht. Geht er durch? Ich schätze es Ghost, ja. Aber keine Kollision. Keine Ahnung. Soll ich mal was riskieren? Ein bisschen links und dann... ein bisschen Billard spielen willst du? Willst du Matteo wegkicken? Nee, ich will, dass er ein bisschen so reinrollt, wisst ihr? Ja, aber das Problem ist, ich glaube, der fliegt ja erstmal ein bisschen, oder? Nee, pass auf. Pass auf. Genau so wollte ich machen. Okay, gut. Genau so. Ja. Genau so. Du darfst direkt nochmal. Ah, okay, jetzt darf ich nochmal, ja. Jetzt kannst du putten. Scheiße, ey. Okay. So, die Mucke jetzt. Die Mucke, was geht ab? Das ist die Puttermusik. Ja, das könnte sein, dass das die Puttermusik ist, ja. Zwei. Zwei. Ja. Puttermusik ist einfach so ein Wecker vom Handy. Ja. 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 Oh! Das gefreut mich außerordentlich. Scheiße! Wer ist? Yoshi, oder? Ah, ja, wunderbar. Oh. So, meine Damen und Herren, da müssen wir eigentlich gar nicht viel proben. Da können wir einmal kurz so machen. Und dann stellen wir fest, das ist viel zu doll. Moritz, der wird nix. Dann machen wir so und dann geht das. Wird leider nix. Oh Mann, Scheiße. Oh, fuck. Ihr könnt aber ausgleichen, beide. Ja. Ich... Alter, das ist das Geheimnis, ohne Probeschwung einfach. Machen. Okay. Warum habe ich ein 30-Meter-Schlag-Ding hier? Das ist ein Putter. Ey, das wäre so peinlich, wenn ich daneben hau. Das wäre so peinlich. Ich glaube, das ist relative Kraft. Also immer sie relativ zu dem, wie weit man schlagen muss, angepasst. Weiß. Okay, du bist aber nur ein hinter, Dings. Okay. Und ich glaube, wir sind gleich auf. Nee, er ist zwei hinter. Ich bin zwei hinter. Ey, aber wir sind jetzt gleich auf, oder? Nee. Ach so. Boah, zwei. Okay. Mach mal, wo ist denn zweite? Hä, wo ist denn die Gesamtübersicht? War doch gerade da. War schon? Du bist plus drei. Du bist plus drei. Und die anderen beiden sind neben. Zwei müssen vor, Maurice. Zwei müssen oder vor. Oder alle gleich. Wie spät ist das? Es ist drei nach jetzt. Wir schaffen wahrscheinlich noch zwei oder drei Löcher. Was? Drei Löcher? Also inklusive diesen. Wir schaffen nur noch das oder nicht? Das und maximal noch eins, sage ich. Ja, wir haben jetzt vier Minuten, also für ein Loch. Also guck, wie weit das weg ist. Das ist 450 Meter weit weg. Oh mein Gott. Wo soll da so ein Alter? So, oder? Oh mein Gott. Oh, vielleicht ja, wenn du die Sandbank treffen willst. Da ist halt die Frage, wie weit ich rolle. Ah, wird schon nicht so weit. Straight in die Sandbank. Gut, dass Maurice ein anfängt. Probeschlag. Ja. Ist halt die Frage, ob zu doll schlimm ist. Wenn es gibt halt Abweichungen. Ja, zu doll. Oh, das Glück aber, der zieht's ja rein. Alter, der geht ja voll nach links rüber. Ja, also den hätte man nicht besser machen können eigentlich. Stark. Na, bleib liegen. Okay. Ja, der bleibt schon liegen. Stark. Einfach stark. Gleich über die Mitte vielleicht gehen auch? Ich verliere gleich meine Schneidezähne. Guckt euch das mal an. Hey. Die Drehung ist so, auch jetzt einfach. Von hier? Nein, volle Möhre, Leon. Ich mach volle Möhre. Sieht nicht so aus. Ihr guckt's doch an! Ey, kannst du mal ein bisschen... Vielleicht, Leon, schwach, Leon. Was, vielleicht weil du zu sehr... Weißt du, hier ist so ein Ding. Vielleicht weil du den vielleicht das offen haben musst. Nee. Ich weiß nicht genau. Ja, es scheint so zu sein. Ne? Nee, das macht keinen Unterschied. Okay, dann weiß ich es nicht. Dann einfach, weil du falsch im Fernseher stehst. Es macht halt nichts. Ich kann halt nichts machen. Wieso geht denn deiner nicht? Ja, das. Der. Ich krieg's nicht reproduziert. Erst den Schläger ausrichten und dann schlagen. Ja, das hast du ihn doch. Mach ihn jetzt. Ja, Junge. Voll. Flieg drüber. Der geht flieg drüber. Nimm den Baum mit. Schieß den Vogel ab! Aber ist das schlecht, wenn er da. Da ist es schlecht, ja. Da ist es Da ist vielleicht nicht so ganz. Oder? Gut, ja. Kann man vielleicht über die Mitte gehen? Waluigi. Kann man so, vielleicht über die Mitte gehen? Kurz gucken. Über die Farm? Oder ist rechts lang besser? Ja, links lang. Ja, aber links lang bringt da nichts, oder? Theoretisch über diese kleinen Löcher da und dann, ja, könnte. Ist kürzer, ne? Hast schon recht. Aber ich glaube, das ist richtig riskant. Ach, riskant. Aber man braucht ja sowieso mindestens drei Schläge aufs Grün. Ja, aber vielleicht schafft man es da, weiß ich nicht. Vielleicht schafft man es da mit zwei, wenn man zweimal richtig perfekt schlägt oder so. Sehr stark. Komm, Waluigi. Dein Auftritt. Oh, der ist gerade wie eine Schnur. Ja, Mann. Alter. Aber der geht trotzdem noch ein bisschen. Geht er noch?
Oh! Ja. Okay, war noch okay. Okay. So, Probe. 210. Hau ich durch da! Ja, ja. Oh, oh, oh. Scheiße. Ey, willkommen, Nick. Warte mal, vielleicht, der geht aber weit. Ja, das sah bei mir auch so aus, aber so weit geht er nicht. Okay, ich gehe über die Farm, kein Problem. Ich gehe über die Farm. Mhm. Kein Problem, war gewollt. Okay. Oh, da, okay. Mach mal Top-Sicht, dann siehst du vielleicht. Ja. Ja. Kein Problem, ja. Einfach, ja, ja, ja. Ach, du machst so richtig Dirty Tricks. Ja, YOLO. Also einfach Luftlinie. Scheiß auf den Kurs. Oh, Alter. Boom, genau so. Boom. Bu- Hä? Hä? Ja, Mann, let's go. Hä, warum drehen sie sich immer so? Warum dreht der denn jetzt nach rechts? Ich hab keine Ahnung. Der Wind wegen des Untergrunds. Nee, das Game ist einfach random. Ja, glaube ich auch. Ich glaube nicht. Oh nein, aber da sind die ganzen wenigstens Mobs dazwischen. Einfach ein pures RNG, das Spiel. Okay. Geiler so. Baum, geiler Baum. Den kriegst ja, du nicht. Der Baum ist ein Problem. Du brauchst eh zwei Schläge, bist du dabei? Das ist korrekt, ich brauch eh zwei Schläge. Die Sandbank. Voll im Baum. Deswegen nehme ich einen schlechter. Wirklich? Ja. Würde ich nicht empfehlen. Du wirst den Baum hitten. Voll im Baum. Voll im Baum, ja. 90 Grad auch noch. Das wird nix. Und wir lockert aus der Handgelenk einfach einen Full-Power-Schlag noch. Schöner Schlag. Schöner Schlag. Mann, Also Leute, kann man mehr Glück als andere. Merkt einfach, es ist kein Skill-Game. Ja, das ist aber komplett random, also wirklich. Guck mal, wie bist du denn? Warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen jetzt Cheat. Wir spielen jetzt hier lang. Ja. So. Aber ich knall den Baum ab, ne? Nein. Ja, fix daran vorbei. Scheiße, Alter. Guck mal, was das für eine Banane ist. Ey, werd, du. Nee. Oh, ist gut. Wenn man so drill, also, ey, ich liege ja richtig scheiße. Ich baller den Baum jetzt weg, scheiß auf den Baum. Ey. Scheiß auf den Baum. Ey. Also. Ja, warte mal. Muss sichtbar sein erstmal? Muss näher ran. Hä? Jetzt geht's. Ich knacke. Wie geknackt hast, und über mich lachen, weil ich knacke, ne? Ich hab nicht gelacht. Ja, ja, ja. Du warst der Erste, der das kommentiert hat. Ja, weil ich vorher schon geknackt hatte. Ja. Alter Knacker, ey. Oh, der war gut, Matteo. Bums, den Baum. Gibt's oh nein, der brennt. Der ist schon abgebrannt. Den Baum. Aber auf Screen. Nee. Ja. Jungs. Wie mach ich nochmal Übersicht? Oben. Oh ja, den bumse ich da voll rauf. Ja, Mann. Hup. Knall den rein. Fett ihn ein. Warte, der Wind kam gerade von rechts. Ja, der Wind ist irgendwie, keine Ahnung. Ich würde sagen, der macht nicht der Wind viel. Hat weniger Effekt als Schläger irgendwie, also Schlägerhaltung oder so. Ja. Wie weit ist das Fahne weg? Weiter noch, ne? Ein bisschen weiter noch, ja. Das ist also... Naja, nee, sonst würde die angezeigt werden auf der. Bams ihn rein! Oh! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, Cheat Codes! Der rollt auch noch rein! Ja, boah, oh, du hast aber Glück gehabt! Ja. Glück? Das ist war ein Skill-Game! Ja, ja, das war doch voll gewollt! Natürlich! Bin ich? War Luigi! Krasses Skill-Game! Ja. Kannst du reinmachen, Matteo? Ich mach den auch rein direkt. So, oder? Wer hat er denn? Hat er noch nicht? Doch, doch, du hast ihn. So, jetzt wieder der alte Knacker. Hat nicht geknackt. Ja, Fuß. Nee! Oh. Ja. Hey, was ist denn eine Banane? Was ist denn das für eine Banane? Oh. Okay, 17 Meter. Uff, Alter. Okay. Wo bist du denn da? Ja, bei den Schafen. Hey, warum bleibt der Ball da überhaupt stehen? Ja, aber guck mal, das wirkt sich extrem auf den Schlag aus. So oder so schon krumm. Stimmt, das ist schon eine Banane, ja, ja, stimmt. Nimm mal den. Was machst du? Leon, guck mal, an der Seite siehst du die Banane schon. Du musst ganz weit nach links, glaube ich. Nach links, um zu korrigieren, dass er nach rechts fliegt. Zumindest verstehe ich die Anzeige so. Jetzt sehe ich die Banane. Ich denke die ganze Zeit, wo sind die denn eine Banane? Ja, guck mal, Leon, wie die Schlagfenster, das ist ganz nach rechts gekippt. Also ist der Wind völlig egal. Ja, glaub, also fast egal. Der Wind plus das da rechts, wie das gekrümmt ist wahrscheinlich. Leon, ja? Du musst weiter nach links schießen, weil der fliegt. Ja, wie denn? Ja, die
Ja, mit dem Joy-Con. Mit dem Stick? Stick müssen nach links büsen. Stick nach, nach links. Das links. Ist rechts. Hier, siehst du diese Banane hier? Dieses ja. So würde er fliegen. Ach so. Das heißt, du musst dagegen korrigieren. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja, das denken wir gerade. Also, so verstehen wir das Interface. Wir sind uns nicht sicher. Aber der Wind kommt von der rechten Seite. Ja, aber der ist, die 2 Meter pro Sekunde sind scheißegal. Ich sag, ihr seid verrückt. Okay, Leon, probier mal. Let's go. Dollar. Rolle, Kanone, Melone. Let's go. Ist es gut oder schlecht? Ich verstehe es. Gut. Wie langsam schlägst du denn? Wie weit ist eigentlich die Fahne weg? Keine Power. Hä? Ja, diese jungen Leute da, ne? Hat er sich gerade selbst geschlagen? Ja, der ist gut. Ja, guck, siehst du die Banane, die kommt. Ja, stimmt. Ja, guck, die Banane wir haben das Interface richtig verstanden. Ja, nee, ich hab gut geschlagen einfach. Nein, das war aber die Banane. Nein, ich hab gut geschlagen. War die Banane. Ich hab gut geschlagen. War die Banane. Ja, aber es war die Banane. Nein, ich hab gut geschlagen. War Bio. Okay. Der ist gerade. Der hier ist ja gerade. Maurice, du bist ja noch mega weit weg. Maurice, ey, guck gar nicht. Ah, Loser. Der ist ein bisschen Sand oder so. Ja, weil ich noch nicht so oft geschlagen hab. Du hast genauso oft geschlagen wie wir. Ja, aber Schlagermusik ist auch... nicht so mein Fall. Och, geht schon, ne? Wenn die Helene da, bin ich immer dabei. Nee, nur Wolle. Bei Wolle Petri, da bin ich noch am Start. Ja, das stimmt. Wahnsinn. Meine Gefühle. Oh, ich würde so daneben schlagen. So daneben gehen. Guck mal. Der eskaliert halt gegen Ende komplett. Ist pur eigentlich Schlager oder Pop? Ich würde sagen, pur, das hängt von der Generation ab. Ist ein eigenes Musikgenre. Pur ist Schlager. Ist jedenfalls immer ein Abenteuer mit denen. Ja. Alter, das ist aber schwierig jetzt hier, ne? Plötzlich, ja. Jetzt ist ganz schwer, ja. Ah ja. Wenn du ihn einfach draufschlägst, Maurice. Okay. Oh, das war ja komplett verkackt. Das war ja nichts, guckst du ja. Also, du bist ja nicht mal so weit wie wir mit unseren ersten Schlägen. Okay, Alter, komm, ja, rollst du mal zurück. Naja, oh Mann. Ihr habt schon recht, ich hätte nicht den Schläger wechseln sollen. Zweimal hintereinander, ne? Da muss ich aber kurz wirklich proben. Boah, was eine Steigung, Alter, was ist denn da los? Ja, die Steigung ist brutal. Ja. Also, wenn ich. Ah, das wird schon. Hup, genau zum Bub. Nee! Oh Alter, mein Gott, ich hab mir gerade schon die Hose ausgerastet und die Table geflippt. Ah, ja, ja. Einmal schlecht, einmal okay. Ja, was sagt hier die Prediction? Guck, Banane hast du, ne? Was eine Banane? Oh, ich hab eine Banane, das heißt, ich muss. Ganz leicht. Ja, so, genau. So, reicht schon. So sagen wir mal. Das wird jetzt Hole in One. Das ist eine kleine Banane. Ja, nicht so fest. Bananen schmecken süßer, wenn sie braun sind, Leon. Stimmt. Vielleicht Schläger wechseln? Weil guck mal, der ist 74 Meter, du brauchst gar nicht so weit. Nee, nee, Matteo. Okay. Mach lieber zu kurz. Wie festgelegt er die Kraft? Ich verstehe es nicht. Ihr habt recht, das ist der letzte Kurs. Muss immer einmal zwischen jedem Schwung einmal absetzen. Oh nee, ey, dann können wir das gar nicht mehr holen. Also ganz knapp könnten wir noch einen machen. Ja, einen machen wir noch zur Entscheidung. Ja, ich bin relativ confident, dass... Was? Der war gut. Dass wir das gleich entscheiden. Du bist auf dem Green zumindest, ja. Wer ist das? Du, Luigi. Komm, Matteo, mach ihn rein. Der alte Knacker. So. Mach ihn rein. Gerade 70 Meter. Eine kleine Banane. Ich kann ihn nicht wechseln, ich kann nur höher. Geht ja auch nicht. Was ist das für ein Scheiß? Du kannst ja keinen Putter auf mich Putt benutzen. Der voll drüber, oder? Nee, hä? Hm. Aber es geht. Ist abschüssig hier, ne? Also. Ja, was soll ich machen? Nicht zu doll, nicht zu doll. Mit Gefühl. Ein bisschen. Ja, da war, glaube ich, gut. Ja, gut, Matteo. Komm, probier's einfach. Ja. Was? Hä? Jetzt komplett volle Leiste? Und der. Hä? Könnt ihr mir erklären, was das war? Du hattest überhaupt keinen Sinn ergeben. Weil du einen Putter hattest und das hohe Gras dich gebremst hat. Er hat keinen Putter benutzt. Ich konnte nicht mehr auswählen. Sicher? Das war der vorgeschlagene Schläger. Man kann nicht auswählen, wenn man nicht auf dem Green ist. Also Chat hat auch gesagt Putter. Hä, aber wieso kannst du einen Putter auswählen? Ich konnte den nicht auswählen. Man kann ihn nicht auswählen, wenn man nicht auf dem Green ist. Ich konnte den nicht auswählen. Es ist unmöglich, ihn auszuwählen. Das war kein Putter. Ich kann... Hä? Man kann ihn nicht auswählen. Na gut. Ich raff mein Leben nicht mehr. Also, das Spiel ist einfach RNG. Das ist komplett RNG. Also Anzeige sagt volle Pulle und er kullert 3 Meter. Chat, wir wissen, wie die Wahrheit aussieht. Die Wahrheit. Stell dir mal vor, das einzige Spiel, was Maurice jemals gewinnt, ist einfach nur RNG. Ja. Mann, ey. Hä? Deswegen spielt man kein Nintendo-Spiel mit Bewegungssteuerung. Ja. Das haben wir schon festgestellt.
finde das sehr gut, dass die so fortschrittliche Technologie verwenden. Ja. Das meine ich. Es ist einfach Quatsch. Was? Ja, ich habe original genauso gemacht. Ja, es ist einfach Quatsch. Oh Mann, ey. Hey, und jetzt macht er den... Nee, jetzt wieder nicht. Hey! Also, ey. Die Kinder... Die haben mir einen Schlag geklaut! Ja, mir auch. Ey, die haben mir einen Schlag geklaut! Ja. Mhm. Zwei Schläge haben die jetzt schon gestohlen. Ey. So, jetzt werde ich hier nämlich auch wieder nicht verkacken, Mann. Die haben mir einen Schlag geklaut! Die da oben! Aber gut. Oh, ja. Ja! Ach, verpiss dich doch, Mann! Das ist komplett rigged. Das ist direkt wieder dran. Ja. Ey, weißt du was? Ich schlage da mal. Scheiß korrigieren, drauf. Korrigier. Banane. Ja, ich korrigiere. Hast du eine Banane? Ja, scheiß auf Banane. Denk an die Banane, Matteo. Raus hier mit dem Scheiß. Kannst, leck mich! Leck mich, ich bin letzter. Das ist scheißegal. Das ist einfach komplett random Game. Matteo, jetzt nicht verkacken. Matteo. Gesamtschläge zählen. Ey, Leute. Das ist einfach. Ey, leck mich, ey, komm doch, Mann! Bin eh wieder dran, ne? Aber jetzt putter diesmal, ne? Geil, Alter. Ja. Ja, das ist jetzt easy, das mach ich. Putter ihn rein. Wie ein Gott. Oh! Ey, das Game ist aber auch einfach. Müssen wir dran. Es ist so rigged. Das war aber gut. Ja. Mal nichts in 10. Du schaffst es in nur 10 Schlägen, Matteo. Nur 10. Maurice muss auch noch einen verkacken. Ja! Nein. Ja, ausgeschlossen. Maurice muss einen verkacken jetzt. Ah, okay. Ich bin verkackter, alles klar. Verkackter. Ja, ich bin verkackter. Da confident, dass wir dafür keine Probe brauchen, oder? Mann. Weißt du, er schlägt 300% drüber und geht ja rein. Er steht nicht mal richtig zum Bild. Er steht 90 Grad, schlägt einfach voll drauf. Ganz ehrlich. Ist egal, er geht einfach normal rein. Egal. Ja. Guck, kann einfach hier sitzen. Ey. Macht keinen Unterschied. Mann, das Game, ey. Aber hey, Maurice muss damit leben. Bin ich? Ich bin. Ja. Oh. Das geht von hier nicht. Es ist halt mit Bewegung, das ist nur was für sportliche Leute. Nice. So, jetzt schauen wir, wie ich dran vorbeischlage mit 10.000 km/h. Wow. Sehr 10. Stark. Stark. So. Sehr gut. So. Ich fliege wie zwei von euch zusammen. Perfekt. So, wir haben nach, also 15 nach, wir haben genommen um 19 nach. Gebt ihr euch geschlagen? Ja. Sehr gut. Ja. Aber es ist wirklich, es liegt nur am Spiel. Ey, also wenn wir mal richtiges Golf spielen würden, PGA oder so, ja? Haben wir ja gesehen, wer da gewinnt. Da haben wir gesehen, wer gewinnt. Ja. Das hier wirklich, das ist einfach nur also das ist ja komplett random. Also, es ist ein geiles Spiel, aber es ist halt echt, die Steuerung macht da... Alles heute mehr Glück. Ist schon ein sehr gutes Spiel, finde ich. Glückwunsch, Maurice. Ja. Da muss ich wirklich sagen, da hat Nintendo mal bewiesen, dass sie auch aber in Japan geht's einfach jetzt. Sehr fortschrittliche Technik haben. Die sind ja auch mit Robotik weit und so. Das merkt man da einfach. Studio. Mach so, mal. Wir gehen ins Studio für den Schluss, für die Abmoderation. Okay. Oh, nee. In den Ostflügel. Frechheit einfach. Komplette Frechheit, ey. Du kannst dich nicht ausziehen. So ein Kinderspiel raus, damit der King uns gewinnen kann. Ich bin nicht traurig, ich bin nur enttäuscht von Maurice. Wir stützen sowas. Ah, Chat. So, kann ich meinen Controller wieder hier abmachen? Das heißt, keiner kriegt den Bildschirm. Keiner kriegt den Bildschirm. Nur wegen uns. Ja. So, da der Endgegner diesmal unbesiegt geblieben ist, wird der Bildschirm in den Jackpot gehen. Das bedeutet, in der nächsten Folge Yellow gibt es den Bildschirm und noch etwas. Noch was? Genau, der Jackpot wird immer größer. Und ab jetzt beginnt ja meine Siegesserie. Das bedeutet, am Ende des Jahres haben wir einen riesigen Lootberg und ich werde alles behalten. Na, das wollen wir mal abwarten. Aber es gibt 43 Subs von Yellow. Geil, let's go, Alter. Ja.
Ansonsten. Da hat der Skill nämlich entschieden. Ja. Stimmt. Ah, ich gönn Maurice das. Also jetzt mal im Ernst, einen Trash-Talk beiseite. Ich gönn Maurice das. Wurde ja auch mal Zeit. Der hat doch endlich. Der besser gespielt. Wir mussten das Ego jetzt noch wieder aufbauen, weil sonst macht es ja auch keinen Spaß. Müller hätte ihn auch machen müssen. Ja. Hummels auch wieder hinten. Nee, so, wenn wir die Stichprobe immer weiter vergrößern, werde ich natürlich euch irgendwann überrumpeln. Hier mit dem Havertz war auch nichts heute. Danke, Werner, Yellow. Auch nur gesprintet nach vorne. Danke, Yellow. Danke, Yellow. Auch einfach schon. Nicht gemacht. Danke, Yellow. Dankeschön, Yellow. Vielen Dank für die verschenkten Subs. An den Chat, falls ihr Yellow auschecken wollt, Ausrufezeichen Yellow, geht auf die Website, checkt die App aus, guckt bei YouTube vorbei. Wir sehen uns wieder zur nächsten Achievement-Show und zwar nächsten Monat. Ist auch ohne Ballack ist einfach nicht mehr ist einfach nicht mehr dieselbe Mannschaft. Das ist richtig. Also seit Kahn weg ist es einfach ein anderer Schnack. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bleibt dran. Gebt mich weiter. Mario Golf gegen Maurice.